Hi, schönen guten Morgen, herzlich willkommen auf Rocket Beans TV. Simon war gerade im Moin Moin, aber wo könnte er gleich sein? Das finden Sie gleich raus, in ein paar Sekunden. Ja, hier ist er. Ah nee, noch ganz noch nicht, er muss erstmal den Weg hier rüber finden, aber ich heiße euch schon mal herzlich willkommen zur großen Simon-Zock-Session am Montagvormittag hier auf Rocket Beans TV. Ich bin natürlich der Gregor und ich begrüße euch im Speziellen auch nochmal, falls ihr tatsächlich die Zeit gefunden habt nach dem großen Shenmue-Wochenende. Shenmue 3 Wochenende, was Simon und ich dann gestern und vorgestern für jeweils 8 Stunden mit euch gemeinsam hier verbracht haben, fortzuführen. Wer es mitbekommen hat, am Ende, wir haben ja gesehen, Simon hat diese Zock-Session noch am Montagmorgen. Montagvormittag, ganz morgen ist es ja noch nicht, ne? Also entsprechend ja schon mal die Stimme geölt mit dem Moin Moin. Ich dachte, was machen wir dann? Wie wollen wir es fortsetzen? Lass uns doch mal ein bisschen weiter Shenmue 3 spielen. Und zwar wollen wir noch kurz, dass er vom Moin Moin Studio hier rüberkommen kann. Das passiert, wenn diese Sessions nah beieinander sind. Und wir werden ein bisschen Shenmue 3 weiterspielen, weil wir sind weit gekommen. Aber vielleicht nicht so weit, wie wir gerne uns erhofft hätten. Wir haben es gerade in die zweite Stadt geschafft, am Wochenende. Sind denn welche dabei, die schon zugucken konnten? Weil das ist natürlich jetzt hier an einem Arbeitstag, ja, für uns sowieso, für euch natürlich auch potenziell oder Schule oder Uni oder andere Sachen, mit denen man entsprechend beschäftigt ist. Das heißt natürlich nicht, dass man direkt durchgucken kann, aber wer es natürlich schafft und sich die Zeiten so legen kann. Warum denn nicht? Ich lade mal hier kurz den Spielstand, damit wir sehen, wo wir in-game überhaupt waren. Was war gestern für ein Tag? Der 24. Ne? 1951, 1958, das klingt gut. Das klingt, das ist passend. Die Videos werden natürlich euch nachgeliefert, weil wir haben ja live gestreamt. Von Samstag bis Sonntag aus. Und das muss natürlich erstmal vorbereitet, hochgeladen werden. Da wir ja, Simon und ich alleine, übers Wochenende hier quasi alles geschmissen haben. So gut es ging, aber ihr bekommt natürlich noch alles nach. Und wenn ihr vielleicht dann seht, oh, ich möchte mich noch nicht spoilen mit den 5 Sachen, die vorab passiert sind, während des Wochenendes bei Shenmue 3, ihr könnt natürlich jeweils auch auf die VODs ausweichen, die dann entsprechend kommen werden bei YouTube. Aber ansonsten, ich glaube fast auch, ihr könnt hier gut zuschauen, denn im Endeffekt erklärt sich fast alles von selbst. Man versteht fast alles von selbst. Und ja, wir können ja noch aufs In-Game rüberschalten. Oder muss ich das noch selber? Ja, oh, ich muss das nicht selber machen. Holy shit. Das ist ja was, ich habe mal auf die Knöpfe hier gedrückt. Und dann kamen schöne Sachen hier entsprechend raus. Wir warten kurz, dass das Spiel einmal geladen hat. Und wie gesagt, für alle Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, Simon macht sich noch gerade auf den Weg von Moin Moin hier rüber. Damit wir hier entsprechend weitermachen können. Da waren wir gestern. Können wir ein bisschen Sound haben, Werte-Regie? Ich höre gerade im Moment nichts. Da kommt gerade nichts rüber. Oder, ah, Moment. Ich wette, ich muss diese Boxen hier einschalten, die wahrscheinlich nicht eingeschaltet sind, oder? Das kann gut sein, ne? Es ist auch für mich die erste Stunde. Moment. Das sieht doch aus, als ob jemand hier den Knopf einfach gedrückt hat. Jetzt höre ich Sound. Ist das nicht geil? Das ist fantastisch. Ich hoffe, ihr habt Sound gehört da draußen. Diese wunderbare, asiatisch angehauchte Musik, die man hier hören kann. Guten Tag! Und ewig grüßt das Murmeltier, so fühlt es sich gerade ein bisschen an. Mache er sich dahin. Was, frei? Mache er sich frei. Wie geht's dir, Simon? Ach, wenn ich das schon sehe, dann muss ich direkt an meine Vermieterin denken. An meine Untermieterin. An deine meine Nachbarin, das ist es eigentlich. Das sind drei komplett unterschiedliche Personen. Die unter mir, weiß ich nicht, ob sie vielleicht auch Vermieterin ist, aber die unter mir wohnende Nachbarin. So stelle ich sie mir vor. Ist die. Ich kenne ja nur, also ich weiß nur von den Hängehauptquartier-Geschichten dann damals aus, dass vielleicht die Nachbarn, als ihr noch eine WG gewesen seid, andere Beziehungen zu euch hatten. Ich weiß ja nicht, wie es momentan da ausschaut. Kommt ihr ab und zu mal rüber und sagt, werd mal bitte ein bisschen lauter. Ich will auch sehen, dass ihr liebt. Ja, ich würde es gerne, ihr seid so leise. Wollt ihr nicht mal ein bisschen lauter sein? Ja. Nein, also ich habe ja keine Freunde. Dadurch habe ich ja kein ihr. Wenn, dann bin es ja nur ich. Kann der Herr Kretschmer, heißt es dann. Kann der Herr Kretschmer ein bisschen leiser sein? Kann der Herr Kretschmer.
Simon, was stand denn auf dem gelben Zettel? Ja, ich habe heute einen Zettel bekommen an meiner Tür. Da stand drauf, bitte halten Sie sich an die Nachtruhe ab 22 Uhr. Insofern ja auch irgendwie erstmal richtig. Ja, ich gebe dir schon mal rüber, ich muss hier gleich auch noch ein bisschen was vor. Und dann noch irgendwas in Klammern, so passiv-aggressiv, also quasi suggeriert, 20 Uhr, 22 Uhr ist nicht 1.30 Uhr, so ungefähr. So ein bisschen hahaha. Ha, ha. Du Spasti. Waren, hatte sie Smileys draufgezeichnet? Nein, 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 die hatet mich. Die will mich da weghaben. Okay, also weil mir würde auch keine andere Emotion einfallen als passiv-aggressiv für einen Zettel. Ne? Weil es gibt ja nicht aktiv-aggressiv mit dem Zettel. Der Zettel kann ja nicht wirklich, der kann dich ja nicht greifen und würgen, sondern er kann nur durch seine Worte ausdrücken, du bist hier nicht gewollt. So. Ach. Okay, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Wir hatten gestern, du hattest trainiert, weiß ich noch, ne? Du hattest ja den goldenen Wolf versucht zu schlagen und dann sind wir ins Hotel pennen gegangen. Ja. Und wollten, oh, du hast Telefonkarten gekauft, damit wir das telefonieren können. Ich wusste, irgendwas war geplant. Das war die große Geschichte, die da gerade abgeht. Ja, diese Session ist auch eher gestern so spontan entstanden. Du hattest ja sowieso deinen Let's Play-Slot hier. Genau. Und wir sind weit gekommen, vielleicht nicht so weit, wie wir gehofft haben, in 16 Stunden bisher. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Anruf tätigen, geil. Siehst du, beweg mal den rechten Stick. Geh mal auf Abbrechen kurz. Beweg mal den rechten Stick einmal, ich muss aber... Ich meine, sie hat ihr eigenes Gesicht auf diese Vogel und das erstbeste Bild, was sie mit dem Handy gemacht hat. Ja. Sie trägt die wohl immer. Das ist einfach ihre Frisur. Du denkst, das sind irgendwelche, nee, das ist einfach ihre Frisur. Ist das so wie diese Spezialkuchen, ne, wo du denkst, das ist ein Schuh oder, ja, ne, und wo jemand mit dem Messer reinschneidet und einmal, it was Kuchen all along. It was all along, it was a Kuchen. Da oh, man kann nur mal anklicken. Das ist schön, ne, das ist echt schön. Okay, aber nur so ist doch in Kanada. Ja, und da rufen wir doch an. Ich muss mir gerade noch Süßstoff holen. Sonst mach das mal. Aus. So kann ich meinen Kaffee nicht. Oh, ich bin mal gespannt, was mit Nozomi. Achtung, Achtung, Achtung. Hello. Harasaki. Yes? It's me, Hazuki. Hazuki? Yeah. How are you doing? I'm fine. But, is something wrong? I wasn't expecting to hear from you. I see. Is this a bad time? No, not at all. I'm thrilled to hear from you. I see. Where are you now? Still in China? Yeah. You aren't getting into trouble, are you? Is everything okay? Yeah. There's nothing to worry about. Oh, und jetzt kannst du dich natürlich entscheiden. Also sie war gerade sehr überrascht, überhaupt von dir zu hören. Sie hat emotional schon abgeschlossen, glaube ich. Ich glaube auch, sie ist nach Kanada und dachte, mit diesem emotionalen Holzklotz wird das nichts. Ja, statt Holzklotz habe ich jetzt Robert den Holzfäller. Ja, ja, lieber Holzfäller als Holzklotz. Der bei mir mal ein bisschen roden kann. Mit seiner Axt teilt er mich. Wie das Rote Meer. Also, auf was möchtest du nur so mit denn ansprechen? Ja, also Kampfkunst ist lame. Amulett? Was war denn nochmal das Amulett? Ich glaube, hat sie ihm ein Amulett gemacht zum Mitgeben? Nee, wir haben nur die Fotos mit. Das macht man doch teilweise so in den asiatischen Kulturen, in manchen zumindest. Das so Freundschaftsamulett oder dann, so, ich denke an dich. Also Freunde oder Amulett? Beides steht ja so ein bisschen für, wir sind Freunde. Ja. Daran würde ich sie gerne erinnern. Würde Freunde bedeuten, aber er erzählt hier, dass er Freunde gemacht hat hier und eigentlich hat er nur einen Freund gemacht oder eine Freundin. Du weißt nicht, wie es ist. Rio ist für alles. Also so ein stocksteifer Fisch wie der ist, er hat sich ja nicht getraut, konkret über seine Beziehung mit Nozomi und das Motorrad zu sprechen mit Shen Hua. Ne? Glaubst du, er spricht jetzt mit Nozomi über Shen Hua? Ich glaube nicht, nein. Er wird, wenn, dann wird das unangenehm und awkward und er rafft zu spät, dass er hätte das Maul halten. Ich habe hier die Frau getroffen, von der ich geträumt habe, noch als ich dich gesehen habe damals. Ja, ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe sie vor meinen Augen gehabt. Und jetzt habe ich sie getroffen. Übrigens, wie geht's dir? Das ist übrigens jetzt eine zu lange Pause am Telefon, falls ihr von uns Infos zu sozialem Verhalten wollt. Ach so, ich muss drücken. Du musst drücken, ja. Für Rio ist aber genau richtig. I have Shenhua with me, so there's nothing to worry about. Oh, du Vollidiot! I made in Guiling. Und schon nach dem Spieler weg. Du bist wirklich der Dümmste, ey. Er fängt original damit an.
I've finally made some friends in Canada and I'm having more fun at school. Ich habe auch in Kanada Freunde. Yeah, but I can't really compare my situation to yours. Warum? Harasaki. Your travels are much harder than mine. I doubt you're having much fun at all. Schnitt Capsule Toys. I'll be fine, Harasaki. And I do find time to have fun now and then. Really? Sure. I see unusual things and learn new techniques. All of that is fun for me. Oh, I'm relieved to hear that. This friend is that Shen Hua, right? Mm-hmm. Yeah, pretty much. Es ist immer noch bei ihr. We're like traveling buddies right now. Mm-hmm. I see. He must really get along. Das ist die Falle. Das ist die Falle. Hi. Is Shen Hua a martial artist like you? No, not really. I see. I'd love to meet this Shen Hua someday. Yeah. That'd be fun. I hope you get the chance to. Das wäre toll, ja. Me too. I'd be curious to meet someone you get along with so well. Is Shen Hua anything like Sakurada? What do you mean? Or maybe Shen Hua is more like Goro from the harbor. Oh, sie denkt, das ist ein Mann. No, not exactly. Something wrong, Hazuki? Mhm. Shen Hua is... She's what? Actually, das ist so schlimm. Ich muss auflegen. Nozomi? Leg auf! Oh, das Schicksal hat ihm geholfen. Oh, my mother is calling for me. Schön, du hast noch eine Mutter. Can you call me back later? Sure, I can do that. Oh, das war... There is so much more I want to ask you. All right. Talk soon. So, wenn es nicht die 80er wären, Schnitt, Nummer, Block. Ja. Ich muss sagen, das war unangenehm. Das war sehr, es war hui. Soll ich die nochmal anrufen oder lieber jemand anderen? Ja, ey, ich würde, ganz ehrlich, können wir Tom anrufen und fragen, was die Hotdogs machen? Ja, Mann! Genau, what are the Hotdogs doing? Ich will wissen, ob im Hintergrund Hip-Hop läuft. wenn die Musik läuft, wäre es der Hammer. Who is this? Hello? Hello? Oh, that voice! Is this Ryo? Tom? You know it! It's been a long time, man! Where are you at? I'm in Guilin, China right now. China? Why so far from home? A lot has happened since you moved back home. So, are you there with Nozomi? Mm-hmm. Nozomi? You mean Harasaki, right? Of course, man! You two traveling together? No, nothing like that. Harasaki is in Canada right now. Alter, ey. All right. You find a new girlfriend while traveling? Well. Tom weiß Bescheid. Tom? Oh, ja, nein, ja, kein Interesse. Aber vielleicht reden die ja miteinander und ich möchte nicht, dass er Nozomi davon erzählt. Aber Nozomi ist in Kanada, ja, da ist und, sie selbst schuld. Und Tom ist nach Amerika ja zurückgeflogen. Ne? Das war ja, Ryo, ich bin traurig, ich muss zurück, Schnitt, Flugzeug. Ne? So war das ja im ersten Teil. So war das. Das war relativ fix. So, das, also ich glaube, ihm können wir safe erzählen. Dass, aber ist sie unsere Freundin, Shen Hua, oder nicht? Ich weiß es nicht. Entscheidest du dich jetzt dafür? Ist das dein Pfad, auf dem du gehst? Dieser Typ hier. Ich weiß nicht, was in seinem Köpfchen vor sich geht. Ich mach mal, ich antworte mal ganz Ryo. I don't have time to think about that right now. Ah. Really? I'm not here to fool around. Herumzutorteln. Something to do with your father? Immer noch, yeah. Mann. Ich dachte, wir kennen uns. I'm trying to get to the bottom of what happened. Ryo, man, that sounds dangerous. You keep it real, okay? Leider nicht die Musik. Tom, das Flugzeug, da ist es. I understand how you feel, man. Your father meant the world to you. Yeah. But you've got a lot of friends who care about you, too. Friends. Yeah, man. And you shouldn't worry them. Tom. You're one of my best buddies, Ryo. I'd hate to see anything bad happen to you. Thanks, Tom. Do it, Tashimashite! But seriously, man, be careful. Okay. I'm going to go. But let's talk again sometime. That sounds like a plan, man. I'll be waiting. Later, Tom. Goodbye, Ryo. See you around.
Es war auch nicht schlecht, ne? Es war auch irgendwie nicht so schlecht. War schon, es ist ganz schön, die alten Leute mal zu hören. Ja, ich weiß gar nicht, ob das die richtigen Stimmen noch sind, aber neu. Ich glaube schon, bei ihm schon. So, warte mal, wen haben wir? Also Nozomi haben wir angerufen. Goro war der Punker vom Hafen. Du weißt, dieser Schulgangster. Hey, what's going on? Der sich mit uns angefreundet hat, nachdem wir ihn verprügelt haben. Ja, also ich kann bei jedem, sag ich mal, kann ich eine Möglichkeit finden, das gut zu, also mit, so. Das zu erklären, warum wir den anrufen. Ja. Aber Ine-san ist ja natürlich, Ine, wusste gar nicht, dass sie Hayate heißt, unsere Ziehmutter. Ja. Fang Mei ist die Kleine, die bei uns immer aufgeräumt hat in Teil 2. Ich würde lieber mit Guizhangshen noch mal reden. Ja, weil der ist genauso awkward. Ne? Der ist so awkward wie wir, der versteht uns und der hat aber auch businessseitig, hat er ein bisschen Ahnung gehabt, oder? Oh ja, der kann uns Connections in China. Genau. Ja. Der war nicht unwichtig. Father Sky. Nine Dragons. Mother Earth. My friend. Warehouse number 8. I'd like to speak to Master Chen. Immer noch? May I ask who's calling? This is Dio Hazuki. One moment, please. Derselbe Kram liegt hier. Derselbe Krams. Number 8. Guizhong. You're still alive. More or less. Did you meet up with Grandmaster Tao Le Shao? Yeah. I see. What were your impressions of the Grandmaster? Well. Wer war denn nochmal der Grandmaster? Das war die Frau beim Tempel mit dem Schmiedekleid. Oh, die war krass stark. Die war stark. Incredibly strong. That much is obvious. You're no match for a master. Maul! Just being honest. Jeder sagt mir das seit 3 Teilen. You never change, do you? How is your father doing? Er tot. Same as ever. I see. I really owe him one. I wish I could thank him again in person. Appreciated. I'll tell him next time I see him. Thanks. Call again sometime. It'd be great to catch up some more. Sure thing. Talk to you later. Ja, also, Guizhang war mir zu freundlich fast, muss ich schon sagen, ne? Noch ein bisschen kürzer angebunden sein können. Eine haben wir noch. Ich wäre für Joy persönlich, aber du kannst natürlich auch gerne gucken. Ich finde, wir haben 2 noch. Wir können Goro und Joy. Oh, ja, dann lass uns Joy nehmen. Schauen Sie Rocket Beans TV, wo Leute telefonieren. Hello? Joy? Dio? Yeah. Mm-hmm. Sorry about that. It's not easy to make calls where I've been. Is that right? Well? Well, what? Ugh! Don't you have something to say to me? Okay. Rede ich über Wong, Ren oder Joy? Natürlich über sie. Über sie natürlich, also ganz ehrlich. How are you doing, Joy? Fine, I guess. That's good to hear. You? Not so bad. Bye. Hey, this is so awkward. What's wrong, Joy? What's wrong with you? Yeah. Nothing. Really. Nothing, huh? Then there's nothing wrong with me either. Alter, right. Ey. I guess I'll let you go then. Oh. Wait! What? Well, I didn't really have much to say. Is that right? Anyway, I'll call again sometime. Yep, I won't get my hopes up. I'd be more worried if you did. Ugh, damn you, Dio. Well, whatever. Ach, dieser Rio. Okay. Ach, dieser Rio mal wieder. Was für ein Shame. Alter, das ist wirklich unfassbar peinlich gewesen gerade. Oh, der Typ kann ja wirklich nichts. Der ist ja social im Minusbereich. Das ist so ein wunderbarer Anti-Beziehungssimulator hier. Das ist fantastisch.
Yo, Bro! Die eine von diesen, ja, von diesen Schul-Dating-Simulationen, wo ja, du aber gar keine Chance hast. Du kannst ich würde so gerne eine Dating-Sim mit Ryo Hazuki haben. Das wäre das beste Spiel aller Zeiten. Unmöglich. Speedrun, 2 Sekunden. Hello, Mihashi speaking. Goro? Huh? Who do you think you are calling me that? It's me. Oh, is that you, Bro? Yeah. You good? Of course I am. But wait, where are you calling from, Ryo? I'm in Guilin, China right now. China? What are you doing there? Goro. Heirat, Heirat, Heirat. Wollte er heiraten? Ah, nee, er wollte, stimmt. Nee, Goro wollte ja heiraten, stimmt. War das Mai? War das die Goro? Die Geschäfte, was mir Heirat Mai? Ich würde zu Mai fragen, weil ich Heirat. Aber Mai war die Freundin von Goro oder irgendwas. Ich glaube, die beiden wollten heiraten. Irgendwie sowas, ne? How is Mai doing? She's great, doing very well. That's good to hear. Warum fragst du nach meiner Frau? Mai is always happy and full of energy. You better not do anything to make her cry, Goro. What are you talking about, bro? I'd never do anything to hurt her. You sure? Of course. Was ist das für ein Gespräch? Hm? Something wrong? Nah, it's just that Mai is really scary when she's mad. I see. So you're scared about something? Ach, da ist sie, ja, ja. You think? I'm definitely no match for her. Well, that's a relief. Bro! I'll call again sometime. Sure, call me anytime you want. I'm sure Mai would love to talk to you too. Sounds good. Later, Goro. Later, take care of yourself. Also, ich mag's. Er ist, glaube ich, wir alle sind emotional um einige Jahre zurückgesetzt worden nach diesen Telefonaten, ne? Das kann ich alles nicht glauben. Brauchen nur ein paar Telefonkarten. Du hast kein Geld. I see. Stimmt, ich habe ja schon alles. Du hast alles Holzhackgeld für die Telefonkarten ausgegeben. Okay, dann haben wir wieder dieselbe Problematik wie immer. Wir haben kein Geld. Ja, aber vielleicht brauchen wir das ja erstmal nicht. Oder gibt es nicht einen geileren Job hier irgendwo noch, außer Holzhacken? Aber wieso? Holzhacken ist doch so freudig. Ryo lernt jeden Tag neue Dinge. Ja. Boy, you look like you have some strength in those arms. Wir haben schon längst miteinander gearbeitet. Oh. You have a solid lower back and stable footing. Looks like you have some experience with chopping. Right. Chopping wood, huh? That's hard work for little pay, but you'd chop quicker than me. Ich würde gern Geld fürs Reden kriegen. Ja. Let me chop some wood. Of course, young man. Ich habe mich den Aussagen eines Philosophen verschrieben, dem weltbekannten Cho Ping. Cho Ping. Come on! Yeah! Hast du gerade gelacht? Ein bisschen. Come on! Also der erste gleich am Morgen. Ja, es ist morgens, genau. Bullseye! Bum, 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 bum. Good! Dun, 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 dun. Oh Mann, ey! Good! Es macht halt auch einfach keinen Bock. Yeah. Das ist die beste Methode, Geld zu verdienen. Außer zu betrügen. Ey, ich würde lieber Frauen ausrauben auf der Straße, als das hier. Ja, Ryo kann ja auf jeden Fall kein Heiratsschwindler werden, weil es fehlt ja alles. Es kommt nie zur Heirat. Ja. Er stellt ja nie die Frage. Und er vergisst zu schwindeln. That's the way. Boah, was ist denn hier? What was that? Ganz andere Musik gerade. That's the way. That's the spirit. Just like that. You did it. Hm? That's the way. Good. Yeah. Good. Vier Telefonkarten sind das. Kann ich allen reden. 5 kostet eine tatsächlich nur. Das heißt, du kannst hier richtig awkward Gespräche, Gregor. 8 Stück. 8 Stück.
Mit 8 Freunden können wir es uns versauen. No. Freunden. Didn't think so. There are plenty of easier ways to make money. Ja, dann erzähl doch mal. Die sagen das alle nur. Oder sie meinen zocken. Ja, es ist wahrscheinlich zocken, aber es ist auch der leichtere Weg, um Geld zu verlieren. Ja, ist das, es muss so in der asiatischen Kultur verankert sein, dass das einfach als normale Sache wahrgenommen wird, um Geld zu verdienen. What the hell? Achso, das normale Gespräch, ja. Das normal talk. Komm jetzt. Sexy talk. Jawohl. Excuse me. Hello, dear. It's 5 yuan for one telephone card. If you're gonna make more than one call, you should buy a bunch of cards. 5 yuan a pop, huh? Hey, so? So, wir machen einmal alle Gespräche, oder? Ja, dann brauchen wir es nie wieder machen. If you're gonna make more than one call, you should buy a bunch of cards. Ich hab grad 9 gekauft. Also ich glaube, mit der Pause, die wir vorhin gemacht haben, haben wir ungefähr das Äquivalent von 8 Telefonkarten verbraucht. Also wir haben mit Guizan, mit Nozomi, mit Goro, mit Joy und mit Tom gesprochen. Fang Mai weiß ich gar nicht mehr. Fang Mai ist das kleine chinesische Mädel. Echt, von der haben wir die Nummer? Und die rufen wir jetzt an? Sie hat anscheinend auch eine Nummer, ja. Sie hatte, wenn wir den Quest richtig gemacht haben in Teil 2, hatte sie ja uns ihre Liebe gestanden. Ja? Du musst aber so richtig mit ihr immer geredet haben, jeden Tag. Hello? This is Grandmaster Shuing Hongsong. Hi there. Sorry, but the Grandmaster isn't here right now. Meine Lenden zucken, bist du das? Oh, it's you, Fangmei. Yes, I'm so glad you're okay. Yeah, I'm fine. How are you doing? I'm doing great. I'm always doing great. I see. But why are you calling? Die berühmte Szene mit dem Kochlöffel. Ja, die weiß ich gar nicht mehr. Well. So. Oh. Ich glaube, Han Hui war der Karate-Lehrer, also der mit dem Zopf, der immer gesagt hat, fang das Blatt auch mit den Fingern. Weiß schon, wo wir die Bücher rausgetragen haben. Gut, dann reden wir über den. I was hoping to über den wollte ich nicht. Han Hui, did I hear that right? Yeah, it's about a martial arts scroll. I see. In that case, he's the perfect person to ask. Yeah. I'll make sure to get word to him. What would you like me to ask him? It's okay. No. I'll come back later. Oh? Why? I think this subject might be a bit advanced for you. Du bist ein bisschen dumm im Kopf. What's the matter? I'm angry. You're always so mean to me. No. That wasn't jeder einzelne Anruf ist ein Treffer, ey. I've had it already. By the way, are Shuying and the others at the temple doing okay? Verscherzt sich mit Frauen auf allen Kontinenten, ey. They're all here working hard every day. I see. Say hi to Shuying for me. I will. You can count on me. Okay. I'll call again sometime. I can't wait. Take care of yourself. We'll be waiting for your safe return. Thanks. You too. Uiuiuiuiuiui, er versaut den Leuten mehr über den Kontinent. Kann einfach nur noch weiter Richtung Mainland China. Ja, Hauptsache weg von allen. Irgendwann muss er in die USA. Einfach nur um. Okay, Tom hatten wir Ine unsere sagen. Mutter. Unsere Pflegemutter. Pflegemutter, ja. How to lose your friend in 10 phone calls. Das schafft er richtig. Oh, Ine-san? Oh, Ryo-san, is that you? Kannst du uns unser Taschengeld schicken? Ja. I'm so glad you're safe. I've been so worried about you. Zettel stapeln sich auf dem Tisch unter. Sorry about that. Please don't be. Hearing your voice fills me with joy. Ah, joy. It's about the house. Yes. Oh, Fukusan, Kirschbaum, Ine-san. Ja, ich würde lieber über sie reden, weil Fukusan können wir auch noch anrufen. I was just wondering how you and the house are holding up. Vergessen, ey.
Wie geht's dem Kirschbaum? Was ist das für eine Frage? I'm glad to hear that. Ryo-san. Hm? What is it? I appreciate the concern, but I want you to focus on taking care of yourself right now. Okay. Sure. The only thing I want in life is to see you safe. Really? And you don't have to worry about the house. Fuku-san is here too. True. Genau das macht mir Sorgen. Okay. Ine-san. I'll call again sometime. Please do. I love hearing your voice. Take care of yourself, Ine-san. And say hello to Fuku-san for me. Yes, of course. Please call again. I'll be waiting. Yes, I will. I promise. War auch gar nicht so awkward. Musste nur die Frau sein, die uns aufgezogen hat und eine alte Oma ist. Und Fuku-san. Ist das? Nee. Das ist doch, das ist er. Ja, doch, warum heißt er denn dann Fuku? Wegen seinem Anfang? Fukuhara. Fukuhara. Ja. Das ergibt alles. Nachname, Vorname. Ja, aber dann Fukuhara-san. Also, du bist ja, wir sind ja so, ne? Wir sind schon beim Fuku, nicht beim Hara. Genau das gleiche Telefon, wo du anrufst. Ja, oh, is that you, Ryo-san? Ich bin im Stimmbruch. Ja. Yeah. It's great to hear your voice. Are you doing okay? Yeah, I'm fine. I've been so worried about you. You have no idea. I see. Sorry. I don't mean to worry anyone. So why are you calling? What do you mean? You know what I mean, Ryo-san. Well... Es geht halt an dir und dann bei Lu und dem Spiegel. Keine einzige Option, um über ihn was zu fragen. Also alles nur Sachen, die uns betreffen. Aber alle drei sind eigentlich richtig, ne? Ja. Fuku-san hat Schiss vor Landi, weil der wurde auch von ihm verprügelt, ne? Ja, komm, machen wir das. Machen wir ein bisschen Angst. Such a vile man. Have you found him? No. Not yet. I see. But I saw him in Kowloon Walled City. In Hong Kong. Huh? Yes. But he escaped in a helicopter. Klar, natürlich. Get to him. Ein Hubschrauber. That's a shame. But don't worry. I won't stop until I find him. You won't stop at nothing, will you? No. I will chase him to the ends of the earth if necessary. Ryo-san. Let's change the topic. Okay. Fuku-san. Mind if I change the subject? Okay. Sure. What is it? Is Ine-san there? Ine-san is out shopping at the moment. Gerade angerufen vor 5 Sekunden. I'll call back later then. I see. All right then. Talk to you later, Fuku-san. Da haben sie beim Schreiben, beim Skripten der Dinger nicht dran gedacht, dass man die hintereinander anrufen kann. Ich glaube, wir haben alle angerufen. I should call it quits for today. Ach! Irgendwann sagt er, es ist auch mal genug Schaden angerichtet übers Telefon. Ich finde auch, also... Jetzt reicht es auch mal. So viel eingerissen, da kann man nicht mehr viel jetzt reparieren für den heutigen Tag. Man muss in einer gewissen Stimmung sein, um Dialoge für Ryo zu schreiben. Ne? Das kann nicht ein normaler Mensch... Ja, so nach 3-4 Valium, würde ich sagen, bist du auf jeden Fall in der richtigen Gemütsverfassung. Pferde und... Punch mich. Es sind wirklich nur die beiden, ne? Es sind nur die beiden, die du hier machen kannst. Ja, gut, dann machen wir den Pferdeschatten. Erstmal eine Dreiviertelstunde telefonieren und jetzt Horse Dance. Übrigens, die Leute, die nicht wissen, was Horse Dance ist. Freut euch. You're in for a treat. You're in for a big, big treat. Zeig mal, was du gelernt hast, ne? So, mach dich bereit. Und wichtig ist, das geht nicht ohne das Kampfgerät da rechts. Ja, das also ist absolut probiert richtig. Das nicht zu Hause ohne entsprechendes Horse Stand Kampfgerät. Das ist der Zollstock vom Martial Arts, Mann. Ja, der Zollstock der Macht ist das. Aber du hast schon Level 9 erreicht beim Pferdestand 6. Ja, den 6er kriegen wir heute noch fertig. Ja, das glaube ich schon. Ja, das sind Sachen, die man machen muss, werte Zuschauer, weil man in-game dann seine Ausdauer erhöht und ich glaube, dass das die maximale Lebensenergie wahrscheinlich verstärkt. Ja.
Die Ausdauer, ich habe gelesen, dass einige auch anders gespielt haben natürlich als wir. Wir haben ja sehr, ich würde sagen, realistisch gespielt. Aber andere, die eben von Anfang an grinden, haben fast gar keine Probleme, weil du eben kaum was essen musst. Okay. Weil du natürlich jeden Kampf sofort bestehst. Mhm. Und dadurch halt eigentlich nicht so viel Geld brauchst. Ich habe übrigens auch gelesen, dass wir unfassbar viel Geld brauchen. Wirklich? Was für mich der Moment war, wo ich überlegt habe, ob ich das überhaupt zu Ende spielen will. Wir haben doch schon unfassbar viel Geld gebraucht und ausgegeben. Das ist noch gar nichts, Gregor. Schon gar nichts. Das ist doch Quatsch. Das ist nichts. Wirklich. Das ist doch Quatsch. Es wird noch richtig schlimm. Never mind. Ja, ein bisschen grinden wollte ich ja sowieso, wenn wir mal unsere aktuellen Sessions durchhaben, einfach damit was in der Hinterhand ist. Aber ich kann natürlich nicht wissen, ob es dann, wenn es easy Geld machbar ist, dann baller ich was ein. Ja, man wird am Ende ein bisschen bescheißen müssen. Und das ist eigentlich doof, dass es die einfachste Art ist. Warte mal, nee. Willst du nochmal gegen ihn kämpfen? Nee. Ich wollte, doch. Ja? Ja, aber ich wollte vorher noch Knoblauch essen. Oh ja, wir haben einen Sonnenblumenkern, den wir essen können. Ich meine, ich habe mich doch fast essen, besiegt das ist, letztes Mal. Ja, aber das... Excuse me. Ah, stimmt, du hast ihn fast geschafft. Der haut aber auch richtig stark rein, der goldene... Ist krass, ja, das ist krass. Will einfach nochmal versuchen. Goldene Panther, was war das für einer? You can also test... What will you do? Mach mal. Do you want to have a match? Gold Wolf will be your opponent this time. Der goldene Wolf. Bup, 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 bup. Ach ja, der mit dem... Stimmt, das war nicht der mit den Augenbrauen bis unter das Kinn. Nee, den haben wir erledigt. Die haben wir ihm gezogen. Stimmt, der massive Boy hier. Ich habe das Gefühl, dass man bei dem einfach nur blocken muss. Aber das Blocken, glaube ich, hat eine Aufladeenergie unten, oder? Wozu ist diese Leiste unten? Ja. Shit. Okay. Okay. Ein Treffer nur noch. Ja, es ist halt echt schwer, ne? Der ist schwer, ja. Scheiße, Mann. Weil der halt nach 3-4 Sachen... Fuck! Du machst so 3-4 Dinge, da triffst du ihn und dann kommt der irgendwie dich einmal, die zack. Insta, der Insta-Konter, der irgendwie dann 2 abzieht. Du kannst nicht vernünftig blocken, nicht vernünftig ausweichen. Und Rasputin sagt schon, ja, dann, wir werden eh noch später trainieren, dann ist er wahrscheinlich ein bisschen leichter. To work on your Kung Fu and improve your techniques. In other words, you need to train more. Trainiere mehr, mein Freund. Im Shaolin Temple Blues. Gregor, du musst mal machen, ich muss aufs Klo. Aufs Klo. Aber ich komme gleich wieder. Mache er das. Ich muss mal kurz für mich. Sonst kann man es nicht machen. Also, achso, ich würde. Ah, verdammt, ich würde natürlich auch laden, weil das ist ja relativ egal. Wir haben ja nichts erreicht durch den Kampf im Moment. Also, wieso sind die nicht nach dem letzten Update sortiert? War denn Simon gespeichert? Hä? Hat er nicht gespeichert gerade eben? Komm, wir das. Er hat gar nicht gespeichert, oder? Dann speichere ich jetzt. Ja. Merkwürdig. Ich dachte, er hätte gespeichert vorher. Ich glaube, er hat ihn in die Brieftasche geklaut. I won't be worth anything if I don't eat. Gregor, in der Lagerhalle Stapler fahren. Hier kann man Stapler fahren. Aber ich habe nichts zum... Wir haben nichts zum Essen. Wir haben kein Geld, weil alles für Telefonkarten ausgegeben wurde. Da muss ich einmal Holz hacken, glaube ich. Stapler fahren war da nicht offen gerade im Moment. Chopping wood, huh? It's hard work. Let me chop. Hacken wir das Holz. Komm, mein Freund. Gold. Jetzt hau ich auch schon daneben, ey. Yeah. That's the way. Good. That's the way. Good. That's the way. Good.
That's the way. Yeah! Bullseye! Good. Noch ein bisschen Taschengeld fürs Essen. Weil wir leider nichts mehr haben im Moment. Ja, und morgen müssen wir als allererstes auch wieder die Miete abholzen. Vielleicht haben wir ja gleich nochmal genug über für die Miete. That's the way. Good. That's the way. Brücke irritiert mich da oben. Good. Nimm mir die Perspektive so richtig. Bullseye. Yeah. Bullseye. Good. What was that? What was that? Like that. Yeah. Oops. Bullseye. Yeah. Boing. 49. Der Chat schreibt was von Staplerfahren, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Ja, das wird erst gegen Ende freigeschaltet, habe ich gelesen. No, I'm good. Da können wir ja nicht viel, da können wir ja nicht viel machen. Weil mit dem Gabelstaplerfahren könnte man sich wohl richtig Geld verdienen. Ja, ja, wie mit einem sicheren, anständigen Job, da verdienst du Geld. Das ist halt kein Holzhack. Also ich seh die Stapler schon da hinten, ne? Na, du kannst gerne versuchen, aber ich habe auf jeden Fall nur gelesen, dass man das erst gegen Ende machen kann. Ja, hier sind sie schon mal. Aber hier steht ja auch keiner, ne? Oder? Nimm einfach einen und fahre. Ja. Zeig ihnen einfach, dass du es kannst. Oh, warte mal. Was soll denn das? Jetzt passiert was hier, ne? Ach nee, es ist einfach nur dunkel geworden, weil wir so lange nichts gemacht haben heute, außer telefonieren. Es war dunkel am Hafen. Was macht denn der da? Hat der Jesus seinen Heiland gefunden hier? Wiedergeboren als große Plastikpuppe. Anthony Perez. Excuse me. Hey, kid. This is a restricted area. Have you seen this person? Huh? Why in blazes would I know who that is? Okay, thanks. Ja, nach Job kann ich ihn auch nicht fragen, Leute, im Moment. Ich schätze mal, es ist danach unser Auftraggeber. Es gibt aber nur eine Lagerhalle hier, oder? Kommt mir das nur so vor? Hier am Hafen. I won't be worth anything if I don't eat. Ja, ich suche gleich einen Essenstand, mein Freund. Und hol dir was. Hol dir was Leckeres. Was gibt's denn hier? Das ist nichts zum Essen. Das ist was zum Essen. Wobei, hier sind nur Dampfbrötchen. Ich brauche Knoblauch. Vasen. Pit. Mhm. Okay, passiert jetzt was? Der Pizza-Sidequest? Welcome, sir. Have a fresh cup of aromatic tea. You've got to try it. Here. Teeblätter und keine Pizzen. Ja, es hätte aber auch Pizza sein können. One taste of my tea and you'll never want to drink anywhere else. Warum wird mir so schwindelig? It is quite tasty. Oh. Isn't it? Here's another. Hör auf. Ich will nicht. My tea tastes best after the third cup. Das macht 200 Yuan. Actually, there's something I wanted to ask you. Who, me? Yeah. You can ask me later. Oh. You need another. Ich hab drei Tassen. Das ist die vierte Tasse. Sag mal, das ist doch kein Businessmodell. Jedem vier Tassen aufzwängen. Da will ich doch nie wieder Tee trinken wollen. Vor allem auch nicht kaufen. Wieso gibt's mir vier Tassen Tee? Hat sie uns die Tasse geschenkt? Gar nichts hat sie gemacht. Soll es der Gag sein, dass er sich nicht traut zu sagen, dass es nicht lecker ist? Es könnte auch eine Pizza sein mit sehr viel Tomate drauf. Oder ist wieder aus wie Ramen im Moment. Ne? Als ob du eine Pizza mit Ramen belegt hast. Die Teeblätter. Ich wollte eigentlich nur irgendwo zu einem Cola.
Soda Cola Bubbles Orange. Und? Oh. Die gute Bubbles. Das ist was. I found it. Hä? Zum letzten Tropfen. Was zum Teufel soll das sein? Einfach ein Ei. Es gab so ein Banner, als wir am Flughafen, am Hafen hier angekommen sind. Dass, da war dieses Ding drauf. Vielleicht ist es so ein Sammelspiel oder so. So, das sieht jetzt nach Früchte aus. Ling Dong Ding. Greetings. Ling Dong Long Li. Sweet, juicy fruit here. Care for some? Okay, du hast wirklich nur Früchte hier, ne? Aber die größte, die schönste Frucht ist doch der Knoblauch. Weil die sind mir zu wenig. Come again. Wie heißt der? Ding Long Yi heißt der, nicht Ling Dong Yi. Oh, jetzt gibt's einen Gag mit gebratenem Fleisch. Excuse me. Suku, suku. Ah, sir, the food is great and budget friendly. Actually. It's 3 pieces for 3 yuan, but I'll do 4 for 3, just for you. Sorry, but I just... You drive a hard bargain, okay? 5 for 3. That's not it. What? Übernimm doch gleich den Laden. What, you're not here to buy? Der Chat sagt, das ist vom Beruf Fleisch-DJ. If you're not buying, I ain't selling. Ich lege ein großes Kotelett heute auf für alle. 5 pieces for 3 yuan. Mann, das wird echt... Hör doch mal auf, er hat aber tatsächlich auch so ein bisschen so DJ-Sprech, also er hat so ein bisschen Shrek-esk fast schon, ne? Mhm. Wenn er dann hinterm Pult steht. Yves Gourfian? Nee, Robert Chan ist das. Aber es klang ganz gut, das Fleisch. What's your pleasure? Beef or pork? Alles. Wie sieht es denn mit Fleisch aus? Oh, Alter, guck mal. Das ist so ein Set. Da so ein 5 für 3. Okay. Aber die 5... Whichever you choose, you can't lose. They're both damn tasty. Aber so einer großen Auswahl, das rentiert sich doch alles nicht zu essen. Das ist doch alles zu wenig. Oh ja, ich esse jetzt 5 Spieße auf einmal. 5 Stück zum Super Sonnen, aber ich habe 3 bezahlt statt. Und hier steht 2. Lügen die mich an. Ja, die Spieße bringen ja so gut wie gar nichts. Hm. Aber Brot. Excuse me. Well, hello. I've got freshly steamed buns here. Piping hot. Du hast auch Dampfbrötchen. Pfannkuchen. 180 für 6. Nee, 300 kriegen wir mit dem anderen. Ist denn irgendwas, was sich hier lohnt? Es trieft vor Fett. 240. Das rentiert alles nicht. Not hungry today? Ach, wir finden bestimmt Oktober. Okay. Jetzt haben wir genug Energie, damit wir mal zumindest uns ein bisschen... oh, ich hab da auch gleich noch... Guck mal, hier war auch noch so eins. This is it. Naturhefe. Also irgend so ein Collectible ist das. Da ist der Angelladen. Ah. Knoblauchfrau. Oh. Mhm. Jetzt einmal eindecken. Excuse me. Hello, welcome. We have the freshest fruit in all of Niawu. Have a look. Nur and Obst? See what's best. I have a question for you. Sure. What is it? Ask me anything you like. Kennen Sie die hier? Do you know this person? I can tell you he's not from Niawu. Let me see. He looks kind of familiar. No, I'm sorry. I don't remember. Okay. Thanks anyway. Ich wollte doch eigentlich... Excuse me. Welcome. I've got the sweetest, juiciest fruit in town. Ist das eine andere Stimme? Sie hat auch keinen Knoblauch hier, ey. Ja, vielleicht gibt's hier einfach keinen. Bitte, du findest auch noch was anderes. Irgendwas Geiles, ne? Oh, Action. Guck mal. It was just a fortune. I only said wine was bad for his luck. Shut it! Woher soll ich denn jetzt erwarten, dass das ein Quicktime-Event ist? How dare you mutter such nonsense?
Oh. Wo soll ich denn das jetzt wissen? Oh. Ne? Rip. It was just a fortune. I only said wine was bad for his luck. Shut it! What? Hier bin ich geschlagen. Don't tell me. I just knocked him out. Thank you, kind gleich sir. Mal Feinde gemacht. As you can ich see, finde auch, es hätte man auch ein bisschen, fortune teller. Ein bisschen cleverer machen können, ja. Fortune as my way of saying thanks? Sure. Und jetzt einfach so auf der Straße. The tortoiseshell is just up ahead. Feel free to stop by anytime. Okay. Wie wär's mit jetzt? Gibt ihr uns kostenlose Weissagungen jetzt dafür? Damit zumindest wir eine. Bescheißen können. So. Das aber, das sieht... Oh, guck mal. Ganze Zwiebeln. It's really late. I think I'll head back to the hotel. Nein, noch nicht. Ist doch Quatsch. Du bist alleine zum Hotel zurückgegangen, okay? Es ist zu spät. Der Mann ist gut erzogen. Also wir haben gerade Miete für einen Hoteltag bezahlt und haben nur telefoniert und nichts anderes gemacht. Aber viel telefoniert. Hey, Shenhua. Leo, have you found out anything? Nix. No. Sag ihr nicht, was wir gemacht haben. Nothing new anyway. Ah, okay. Have you? No, nothing big. Okay. Niao is quite large. And there are so many people. Well, you've never left Bailu before, have you? No. There are so many people. Surely someone has seen your father. Stimmt. Leo, I'm going to go back to the room. Okay. Wenn du mit mir reden willst, telefonier. Telefonier, ja. Okay. Ich gehe doch konsequent um 9 Uhr abends ins Hotel zurück, ey. Na gut. Ich bin gerade im Forum. Mhm. Da hat Ryudo hat geschrieben, dass er die wahrscheinlich als erster Spieler Europas, und ich stimme ihm dazu, die 1000-Fische-Trophy erhalten hat. Was wahrscheinlich, ich nehme jetzt einfach mal an, heißt, dass man 1000 Fische angeln muss. Das ist absoluter Quatsch. Was einfach, wie lange dauert das Angeln? Also wir haben gestern so eine Minute ungefähr für einen Fisch gebraucht und wir haben mit zwischendurch nochmal auswerfen und alles bestimmt für 5 Fische 10, 15 Minuten gebraucht. Das ist ja nicht zu glauben. Es gibt 1000 Fische Trophy. Das kann ich, also, okay, 2000 Minuten, ne? Ja. Das sind 33 Stunden. Zum Fischen alleine. 33, Periode 3 zum Fischen. Meinst du, da hat sich einer vielleicht nicht einfach nur vertippt? Ne? Und wollte. Naja. Die Trophy sollte für 100 Fische sein, was auch schon assig ist, dass du 3 Stunden fischen musst. Und dann hat er aus Versehen 1000 draus gemacht. Aber da muss man sich schon fragen, ey. Also, das ist ja 33 Stunden. Das Spiel kam ja am Mittwoch raus oder so. Ja, Dienstag. Da musst du ja eigentlich 3 Tage nur gefischt haben, damit du diese Trophäe bekommst, jetzt schon. Naja. Und nebenbei das Spiel gespielt. Wenn du das so machst, spielst du das Spiel nicht mehr. Das Spiel spielt dich. Du bist professioneller Fischer. Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Versprich uns, Leo. I hope you're okay. Dass du nie mit dir telefonierst. Leo, I'm sure he's safe, Shenhua. I hope so. Hat sie gerade ihren Vater besungen, den wir immer noch nicht gesehen haben. Irgendwas sagt mir, dass wir ihn in diesem Shenmue nicht sehen, den Vater. Nee. Irgendwie sowas, ne? Und jetzt ist sie auch nicht mehr auf dem Balkon drauf. Oh, aber ich kann in ihr Zimmer reingucken. Ich kann... Das ist, Alter Rio. Ist, allein wie sie da liegt, sagt mir, das zeigt mir schon, dass es falsch ist. Es ist falsch, da reinzukommen. Das ist so typisch, ey. Ja, Rio, schau dir ihre Fersen an, ey. Jetzt geh doch mal weg, hör doch mal auf, die jetzt so anzugucken, das ist unangenehm. Guck mal andere Leute guck an. Guck lieber andere Leute an. Warte mal, so, lass mal gucken.
Hier ist keiner da. Und O, ach nee. Keiner hier, aber auch nicht gerade ideal gelegt zum Nichtspannen. Nee, es ist schon, man kann hier schon einmal rumgehen. Und sich alles genau angucken. Oh, ich kann hier auch von draußen rein. Wieder ein, ach, ein unbelegtes Bett. Ein unbelegtes Bett, aber ich möchte euch mit meinen Blicken beglücken. Seid froh, dass ihr nachts schlafen könnt ohne einen Gregor am Fenster. Ach, das kann man, dafür kann man sorgen. Man kann mich mieten für sowas. Ich würde sagen, wir legen uns gleich schlafen im Spiel und wir gehen kurz in eine Werbung. Okay. Und wenn wir zurück sind, dann machen wir weiter spannende Sachen. Okay, ja, wir machen weiter Sachen. Drei. Okay, bis dann. Bis dann. Es ist ein sehr gemütliches Spiel, was wir hier spielen. Ja. Shenmue 3. Eins, was die Gemüter so mal ein bisschen senkt, ne? Den Blutzucker auch und ja. Also die generell den Blutdruck, aber man wird so ein bisschen. Er säuselt einen so ein bisschen ein mit seinem ständigen IC. Schauen die auch mal an. Und dann diese windelweichen Diskussionen mit ihm. Er ist ein, über ihn kann man drüber steigen. Schauen die an hier, dieser Schlafzimmerblick auch, ne? Der ist gerade aufgewacht und guckt einen so an, wo er sagt, ja, ich will auch, dass du mal 12 Stunden am Tag schläfst. Das ist der Holzscanner. Er sucht schon direkt den Job für den nächsten Tag. So, wie so ein Terminator. Diese Tür, eigentlich 12 Scheite. Ja. Gutes Feuerholz, Mahagoni. Ey, wie wäre es denn, wenn wir jetzt heute mal uns einen richtigen Job suchen würden? Einen, der nicht von jedem Hans doof gemacht werden könnte. Du meinst im Spiel, ja? Ja, ja, natürlich. Okay, gut, gut. Also wenn du einen findest in echt, give me a call. Give me a call. Denk, nee, ja, nicht den anderen, ne? Gib den erst mir. Rio, sag Bescheid. Hey, sag Ede nichts davon. You need to pay for your room tonight. Oh. Don't tell me you don't have any cash. Doch, ich hab ein bisschen. No, I do. Was ich eigentlich für einen Knoblauch ausgeben wollte. Thank you. Aber gut. Ja, einen richtigen Job suchen. Wir machen mal ein bisschen. Hi, Leo. Ach, der ist hier. Hey, Shenhua. Story weiter. Good morning. Morning. Are you well? Yeah, I'm totally fine. I should be asking you that. How's the city treating you? I'm getting used to all of the people. It's okay. Yeah? Good. I'll head out then. Okay, be careful. Zieh übrigens nachts deine Gardinen zu. Ich habe gehört, dass da manche Leute eventuell ins Zimmer reingucken. Hey, Shenhua. Yes, Ryo? Let me know if you find anything. I'll do the same for you. Yes, of course. Okay, I'll see you later. Hey, Shenhua. Yes, Ryo? Let me know if you find anything. Okay, nichts. I'll do the same for you. Yes, of course. Okay, I'll see you later. Im Chat steht Gabelstapler andere Halle. Aber ich habe keine andere Halle jetzt gesehen, oder? Wir haben ja nur die hier an der Seite. Ist auf der anderen Seite noch eine? Ich weiß nicht, aber lass uns ruhig mal gucken. Ja, weil dann von mir aus fahren wir Stapler jetzt 8 Stunden. Also, ich habe nichts dagegen. Wenn es Geld bringt, mache ich alles. Für Geld tun wir alles. Oh, das Gebäude da ist offen. Ach, das war die Fähre, die man kaufen kann, ne? Können wir vielleicht irgendwann wieder zurück nach... Was sind das hier für Sitze? Ist das hier so wie Kino, nur mit Fotos an der Wand? Ja. Ja. Ey, die ist doch überall. Die ist wirklich überall. Sie ist der Star der Stadt. Dann war da einfach eine Fotowand von sich. Das sind das Backer, aber es sind auch wieder. Exchange your tokens here. We've got fun. The Golden Goose. Yet another venture area. Spielhallen. Tobu-chan. What is this? Das war das, was wir gesehen haben, anscheinend das Collectible. Haben Sie hier Stapler? Warum können wir nicht hier schlafen? Das ist viel günstiger. Einfach reinlegen. Einfach mal reinlegen. Und hier gibt's Feuerlöscher und Kung-Fu. Nee, Fire Extinguisher Friends. Fire? Es sind Feuerlöscher! Es sind aber kleine Feuerlöscher. Sammel das komplette Set. Ach. Was kostet einer? Give it a try. Wir haben nur 21.
Was kostet denn eine Eimer 10? Einen Feuerlöscher können wir holen, oder? Was ich wohl kriege. Du, es war ein Feuerlöscher. Ey. This one is interesting. Das ist interessant. Nein! 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 Es ist nicht klar! Es ist, hör auf, das zu sagen, Rio! Es ist nicht interessant! Ich hab noch nie jemanden gehört, dass er sagt, der Feuerlöscher ist interessant. Wenn der wenigstens funktionieren würde und ein kleines Feuer damit, die Feuer in deiner Hose, das löschen könntest. Aber nein, es ist ein Spielzeugfeuerlöscher. Wir bräuchten von fünf. Wir bräuchten eher was ein Feuer entfacht in der Hose. Ich werd wahnsinnig. Ach, aber für ein Space Harrier Poster hat's dann gereicht. Ja, Space Harrier können wir nicht reintun, aber das Poster, ne, ja, ins Spiel. Ah, aber die schöne Mülltextur finde ich auch sehr gut. Naja. Naja, nix am Automaten. So, wo befindet sich denn die andere Halle? Muss man da erstmal die Stadt durchsuchen? Wörter Chat. Weil sonst gehen wir mal tiefer in die Stadt rein und vielleicht gehen wir dann kreuz und quer. Vielleicht kannst du irgendwo auch kleine Feuer ziehen. Oh ja. Da musst du. Zum Glück habe ich den kleinen Feuerlöscher dabei, weil alles andere wäre Overkill. Alles andere wäre too much. Ach ja, wir waren ja beim. Wollten aber, wir nicht ja, genau. Ich wollte hier einen Knoblauch kaufen, zumindest. Und dann zum Wahrsager, ne? Den wir gerettet haben. Yeah. Wir können zum Wahrsager. Aber das bringt nur was, wenn daneben eben auch Glücksspiel ist. Ja, ich bin mir sicher, aber der Wahrsager ist vielleicht auch so ein Storypoint. Einfach. Kann sein, ja, weil es auch so eine QTE war. Ja, genau, weil der weiß dann mehr Bescheid, wer so auf dem Papier ist. Zurück zu dem Haus und den Typen mit dem weißen Hemd anlabern, steht hier im Chat. Welches Haus? Ja, jetzt gehen wir erstmal zu. Wir machen erstmal Story weiter. So. In so einen Laden würde ich reingehen und fragen: Sagen Sie mal, haben Sie auch Buddhas hier? Ich suche einen goldenen Buddha. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie welche haben. Oh, Rosengarten. Das ist bestimmt eine Spelunke, eine Absteige. Schau dir das an. Und ich weiß auch, wo der seine Buddhas hier kauft. No running. Haha. Ich darf gar nicht rennen. Ja, weil es ja auch steht. No run. Rio hält sich dran. Also jetzt vier Schilder. Wie wichtig ist denn das No running hier? Wie oft passieren hier. Do not run. No running. Unfälle. Ist das das gecancelte Sequel von Cool Runnings? No runnings. Das Prequel. Der Film, wo wir gar nicht fahren. Warum darf ich denn hier nicht laufen? Noch eins übrigens. No running. Und noch eins. Weißt du, warum wir hier nicht laufen dürfen? Das ist eine Ladezeit. Das ist eine versteckte Ladezeit durch den Gang. Du hast recht. Du hast recht. Das ist ja lustig. Ja, du hast recht. Das ist eine versteckte Ladezeit. Ist die Zigarette mit der Hand überhaupt verbunden? Zieh mal richtig durch, Mädel. Es ist ja auch schließlich China. Da darf man das. Die Glücksspielhölle ist das. Wir haben doch kein Geld. Geregelt. Ah, frische Rennen gibt's hier. Boah. Schau es an. Blab, 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 blab. Wir haben kein Geld, das stimmt. Aber es gibt eine gute Idee, den kleinen Feuerlöscher benutzen an der Zigarette. Das wäre mal was, wo man Leuten passiv-aggressiv sagen kann, dass sie scheiße sind. Ja. Besser als. Welcome to Niaowu's largest fighting arena. So, jetzt hau ihn um. The Rose Garden. Fang bei ihm an. Does anyone dare to challenge the rugged fighters gathered here? The last one standing gets a skill book for the most powerful move known to man. The rules are simple. Knock your opponent out of the ring or knock them out cold to win. Mm-hmm. If you win, you get back double your entry fee. Double your entry fee. Doppeltes Geld. You might know this guy as the Silver Wolf of Guilin. It's Zhang Jianchu. Was? Wirklich? Can you see the hunger in his eyes? Can anyone escape the big bad wolf? Hey, kid, you up for a fight?
Who, me? You never know. You could win big. Aber ich müsste Geld setzen. Right now. Really? Chances like this don't come up every day, kid. The next fight is at 10:30. Also, hier auch Geld oder Marken wieder setzen. Hier kannst du dir wieder ein bisschen Dampfbrötchen kaufen. No running. Was jetzt? You might know this guy as the... Can you... Haben wir das nicht alles schon? Ich darf nicht vor dem Eingang entlanglaufen, weil ansonsten spricht er mich gleich an. Also, no running. Aber willst du jetzt gar nicht kämpfen, oder? Ich habe gar keine Marken, ich habe kein Geld für Marken auch. Ich habe nichts. 70? Nein, ich habe nothing. Oder? Ja, 70 Marken reichen, glaube ich, nicht zum Kämpfen. Er hat ja selbst von sich aus gesagt, das geht nicht. Ich schätze mal, es ist irgendwas mit 100, 1000. Einfach mal eine versteckte Ladezeit hier. Ich halte mich an Schilder. Do not run. So, das ist Guanya Martial Arts. Bestimmt für Schriftrollen oder so später. Ein Chicken Kaiser, der Hühnerkaiser. Das ist sicher ganz geil. Schöne Ente. Also die Hühnerkaiser. Also, wir haben doch kein Geld, Gregor. Ja, aber auch warum mit den Augen du kannst du all diese Sachen. Würdest du das einfach auch schon mal so pro forma stehen lassen für Leute, die kommen? Würdest du das nicht erst später zubereiten? Ja, gerade Muscheln kannst du relativ lange stehen lassen, tagelang manchmal sogar. Da war jemand kreativ und hat auf das eine Bein eine geschnittene Zwiebel gepackt. Eine geschnittene Zwiebel, genau, wie so ein, wie eine Socke. Die eine Socke. Ja, und das Huhn hat auch die Beine übereinander geschlagen, ne? Ne, weißt du, was das ist? Das ist so ein sexy spitzen Kniestrumpf, den das Ding hier anhat. Ja, ja? Ich denke auch. Da hat jemand so ein bisschen... Kannst du so abrollen, die Zwiebel kannst du so abrollen. Dann einmal essen. Über den Schenkel drüber rollen. Eine Bücherei. Oh Gott, ich krieg ja wieder Flashbacks. Mhm. Trag die das Bücher. Das sind eindeutig jetzt... Shenmue 2 vielleicht. Enjoy Fishing? Da steht sogar rechts. Yu Suzuki Shenmue. Ja. Yu Suzuki Shenmue. The Art of Shenmue von Yu Suzuki. Was? Das sind alles Shenmue-Bücher? Artefakt der Shenmue-Manga. Shenmue-Artefakt. Ihr seid free, ja die geilsten. Free Reactive Eyes Entertainment. Ah, halt echt nur Shenmue, Alter. How to Operate a Forklift. Das ist halt echt lustig. Ja. In Search of Seafaring Soldiers. Also wahrscheinlich, have you seen any sailors? Republik ist ein anderes Spiel von dem Publisher, glaube ich. Das ist schon ziemlich gut. Da muss ich lachen. Smartball-Technik, noch ein Manga. Das ist wirklich, ja, das haben sie lustig gemacht. Astrology and Fortune-Telling. Ja, halt alle rechtefreien Bücher sind ja da jetzt einfach eingebaut. Noch. English-Chinese Dictionary. Artwork of Shenmue. Und dann wiederholen sie sich natürlich, wie für eine gute Bücherei. Kriegst du die gleichen Bücher. Ja, es sind halt eben nur die beliebtesten Bücher. So. Hier davon oben muss es dann auch mehrere geben. Falls da jemand welche ausleihen möchte. So, Ritter der Blume und Benjamin Buchsbaum schreiben beide dasselbe. Was schreiben die? Wo ich denn mich fragen muss, ist es dieselbe Person oder machen sie einfach Copy-Paste da? Simon / Gregor in der Halle mit der Fotowand, den Typen im weißen Shirt anlabern für den Gabelstapler-Job. Den anlabern, also nicht in der Staplerhalle, sondern... Oh, guck mal, warte mal, läuft ja schon mal. Dann gehen wir gleich mal hin, aber mal sehen, was sie hier will. Kriegen. Shenhua, Shenhua, Shenhua. Hi, Shenhua. Hi, Theo. Okay, sie wollte nichts. Ja, dann gehen wir doch zu dem hin und labern ihn an, ne? Ja. Weil so richtig Geld auf der Tasche wäre ja schon ganz geil. Ja, ich bin voll dafür. Bisschen Geld haben ist notwendig. Wir müssen so viel kaufen noch. Also wenn es hier die Möglichkeit gäbe, sich mit echt Geld zu kaufen, würde ich es wahrscheinlich machen. Epic Store exklusiv. Der Typ hier. Der sieht aus wie... Kann man eindeutig wissen, dass der für einen Star... Sieht ein bisschen aus wie Sonic the Hedgehog? Bisschen, ja. Kleines, ne? Hong der Hedgehog. Hedgehog. Deling, is that really you? Nein, es ist Delin. What's your deal? Ist das derselbe? Der Lin ist der, der uns hat Kisten schleppen lassen in Teil 2. Also hier, genau der. Ja, ja. Aber ist das oder ist das sein It's Bruder? Dio.
I helped you do some heavy lifting back in Wan Chai. Wan Chai? Wait, do you know my brother? I'm Deling's brother, Hong Dejing. Deling's brother? Don't worry, everyone confused us as kids. We look identical. Okay. But we're pretty different if you look carefully, right? Round the eyes and such. I'm the handsome one, right? You might be right. Well, this is quite the meeting. Let me know if you have any trouble. I'll get you sorted out. Thank you. Okay, ich hab Ärger. Pardon me. What you need? Have you seen this person? That's one fit-looking guy. He looks like he could do hard labor. If I see him, I'll tell him the harbor's hiring part-time cargo. Alter, ich will einen Job. No. Den Typ suche ich. Chat hier noch. Kann sein, dass man das Arbeitergesucht-Banner angucken muss draußen, bevor das geht. Keep that in mind. Okay, wo steht denn Arbeiter gesucht? Ist das hier oder draußen? Das vielleicht? Rein, ja. Nee. Martial Arts Werbung. Spaßiges Kung Fu. Ich habe auch immer voll spaßig beim Kung Fu. Welcome to Niawu. Can I help you with something? As the tour guide around these parts? Nein, du willst nur Geld haben. Nein. I see. Thanks. If you have a moment, please take a look around the ferry terminal. Here you can find information on everything Niawu has to offer. Everything? Yes. We've got information on the city's incredibly exciting venture areas and prize exchanges. Incredibly exciting. If you're looking for work, we have part-time jobs fishing and collecting herbs. Everything you could ever want to know, all in one place. Aber Staplerfarm? Is that so? There's also a fortune teller up the street for when you're down on your luck. Seriously? Anyway, I hope you'll make the ferry terminal your first and last stop when you're stumped. Am Eingang beim Dicken. Wird jetzt gesagt, also auf der Seite. Okay. Ja, vielleicht hinter ihm. Hinter ihm war ein Plakat. Ja, meinst du? Da war Space Harrier einmal. Da! Ah, okay. Gabelstaplerio. Okay, ein Job mit einem Stapler. Nope, ich habe nicht die Jobmarkierung bei ihm. Oder, vielleicht kann ich aber jetzt nicht zu ihm hingehen, sondern in die Halle selber, weil da war ja auch der andere Fuzzi, ne? Hast du denn nochmal mit ihm... Also ich kann nochmal quatschen, aber ich glaube, er zeigt ihm das Foto gleich nochmal. Mache ich aber mal. Ja, sicher. Ja, aber drückst halt weg. Me. Ja, das ist echt, kaum zu glauben. Weil sonst würde ich ja mit Viereck, mit Kasten... In der Jobmarkierung da sein. Du siehst auch Riff Tumblin. So, ja, das sind Amerikaner, ne? An den Fotos, ja, ich erinnere mich dran. Excuse me. Hey, kid, this is a restricted area. Have you seen this person? A manhunt, huh? Anything else? No, never seen him. Okay, thanks. Aber die Pomade ist on point. Und auch her nicht. Mit ihm hatten wir auch gequatscht. Und den da hinten wollen wir gar nicht erst ansprechen. Der hier seine Martial Arts Moves macht. Vielleicht ist es noch nicht freigeschaltet. Nee, ihr müsst zu dem. Aber das sagt mir nichts, werter Chat. Wer ist dem? Ja, nochmal aufs Poster ja, gucken. Ja, ich wollte auch gerade sagen, irgendwie vielleicht nochmal das Geplack. Weiß auch a nicht. A job with a forklift? Guck mal, da irgendwas? Nee, nur Fragezeichen. A job with a forklift? Fokus. Draußen müsste irgendwo so ein gelber Part-Time-Job-Banner sein. Also ich sage jetzt mal das, was ich eh schon die ganze Zeit sage, dass das noch nicht geht. Weil ich das gelesen habe, dass das erst im letzten Drittel sich öffnet. Aber... Natürlich weiß ich das nur, weil ich es gelesen habe, aber das kann man natürlich nicht es wissen. Sieht jetzt halt auch nicht so aus, als ob hier irgendwo die Möglichkeit besteht. Ja, ich sehe leider auch noch einen Job. Du könntest noch einen Stockwerk hoch. Das könnte ich gleich machen. Aber ich mein, auf der Seite. Egal welche Plakate, ihr sagt, wir sollen die Plakate angucken, wir haben die ja jetzt mehr oder weniger uns angeguckt. Bin mir nicht sicher, ob das geht.
Ja, da bin ich mir leider auch nicht sicher. Wäre ich praktisch, wenn wir jetzt mal ein bisschen Reibach machen können. Aber hier sehe ich auch leider nicht wirklich was. Ja, hier waren wir schon überall durch. Ja, hier waren wir ja schon, ja. Da war auf dem Plakat nicht dein Fall. Der Banner ist wirklich nicht da. Wahrscheinlich hat Simon recht. Ja, nicht nur wahrscheinlich, Simon hat natürlich recht. Immer. Immer. Let's go back to story. Vielleicht nach dem Wahrsager. Na, wir checken das. Irgendwann Kram nervt. Ich will jetzt nicht irgendwie Geld irgendwann verdienen. Irgendwann später. Ich will jetzt mal irgendwie Story haben. Ja. So, also, Wahrsager irgendwo. War der hier? Jobu One Player. Nee, das ist Kleidung. Das ist ein Lampenladen. Ja, ne? Ist ja doch einigermaßen größer hier, ne? Wenn man einmal reingegangen ist. Oh, hier dürfen wir auch nicht laufen. Hier muss er auch nochmal laden. Der Maskenshop. Guten Tag, hallo. Sophia, wir sind gerade mitten in der Sendung. Ich weiß nicht. Ja, du kannst ja gerne eine Frage stellen, aber dann musst du vor die Kamera auch. Ja. Sonst ist es für die Zuschauer total strange. Es wird noch stranger, wenn ich die Frage stelle. Die ja, okay, du hast eine Frage okay. Für uns. Welche? Ja. Also meine Frage ist, wie viele Prozent der Frauen kommen nur zum Höhepunkt, wenn klitorale Stimulation beim Sex dabei ist? Wie viel Prozent der Frauen kommen nur zum Höhepunkt, wenn klitorale... Soll ich da den Chat fragen vielleicht? Ja, ich Chatwort machen. Ich meine, da darfst ja. Du uns nicht fragen. Da musst du die Profis dran lassen. Okay, Mann, Chat. Wie viel Prozent der Frauen brauchen klitorale Stimulierung, um auf zum Höhepunkt zu kommen? Können wir das mit Ausrufezeichen, mit dem Chatwort machen oder so? Aber dann sind die Zahlen nicht so random. Also 4,3. Aus meiner Erfahrung behaupte ich, das sind mindestens 70%. Was sagst du? Ich sag mal 57,9. So im Chat liegt alles bei ungefähr 70-80%. Hin und wieder kommt eine niedrigere Zahl. Ihr seid ganz gut. 75% wäre der richtige Wert. Das ist schön. Aber die eigentliche Antwort ist ja, wen kümmert's? Ha, 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 ist doch ein Comedy-Format, NDA. Dankeschön. Ah. Da ist so, haben wir uns wieder mal mit 50% der Zuschauer oder bei uns eher 5% der Zuschauer verdorben. Let's see what I can see in my mind's eye. Yes, please. This is distressing. I sense danger in your life. Der hat die letzten Teile gespielt. What kind of danger? There's nothing more I can say. That's all I see. Do be careful. Thank you. Please come see me whenever you need guidance. Also um uns zu sagen, dass es vage eine Gefahr gibt. Deshalb hast du vielen Dank. Du solltest häufiger hierher kommen. Ja. Dann kann ich dir helfen. Für nur 5 Goldstücke. Kannst du mir wenigstens so weiterhelfen, mein Freund? Pardon me. Oh, it's you again. Ab jetzt kostet. Thank you very much for helping. I can give you a free reading if you like. Pardon me. Ah, I see that you seek guidance. Allow me to divine the path to your destiny. Rest assured, I won't charge you a fee. Ich hab eh nix. I need your help with something. Ah, yes. How may I be of service? So, du musst doch wissen, wo diese beiden sind. Do you know this man? So you're not here for a reading? Hast du das nicht gewusst? Does he look familiar? I remember all my clients and even their occupations. But I don't recall seeing this gentleman. I see. Du warst komplett nutzlos, mein Freund. Dem retten wir nicht nochmal den Arsch.
Ja, und jetzt sind wir bei, ich zeig dieser Person den Brief, ich zeig dieser das Foto. Ja, nur ein paar hunderttausend Leute, die hier leben. Ja. Das kann ja nicht, wie lange kann das schon dauern? Nee, also bei den Läden werden mich bestimmt erstmal anquatschen und sagen, komm doch und kauf bitte. No? Dann kannst du da sicher sein. Piece of Power. Oh, hier können wir, der Pfandfreund. Hier können wir zumindest was verchecken, ne? Beim Pfandfreund. Come on in. Yes, I run a pawn shop, but I'm fair. You won't find better rates. You can exchange full sets of items, too. Haben wir denn überhaupt was? These are the items I'm willing to buy. So viel hat er nicht hier. Oh, wir haben noch unsere ganzen Tickets. Essen können wir verkaufen. Was würde der Feuerlöscher bringen? Eins. Der kleine Feuerlöscher, ey, das gibt's doch nicht. Guck mal, da ist das Kickstarter-Geld reingegangen. Ins Modellieren eines kleinen Feuerlöschers. Aber ist gut, dass es ein Pulver-Feuerlöscher ist, finde ich. Ja. Dann, was ist die Alternative? Ist das Schaum? Offen gesagt, ja, ich glaube, Pulverschaum. Und früher haben sie wahrscheinlich wirklich Wasser benutzt. Come back anytime you have something to sell. Die hatten gerade genug Geld, um das Gehäuse fertig zu machen, aber den Inhalt. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist es halt, weiß ich nicht, Terpentin. Ja. Das Feuer jetzt macht das Feuer mehr dann, ne? Choose your difficulty. Ey, ich weiß auch nicht, was ist, muss an dem vielen Moin Moin Kaffee liegen, aber ich muss echt schon wieder auf die Toilette. Was ist denn heute los? Und du musst gar nicht auf die Toilette. Was ist denn, nee, Gregor? Ich hab schon. Ich mach die ganze Zeit eigentlich. Nee, eigentlich nicht. So. Aber du holst das für uns beide auf. Ich dachte schon gerade, du sagst, ich hol was für dich jetzt, ich bring was für dich mit. Achso, ja, geh mal für mich mit auf die Toilette. Ja? Das mache ich eh, aber willst du vielleicht einen Tee? Nein, danke. Verdammt. Ich rede mit diesem alten Mann hier einmal. Excuse me. Wir müssen ja herausfinden. Come on, come all. There's something I want to ask. Wo der Typ ist. Have you seen this person? Less talking and more playing. Eat it, sleep it, breathe it. Lucky hit. Come on, come all. Man kann mit denen nicht quatschen, ey. Thanks, but no thanks. I won't say another word. If you think I'm trying to trick you, give it a play. You won't find an easier lucky hit in Niawu, or all of China for that matter. If you say so. Ah, und hier können wir die Marken kaufen, schätze ich mal. Also so viel können wir von der Stadt noch nicht sehen. Short Break, da sind ein paar Läden oben. Das war der Lampenladen. Excuse me. Der sieht so aus, als ob der was weiß. Hello there. How about a light that can brighten up even the darkest, gloomiest home? Actually, I just have a question. Kennen Sie diesen Mann? Do you know this person? Who is he? Anything else? Don't believe I've seen him before. There's a lot of people in this town, you see. Okay. Thanks. Ich will keine Lampen kaufen, mein Freund. Du weißt was, du weißt was, du weißt was. Excuse me. Weren't you... Huh? You're staying at that hotel, right? Yeah. That's right. Where are you from? Japan. It's not often you see Japanese folks around here. Let's have a chat about Japan sometime. Okay, kannst du mir was zum Foto sagen? Excuse me. Hi, you look busy. Well, I have been worse. Busy is best. Okay. Are you here for work? That's right. This town has a lot of commercial potential. Ah, okay. For instance, Hua Shao Temple has a beautiful antiquated atmosphere. Hua Shao Temple? If they charged an admission fee and increased their souvenir sales, the profits would be off the charts. I'll be going now. Okay. Er hat nichts zu sagen. Mit Jackie Chan hier können wir nicht reden. Also die alte Jackie Chan-Frisur, ne? Die klassische.
macht seine Wanker-Bewegung, während er mich anguckt. Sie streift sich durch die Haare vor den Haaren. Excuse me. Welcome. I have footwear for all occasions. Schuhe. Actually, I just have a question. Do you know this person? He's not from Niawu. Anything else? I don't know. He's never been here. Okay, thanks. Okay, echt. Keiner weiß Bescheid. Was sagt mir denn Pfandhaus auf der Promenade? Ja, so richtig ein Hinweis außer herumfragen ist irgendwie nicht. Habt ihr denn eine Ahnung, ob es da eine sinnige Person gibt? Warte mal, was ist das? Traveler's Goods? Der Panda Shop. Hast du diesen alten Mann gesehen? Do you have a minute? Hello! Are you in the market for some Niawu souvenirs? We've got everything, from the usual to the really expensive. Actually, I just have a question. Do you know this person? You're looking for someone? That's not easy here in Niawu. I've never seen him before. I remember most of our customers, too. Sorry, mister. Okay, thanks. Ich muss sagen, die Chance war am größten, dass ein alter, verdatterter Mann hier reingekommen wäre, in den Panda-Laden. Die wissen natürlich alle nicht, wo diese Person sein könnte. Und die Hälfte will mir Schuhe verkaufen. Alle? Auch der Buddha-Mann? Der Buddha-Schuhe, goldene Buddha-Schuhe. Ich war schon mal hier, weil ich gedacht habe, okay, alte Männer, wo gehen sie hin? Natürlich in den Laden, wo kleine Kinder Panda-Bären verkaufen. Damit sie die an die Kinder wiederum verschenken können. Ich brauche einen Panda-Bär. Du, kann ich dir einen Panda-Bär geben? Ja, hier hast du einen richtigen Hasen. Vielleicht die Buddha-Frau? Mann? Frau. Das ist ein Mann. Okay. Ich weiß es nicht, aber Mann, doch, ist ein Mann. Okay, lass mal hören. Excuse me. Hello there. Ah, siehste. You've come to Niawu's premier altar fittings shop. We offer only the finest fittings and statues. MC Fitty, ey. Der sieht irgendwie tight aus. Do you know this person? Irgendwie mag ich den. Are you searching for someone in Niawu? That's no easy task. Anything else? I'm afraid not. If he's a customer of mine, I'd remember. Okay, thanks anyway. Du meinst so wie die Bilder, die auf Reddit oder so rumgehen, von den gut angezogenen Professoren mit den schneidigen Anzügen, ne? Der coole, scharfe indische Professor oder so? Ne, ich dachte eher so an Oldschool cool, was ja auch so ein Reddit-Ding ist, wo dann so ältere 80er, 90er Jahre Fotos von coolen Leuten. Ne, irgendwie, ich sag er mal hat, so, er hat ja der so hat ein bisschen Style, der hat einen gewinnenden Blick für mich. Dann hat er graue, lange Haare. Zum einen Zopf, ne? Mit einem Zopf, Stylo. Er ist halt klein. Aber deswegen hat er ja auch kleine Statuen. Da kommt er eher besser ran dann auch, an die kleinen. Er hat die Statuen so aufgestellt, damit er die als Treppe benutzen kann, um auf die großen zu kommen. Vielleicht schläft er auch da drin. Stellt sich einfach rein und... In eine Statue? Ja, stell mal vor, du hast eine Statue, die exakt so geformt ist wie du. Ich glaube, die ist sehr angenehm, da drin zu schlafen, wie so ein Sarkophag. Für dich, das quasi der Bauch und so. Und dann hält dich das hier alles auf. Oh ja, ja, ja. Und auch unter den Schultern hast du dann ja auch Anzug. Also, und dann so, hä? Dann kannst du morgens aufstehen und kannst direkt aufstehen und rausgehen. Also du könntest die Klappe würde aufklappen um eine gewisse Uhrzeit, plopp, und dann könntest du einfach einen Schritt nach vorne machen und fertig wärst. So wie er aufsteht, ne? Zack, okay, wo ist der Gabelstapler? So, der kein Zähneputzen, kein Gähnen, nicht mal mürrisch sein, kein Kaffee. Direkt zum Stapler. Knoblauchzehe in den Mund. Und ab zum Stapler fahren. Statt der Scheibe Toast einfach so eine Zehe in die Kinnlade geschoben und ab auf den Stapler. Kennst du noch diese Mega 64-Parodie von Shenmue? Ja. Sicherlich, die ist uralt, ne? Ja, aber die rumgelaufen ist, have you seen any sailors? Genau. Das ist, ne? Und das ist einfach, ich würde so eine Parodie gerne mal sehen, halt jetzt aktualisiert, wie er so drauf ist. Ein Tag im Leben von ihm. Da kann man so viele Gags machen.
Die sind alle so ein bisschen Styler hier, ne? Also der ist auch nicht der hier. Der sieht eigentlich genauso aus, das ist der Bruder, der hat nur halt einfach schlechteres Haar. Aber, ja. Ist das, oh, ist das Glatze oder ist das Licht? Das ist eine sehr gute Frage, Gregor. Ich glaube, es ist Licht. Normalerweise darf man Männern dann ja nicht so lange da drauf gucken, ne? Aber ich glaube, in dem Fall, die haben alle sehr gutes Haar. Ja, die haben die beiden wirklich. Brüder, die haben sich halt nur zerstritten, weil der eine lang und der andere kurz. Aber, und der halt, der eine mag lila, der andere grün, rot, was weiß ich. Das Ding ist, der hat auch sehr kurz geschoren, deshalb sieht man so ein bisschen. Aber eigentlich ist das vollstes Haar, was du haben kannst. Finde ich auch. No? Viel mehr geht gar nicht. Ja, dem fallen eher die Zähne aus statt das Haar. Im Vasenladen. Also wenn ich, oh Gott, das ist eine interessante Frage. Lieber Haare oder Zähne? Das ist generell, willst du lieber Haare oder Zähne? Das ist eine gute Frage. Haben oder ausfallen lassen? Naja, also sagen wir mal haben. Du hast Zähne. Entweder nur eins. Eindeutig. One. Haare. Zähne natürlich. Also Haare ist scheiß doch auf Haare. Aber dann hast du Haare. Du fragst den Falschen da, glaube ich, auch noch gerade. Also wer braucht denn Haare? Gerade deswegen hätte ich vielleicht gesagt, dass du den sagst. Nein, natürlich Haare. So. Was gebe ich für die Haare? Nee, scheiß auf die Haare, also ganz ehrlich. Auch wenn es natürlich interessant wäre, wenn man nochmal Haare entsprechend haben könnte, in der schön original lockig, so wie sie früher gewesen sind. Nur, wenn die Zähne weg sind, holy shit, möchtest du den ganzen Tag mit deinen, hier... Wie gesagt, er hat ein Gebiss, ne? Ja, das ist doch... Aber oh, die sind, Gott. Guck mal. Von den Zähnen habe ich mehr was. Ja, aber Zähne, die halten nicht so lang. Die schaben sich ab. Ja, der Zähne, Haare auf den Zähnen, so beides. Haare, das ist natürlich das Beste aus allen Welten. You got it also, all. Ich sag mal so, der Trend geht doch eh zu den... Zum Zweizahn. Zum Zweizahn. Nein, also zu neuen, frischen Zähnen. Ja, auch wenn die Zähne weiß gemacht werden, da werden ja auch nur Zähne drangepappt. Hey, you're staying at the hotel. Weiße Zahnpappe wird da dran gemacht. Ja, stimmt, die ist ja auch nicht so toll. Wenn du das häufiger machst, hast du irgendwann... Ist ja kein normaler Zahn mehr da. Ja, die müssen ja, um diese Zahnprothesen dran zu machen, oder diese, wie gesagt, Veneers, glaube ich, heißen die, ne? Ja, wie so Kacheln, ne? Wie genau. So Kacheln machen die dir vorne an die Zähne. Also wie, also die dir den Stefan Raab oder den Tom Cruise machen, ne? Wo es einfach aussieht wie so ein Bottle Keramik da drin. Ja. Die müssen dir die Zähne abfeilen, ne? Oh, ist das furchtbar, die Vorstellung allein. Also heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so enorm, aber ich habe so ältere Bilder gesehen. Und das war echt, damit du die da einfassen kannst, manche, die sahen dann aus wie so, als ob du bei One Piece die Haifischmenschen hast, mit diesen haifischspitzen Zähnen. Die hatten dann hier wirklich so kleine Dreiecke nur noch da, damit diese Dinger da drauf passen. Möchte auch keine haben. Nee. Es ist nein. Ja, aber wie kann man denn für immer attraktiv und jung bleiben, wenn man sich nicht gleichzeitig zu einem Ersatzteil lagert. Ich muss mal Cher fragen. Die ist im Würdegealter. Die muss ich mal fragen. Cher und Michael Jackson. Die haben gezeigt, wie es geht. Cher hat Ahnung vom Ersatzteillager auf jeden Fall. Von Cher hat die eine Ahnung. Du gehst nicht. Nein, Gregor, nein. Du gehst nicht zum Holzhacken. Ich weigere mich. Ich habe nur kurz geguckt. Geh weg. Was da war. Ich esse die Knoblauchzehe. Nee, ich habe ja 4 Äpfel geklaut. Das reicht nicht mal für die Hälfte. Ach. Ja, ich habe leider keine Ahnung, außer random rumgehen und Leute fragen, ob sie die Leute gesehen haben auf dem Foto, was jetzt Phase ist. Jeder im Laden will mich irgendwie verhaften dafür, dass ich was bei denen kaufe. Pardon me. What can I do for you? This is Niao's leading Buddhist fitting store. I need your help with something. What might that be? Nicht ein einziger? Have you seen this person? I haven't seen him. I never forget a face. I'd remember him, had I seen him. Jeder kann sich an alle Kunden erinnern. Wollte ich gerade sagen, jeder kann sich an alles erinnern. Das ist schon wieder so eins, Gregor. Mhm. Wir haben immer noch nicht den Typen gefunden, aber drei von diesen Eier. Es ist bestimmt, an jedem Laden ist sowas hier, ne? Du kannst in jedes Regal gucken und da findest du einen. Warum? Da zum Beispiel. Du bist ja so krass, Gregor! Niabu Porzellan. Wir haben 8 Millionen Stück von denen. Das ist ja unfassbar. Gregor, wart noch nicht oberhalb der Promenade. Schau mal auf die Karte im Notizbuch. Es gibt eine Karte von dem. Wir haben ja noch gar keine Karte geholt. Ach nee, das Notizbuch hat hier die Karte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vielleicht am Anfang eine eingesteckt habe. Ah, ja, doch. Die Promenade da oben, ja. Das mal, scheint ja ein richtig großes Areal. Der Hafen geht ja auch noch weiter da hinten, ne? Oder geil. So vom da Rosengarten. Kommen wir sicher später noch hin. Okay, kommen wir vom Rosengarten da hoch oder so? Weil Rosengarten war ja der, ich sehe jetzt hier keine Treppe, aber wir können ja hinten zum Rosengarten durchlaufen. Durchgehen, Entschuldigung. Ein zweites Stockwerk oder sowas? Diese Nummer mit dem Laufen und dem Rennen. Ja, das ist wirklich, aber
dann sollen sie doch den Gang einfach doppelt so lang machen und ihr Rennen erlauben. Ja, das fände ich eigentlich. Das wäre doch das, irgendwie. Das finde ich besser. Ja? Kannst du von mir eine Treppe runter, eine Treppe hoch, einmal im Kreis. Und nice. Weil das hier, das ärgert mich ganz ehrlich mehr als länger zu laufen. Ach nee, aber ich verbrauche ja Essen beim Laufen. Wäre auch schlimm. Durch den Tempel, sagt er hier. Also nicht hier. Ah nee, aber ich wollte weiter hochgehen, aber da hat er gesagt, ich sollte noch mit den Leuten hier sprechen. Rio wollte die Treppe gar nicht hochgehen, wenn ihr das meint. Aber ich kann es gerne nochmal probieren. Gegenüber vom Wahrsager in das Geschäft mit den Statuen und Büsten müsst ihr. Ich glaube sogar, da warst du. Ja, ich war in einem Geschäft mit Statuen und Büsten. Ich weiß nicht, ob ich in dem große Konkurrenz, ja, die wollen alle, wollen sie ihre eigenen Statuen und Büsten haben. Ach. So, ich gehe mal. Also du kannst. Ich habe zwar, durch. Das ist eine gute von Serial Killer. Ich habe zwar alles geguckt, aber wie sind die denn nochmal in die Stadt da gekommen und warum sind die da? Das wüsste ich alles auch so gerne. Das, ja. Wir sind in diese Stadt gekommen. Gregor, glaubst du es? Ich weiß es auch nicht mehr. Mit einem Boot. Mit dem Boot. Mit ja. einem Boot. Ja. Und das bezahlt hat unser Shen Hua. Die hat bezahlt. Wie auch immer. Und wir suchen eigentlich immer noch ihren Vater. Nee, suchen, genau, unseren ihren Vater suchen wir nicht. Der ist nee, tot. Wir suchen ihren Vater, der entführt wurde von den Chiyo-Men wahrscheinlich. Und die Chiyo-Men sind Landis Untergebene oder beziehungsweise deren genau, seine, mafiöse seine, Struktur. Seine mafiöse Struktur ist das. Und einer, der auch noch wichtig ist, hier ist der ja. Rückenmann, der Gollum, der ja auch für die arbeitet, den wir aber ja. umgeholzt haben. Hat er uns denn jetzt eigentlich... Hat er uns denn unsere Karte eigentlich geklaut? Er hatte sie nämlich und dann hatte sie, aber da haben wir sie Quicktime-Event und wir haben sie wieder. Ich guck mal kurz okay. das Inventar, weil ich denke, wir sollten sie haben. Das rechts könnte sie sein. Ist das die hier? Ne? Geheime Gedichtschriftrolle. Ja, die sieht sehr geheim und sehr gedichtig aus. Und der wollen wir natürlich jetzt nachstellen. Also um die dreht sich alles. Wir haben was gefunden, wir müssen weitersuchen. Und dazu müssen wir hier jetzt wieder mal auf quasi auf Erkundungstour gehen. Exakt. Hier war der Wahrsager, hier die Treppe lässt mich nicht rauf. Da muss dieser Buddha-Laden wahrscheinlich damit gemeint sein. Der steinische Buddha. The Stone Buddha. Gerne kann mal jemand eine Prozentangabe abgeben, denn oh einer fragt gerade, wie viel Prozent haben Sie schon? Das macht mir, ich habe Angst vor dieser ich Antwort. Ich habe auch Angst, aber ich denke, wir sind bei 25%. So you were here. Sag mal, Gregor, wie machst du das? Ja, aus dem Augenwinkel mache ich das. Ja, aber warum überhaupt? Also nein, warum? Weil du denkst, dass es am Ende Loot gibt. Wir alle wissen, du kriegst eine Kartoffel. Es gibt nichts am Ende. Du kriegst wirklich einen dicken Händedruck und vielleicht einen gratis Gabelstapel aus Plastik. So, also das soll diese Dame sein? Excuse me. Welcome. Are you here for statues? Or altar fittings, perhaps? Actually, I just have a question. Do you know this person? Is this man from around here? No, he's not. But I have reason to believe he's been here recently. Mm-hmm. The ferry terminal. Huh? Try the ferry terminal. They have snapshots of tourists up on display there. Da, wo wir geguckt haben schon. Been here recently, you das ist aber eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Das hätten wir echt machen müssen. Mhm. Ich glaube sogar, jemand hat geschrieben, dass wir das machen sollen, ja. als wir da standen. Aber die haben das natürlich schon irgendwie schon von anderen YouTubern gesehen oder selbst gespielt. Natürlich. Und wir müssen ja erstmal diese Frau fragen, damit wir auf die Idee kommen, da zu gucken, die auf dem kompletten anderen gegenüberliegenden Ende der Stadt ist. Ich sag ja nur an sich, ein Detektiv wäre von sich aus drauf gekommen, was, da ist eine Fotowand, dann gucken logisch. Wir nach dem Foto. Fotowand erkannt, Gefahr gebannt. Ja. So, 40% sagen manche, 13%, 12%, 13% so circa 10 bis 15%. Glaube ich auch nicht. 37%, also es ist schwierig. Ich glaube, wir sind irgendwo zwischen 40 und 20. 40, irgendwo. Auf 40 würde ich vertrauen. Ne? Pff, ja, ist halt echt, wir haben nicht wirklich viel geschafft. Es gibt 3 Städte. Wir sind in der 2. Ja, du weißt aber natürlich nicht, was du in 3 Städten da machst. Es kann sein, die letzte, du guckst kurz rein und fertig ist. Ne? Das heißt ja nicht, dass du da gleiche Zeit überall verbringst. Das stimmt. Also ich glaube nicht, dass man in jeder Stadt so lang verbringen muss wie wir. Aber ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt mehr als 30% haben. Aber das ist ja auch okay. Das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ja auch ein längeres Spiel. Das ist ja was, was soll ja atmen. So wie wir auch. Hätte doch uns jemand hier auch sagen können, guck die Fotos an.
So. Da ist die Fotowand. Jetzt passiert das erst. Da sehe ich ihn noch schon, oder? Da rechts in der Mitte? Nee. Something here. Das ist der Butterverkäufer. Ja, wollen wir mit diesem spannenden Cliffhanger kurz in die Werbung? Danach gucken wir uns die Fotowand an. Doch, wir Fotos an. Was machen wir dann? Dann erkennen wir wahrscheinlich den, den wir suchen. Und dann suchen wir weiter. Bis gleich. Spannend geht's weiter. Es ist ein Streckspiel, wo man sich, ja, wo man merkt, wie viel Geduld und Ausdauer man wirklich hat. Du musst einfach wieder ein bisschen Gefühl und Emotion in deinen Körper packen, ja, damit du wieder diese Session weitermachen kannst. Ja, und damit du ein bisschen mehr hast als Rio. Ja, der Körper hat sich schon in seine eigene Statue zurückgezogen, den mussten wir wieder rausziehen. Ja, dieses Phlegmatische von Rio nimmt auch langsam Überhand und bezieht sich auch so über mich langsam. Man wird müde, I see. Dieses ruhige, besonnene, das ist ja überhaupt nicht meins. Komm, wir haben hier die Fotoband. Ja. Und jetzt suchen wir den Bösewicht. Der Bösewicht, genau. Ist es überhaupt ein Bösewicht? Wen suchen wir noch? Nee, wir suchen den Vater von. Sag ich mal. Vielleicht ist er ein Bösewicht, weiß ich. Vielleicht ist er, genau, du weißt es. Ja. Oh, kann er überall mal. A cormorant fisherman at night. So picturesque. Okay, also er kommentiert Sachen auch noch. Hier spielt er E-Gitarre hier. Nee. Das ist eher so ein altes, traditionelles. The zombie likes kids too. Is that a Guang Yu in the back? What kind of store is that? Die kenne ich. She's cute. Ach komm, ey. Ist dein Ernst? Hast du mal mit der geredet? She's cute. Na gut. Das sagt er nur, weil ihm nichts Besseres einfällt. Anything else? Noch etwas? Ach, es gibt eine zweite Seite hier. Alte Männer auf jeden Fall. Same as in Hong Kong. It's the latest wacky mole. A family photo. Alte Männer, alte Männer. Is he pretending to be an octopus? Aha. Ah, da steht er im Hintergrund. Gut. Da steht er im Hintergrund. Hm. Isn't this Mr. Yuan? Where was this photo taken? I see Buddhist statues in the background. In front of the Buddhist shop. All right. Now to show this picture to Shenhua. War das der Buddha-Shop mit den goldenen Buddhas oder war das vielleicht ein anderer? Weil jetzt das so, ich kann mich nicht an Buddhas erinnern vor dem Shop. Also da stehen so goldene Dinge, aber kein Buddha. Haben wir das Bild? Er hat es wahrscheinlich mitgenommen. Sicher? Ja. Weil da würde ich schon gerne mal drauf gucken. Aha. Hey, Shenhua. Leo, have you found out anything? Yeah. This was at the ferry terminal. Es sind eher Steine, ne? Father. So, it is him. This picture proves that those thugs were the ones that brought him here. Yeah. What's in the background? They look like Buddha statues. It must be a Buddhist shop. Well then, we know what to look for here in Niawu. Yes. Aber der Tag ist auch schon vorbei. Es war aber auch ein aufregender Tag. Wir sind zu einem Laden gegangen. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück. Genau. Aufregend. Spannend. Unglaublich. Jetzt ist für uns die Frage, können wir jetzt überhaupt noch raus? Ja, wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir mit dir reden können. Geht das?
Doch, es geht. Also die Buddha, dann können wir ja nochmal versuchen zu der Buddha-Statue. Das können wir nochmal machen, ja. Also, ach so, einen weiteren. Wobei, gab es hier unten nicht auch noch Buddhas, bevor wir hochlaufen? Gab es hier nicht sowas hinten? Hier ist nur die Essensmeile, ne? Ja, ich denke auch. Lassen wir ruhig da oben. Aber hier, guck mal. Das könnte es auch sein. Frag den noch mal. Ja. Das könnte es echt sein. Pardon me. What can I do for you? This is Niao's leading Buddhist fitting store. I need your help with something. What might that be? Wobei, hatten wir dem das Foto schon mal gezeigt? Ach, die sehen doch alle gleich aus. Ja, zeig jetzt das andere Foto. Do you know where this Buddhist shop is? My, those are some lovely Buddha statues. These are quite expensive, diese Buddha-Statuen, they are. Why, I'm Niao's leading... Mann, Alter, ich will wissen, wo der Laden ist. Your faith is not determined by the price of your goods, so shop with peace of mind. I haven't come here to buy anything. I want to go to this Buddha shop. Huh? Niao is a large town. I don't know where that shop is. I see. Ich weiß ganz genau. Er ist ein Buddha-Profi und er weiß, er kennt seine Konkurrenz nicht. Moment, er weiß ganz genau, wo der ist. Ja, er will es uns nicht sagen. Er will es uns jetzt nicht sagen. Fuck, du hast recht. Und wenn wir was kaufen? Wir haben nichts. Wir haben kein Geld. Dann gehen wir doch erstmal zu dem goldenen Buddha-Laden da und fragen den mal. Aber, ich schlaf lieber, ganz ehrlich. Aber der ist doch hier um die Ecke. Meinst du? Achso, der ist hier rechts. Achso, den goldenen meinst du, okay. Ja, den können wir auch mal fragen. Ja, wenigstens mal fragen. Vielleicht kann der uns ja sagen für den nächsten Tag, wo es lang geht. So. Kong Zhizhen. Excuse me. Hello there. You've come to Niawu's premier altar fitting shop. Jedes ist der beste Shop, ne? Ja, aber die haben auch nur Altarzubehör. Mhm. Mein Name ist Rio Shepard und das ist mein liebster Laden hier auf der Citadel. Do you know this Buddhist shop? If I may, sir, I strongly recommend that you stay away from such a tacky shop. Our shop is full of premium items that are highly valued. If you want a quality statue, I strongly urge you to shop here. I'm not really here to buy a statue. I just want to find this shop. I see. In that case, I'm afraid I can't help you. I don't keep track of inferior shops that sell cheap products. Das ist doch eindeutig erkannt, wo der ist. I see. I'm sorry. Jetzt finde ich nicht mehr handsome. Ja, wir sollten, glaube ich, alle außer solchen Buddha-Leuten fragen. Meinst du, dass, wenn das wirklich nach unserer Theorie der Bruder von dem gegenüber ist, ne, der will ja wahrscheinlich uns auch nicht weiterhelfen. Ne? Das würde ich ja gerne mal auf die Probe stellen. Ja, der will seinen Bruder heimzahlen, damit er seine Vasen verkauft. Oh. Hello there. Please don't touch the vases. Lots of people break them. Do you know of any Buddhist shops? Is the Buddhist shop over there no good? Nee. Do you know of any others? I sure don't. The only one I know is that one. I see. Wir können ja... Die Frage ist, ich habe kein Essen mehr. Wir könnten schlafen, damit wir die Energie wieder heul haben. Und uns dann was kaufen. Oder wir gehen einfach mal die 2 Meter weiter und fragen die anderen Buddha-Leute so, das ist ein Lampenmann. Der hilft mir eh nie. Wie sie auch clever hier die Glocke hingepackt haben, damit man drumherum laufen muss, damit das Spiel länger Zeit zum Laden hat. Weil hier kann ich auch nicht laufen im Moment. Ah. Ist alles versteckt. Ja gut, sie müssen es ja irgendwie machen, ne? Das ist halt ja, ist auch okay, wenn man sowas hier dann reinpackt. Man merkt es aber irgendwann natürlich recht deutlich. Das ist der Massenladen. Kann sich denn sowas rechnen? Ja, das frage ich mich bei jedem einzelnen Shop hier. Ob ist das so ein bisschen? Ich habe jemals einen Kunden in den Läden gesehen. Die hätte ich gern. Ja. Können Sie den mal einpacken? Das ist ein Geschenk. Hat er was in der Nase? So you were here. Scheiße. Sag mal, Gregor, das ist wirklich nicht zu fassen. Er hat was in der Nase. Der Nasenmann. Also es gibt in jedem Kackladen hier so ein... Bestimmt hier dahinter. Nein. In jedem Kackladen gibt's hier was. Ja, lauf doch mal durch, genau. Und ich meine, wir sehen ja auch, wenn hier irgendwo Buddha stehen. Das ist... Achso, das ist der Pfandleiher. Und das war der andere Buddha-Laden, aber...
Der scheint ja nicht der zu sein, den wir... Nee, ohne Dame, vielleicht reagiert die mal anders. Ja. Excuse me. Welcome. Are you here for statues? Or altar fittings, perhaps? Ich würde lieber hier einkaufen. Do you know of this shop? They sell gaudy, tasteless statues there. Is that right? I may have nothing but stone statues, but all of them house spirits. Could I interest you in one? Sorry, but I'm not here to shop. Ich will kein Geistershopping, Mann. Ich will das blöde Geschäft finden. If I'm not mistaken, it was in the direction of Vendor Avenue. Vendor Avenue? To get there, keep going down this road and go right at the mooncake stand. Das okay, gut. Okay, thanks. Doch mal eine Aussage. Das heißt, danke, vielen Dank. Jetzt darf ich die Treppe wahrscheinlich hoch und dann rechts. Darf ich sie rauf? Oh, er darf tatsächlich rauf. Aber hier gibt es eine richtige Ladezeile, keine versteckte. Oh, da passiert was. Ah! Ah, ich bin blind. Kleiner Trottel. Are you all right? Ich habe mir den Arm gebrochen. Also. Ich bin nur ein bisschen dumm. Ein bisschen blöd ist er, das stimmt. Der wollte unter ihren Rock, ich sag's dir. Das ist ein billiger Trick. Ein bisschen groß. Können wir auch in sie reinlaufen und den Trick machen? Ups! Upsi! Entschuldigung. Na, guck mal, wenn die schon so dasteht. Kennen wir sie? Oh, nein. You're... Sie kennt uns scheinbar. You were on the boat with me. Sie stand vorne an der... Ja, am Bug. Is it your girlfriend with you? Sie ist nicht meine Freundin. Sie ist gar nicht meine. Shenhua isn't my... Oh, really? Sorry about that. That's no problem. So, Li Feng. Ja, sie scheint ja wichtig zu sein. So, oder? Li Feng, sag mir mal hier, was geht denn hier eigentlich alles? Rede mit ihr. Excuse me. Yes? I'm looking for Vendor Avenue. Isn't that it? Du stehst da drauf. Ah, okay. Thanks. Das war alles? Das war schon? It's really late. I think I'll head back to the Nein, hotel. Du bist doch so kurz davor. Oh, Rio. Rio! Ey, warum um 9 Uhr abends schon zurück? Warum nicht um 11 oder so? Du hast mitten doch nichts im Gespräch zu tun. Mit einer Dame. Du hast 9 Uhr abends gerade diese Dame kennengelernt, nicht mal ein Wörtchen wechseln. Du hast auch gerade schon so gezeigt, Shenhua ist nicht unsere Freundin. Hey Shenhua. Rio, have you found the shop? No, not yet. But it sounds like it's over on Vendor Avenue. Really? Yeah, that's what I've heard from people. We should try searching that area. Great, let's do it. Theo, I'm going to go back to the room. Okay. Ja, so viel Quatsch steht nicht mehr mit uns hier, ne? Ja, wir haben uns ja auch schon mehr oder weniger angefreundet. Ja, sie ist ja schon, sie kommt ja sogar und berührt uns zum Aufwachen. Die Berührung, mein Gott, und das bei Touch. Ryo. Ich kann bestimmt wieder ihre Füße angucken. Aber das ist so in meinem Headcanon hat Rio so einen kleinen Fetisch. I better eat something before I fall over. Na, oh, jetzt liegt sie anders. Labe dich an dem hier, Rio. Labe dich am Spannern. Du musst aufhören damit. Labe dich am Spannern. Ist nicht okay. Ich trete hier für die Rechte der virtuellen Weiblichkeit ein. Sie will ungesehen schlafen können. Na gut, sie hätte sich auch einen Vorhang zuziehen können. Ich will dieses Five American Poster haben. Das Five American, das ist geil, ne? Five Americans. Das will ich mir hier hinhängen auf jeden Fall. Harry, Robert, Mark, Dick und Jones. Jones. Der Dick. Ganz altes Gemälde. Looks good. Das kommt direkt neben unser Bild mit den Hunden, die Poker spielen, ne? Ja. Das ist der Klassiker. Das und das eine aus Shenmue 1 noch. Mit dem Typen, der so guckt. Ah ja, ja, ja. Das, was sie ausgetauscht haben im Remaster. Ja, das eine gute Bild, was sie hatte. Das wundert mich. Das mich so sehr wundert. Äpfel nehme ich alle mit. So, Rio, leg dich hin. Mein Freund.
lege er sich hin und schlafe er. Gute Schlaf hier machen. Also, die Straße darauf. Straße rauf, rechts. Das finden wir. Zur Händlerstraße. Oh, wer hat denn keiner die Äpfel nachgefüllt, während ich geschlafen habe? Hm. Keiner hat das gemacht. So. Ich weiß ja, was jetzt kommt. Wir können uns an der Trolle auch nicht vorbeischleichen, ne? Hey, you! Es ist halt einfach. Es ist so schlimm. Aber du machst das gut. Gregor ist ein 1A-Holzhacker. Aber meine Hackskills waren schon mal besser. Irgendwie. Mir ist an die Fäschchen. Holzhackerburm. 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 Mir ist an die Fäschchen. Holzhackerburm. Holzhackerburm. Durch mit dem Holz. Einmal drauf. Zweimal drauf, dreimal drauf, viermal drauf, drauf. Ich finde, da kann man viel mitmachen. Es ist nicht das gleiche Niveau wie ich trink Bier, du trinkst Bier, aber mit ein bisschen Pflege. Ja, ich finde, da brauchst du jemanden wie Tim, der ja auch bei Ich trink Bier kam und meinte, hey, du hast hier bei Bonjour vorhin kurz so, das fand ich ganz gut, komm mal rüber, wir machen nachts zu mir in mein Produktionsbüro. Und dann war ich nachts bei ihm. Und dann haben wir schön mir den Text geschrieben. Und wir haben da schön was dazu gemacht. Der Tim hat ein musikalisches Gehör. Bam! What was that? Just like that. Good. That's the way. Good. That's the way. Voller Stolz hackt er Holz. That's the way. Rayo, Rayo, Holzhacker pur. Schade, schon vorbei. Nach nur 114 Scheiten. Wir sind gescheitert. Wir sind wirklich, wir sind, niemand kann sagen, dass wir gescheitert sind. Ah, 64, ich fühle mich so viel besser. Ja. Und direkt geht die Kohle weg. Ja, aber immerhin ist das Hotel einigermaßen günstig. Yes. Immerhin. Ist besser als beim Come-Over Guesthouse, wo einfach niemand. Ich zahle das später und irgendwann sind wir nicht mehr zurückgegangen einfach. Einfach nie. Da hätte er mal anrufen können. Ja. Du, ich hab. Könnt ihr mir mal Zimmer bereitlegen? Ich hab da meine Jacke drin vergessen. Sozusagen was macht denn sie? Hey, ich kann doch auch mal helfen. Yes, Rio? This town has clues. I just know it. Hier gibt's Hinweise. Indeed. It's quite large, though. We should split up. If anything happens, just come back here. Okay, I will. So, dann gehen wir jetzt direkt schnurstracks dahin. Checke. Bist du mich vorbei an der Kartoffel? War das Gemüse? Ist die Gemüsefrau nicht hier? Doch, da. Sie musste erstmal laden. Der Laden musste erstmal laden. Excuse me. Yeah, yeah. I'll give you a good deal on some fresh vegetables. Wenigstens zwei möchte ich dabei haben, damit man nicht auf dem Zahnfleisch geht. Dann haben wir noch 16 zum Taschengeld ausgeben, ne? Thanks so much. Bye bye now. Mensch, 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 ey. So, auch hier darf ich nicht laufen. Allein der Weg dauert so lange, dass es schon fast wieder Abend ist. Ja. Und dann, oh, ich muss zurück. Do not run.
Und das war der Weg. So, die Sexy Lady ist natürlich nicht mehr hier. Wie wir gesehen. Ah! Doch! Mein Gott, sie ist ein Geist. Entschuldigung. So sexy, dass sie auf einmal weg ist. Und wieder da. Still looking for Vendor Avenue? It's right in front of you. Thank you. Ja, aber ich weiß ganz so, du suchst nach meinem Hotelzimmer. Ja, man muss schon sich fragen, was sie genau für eine Aufgabe hat. Ja, ich wette, da passiert noch einiges. Okay, Shenmue-Shirts. Könnte man die auch kaufen? Bestimmt, ne? Jetzt labert er uns. Nee, wir haben die Vendor Street-Animation. So, this is Vendor Avenue. Wir können ja mal gucken, was für Shirts er im Angebot hätte für 8 Millionen Euro. Hast du mich jetzt mal rausgeworfen? Hier auf einmal. Mal gucken, was der für Shirts hat. Hey there, how about a new outfit? Das wäre dringend nötig. Der ist auch so fresh, der Boy hier. Fresher Boy. Oh, ein pinkes Poloshirt. Verkaufspreis 7. Das können wir uns sogar leisten. Ich meine, ich muss zugeben, es ist wirklich sehr günstig. Ein Seidenschal. Das können wir uns auch leisten. Ein seidenes Taschentuch. T-Shirt in Kindergröße. kann nicht ausgerüstet werden. Okay, die können nicht. Aber Panda-T-Shirt ist gleich teurer. 454 für Touristen. Der Panda macht es. Rote Schlange ist auch teurer. Das sind auch so mein Wizardry-T-Shirt. Weißes rote Schlange-Shirt. Oh, wo ist denn das? Da. Auf dem Rücken. Dann hast du. Anstatt dass eine rote Schlange drauf ist, ist eine Schrift in Rot, wo rote Schlangen draufsteht. Tunnel Snakes. Da sind sie, die Tunnel Snakes. Und. Das SD. Ist ja, oh ja, okay, der Tiger. Ja, der lustige Tiger. Okay. Ja. Er hat eine Sonnenbrille. 630. Das deutet auf einen ziemlich coolen Tiger hin. Ich würde eindeutig die beiden Sachen hier. Ja. Schön, Seidenhemd und Seidenschal, alles fake. They look great on you. Ja, das glaube ich dir. So. Vielleicht nicht anziehbar. War es nicht anziehbar? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht war es tatsächlich. Ich habe gedacht, aber was sollst du denn mit Klamotten, die du nicht anziehen kannst? Ja. Oh, nicht ausgerüstet. Schade. Habe ich gar nicht geachtet drauf. Ich war so geblendet. Du hast schon so lange den Ladenhüter, dass es ausgeblichen ist. Alter, wir haben einfach den absoluten Ladenhüter gekauft gerade. Ich war so geblendet davon. Ich habe mich so gefreut, dass ich dieses Shirt anziehen kann. Das ist halt auch nur Shenmue, ne? Kauf dir ein T-Shirt, was du dann einfach nur rumtragen kannst. Es steht zwar Seide drauf, aber es ist eindeutig ziemlich Kunstfaser. Wir wurden beschissen, Gregor. Wir wurden gerade beschissen. Können wir das wieder zurückverkaufen? Nee, der macht schon hier. Guck. Bis. Nee, Ankauf macht er natürlich nicht. Kann nicht ausgerüstet werden. I won't steer you wrong. Buy some of my clothes. Du alte Saftnase, ey. Oh, auch das Kind hat Rückenschaden. Das sehe ich schon. Breiter Schuss. Zack, Das ist ja der Bruder, das ist der verlorene Bruder von dem Mädel aus dem Dorf. Ja, genau. Irgendwo wird eine Disturbance in the Force gespürt, ne? Da geht er genauso. Ja, das ist schon so ein bisschen, wenn du denkst, ich laufe jetzt mal wie ein wütender Erwachsener. Ja. So stelle ich mir, Erwachsene gehen so und vielleicht auch mal so. So, Butterladen. Lustig. Das ist doch eindeutig hier. Pardon me. Hi. Welcome to the home of the best Buddhist fittings in Niau. They're all made of wood. Maybe this isn't the right shop. Are you in the market for a statue? Nicht bei dir. Not exactly. I'm looking for this Buddha shop. Ah, this one. I'm pretty sure it's down past Vendor Avenue. I see. Immerhin ist der ein bisschen netter. We're the biggest one running, but there are lots of little ones down there too. Okay, great. Many thanks. Okay. Eine kurze Sache, weil wir immer gerne natürlich auch ein bisschen die Community pushen in dem Fall. Ihr habt nämlich die Möglichkeit gehabt, ja auch was zu Shenmue 3 zu schreiben. Das gibt es ja schon ein paar Tage. Mhm. Und hier hat Ryudu geschrieben. Ich habe jetzt die komplette Woche über gezockt und finde es super. Besonders die Ehrung der Unterstützer des Spiels haben wir ja auch schon gefunden im Gästebuch. Das hat mich fast zu Tränen gerührt. Ich habe mir tatsächlich das komplette Gästebuch des Hotels, in dem mein
in der Mitte des Spiels, oh, wir sind in der Mitte des Spiels, absteigt, durchgelesen mit all den rührenden Einträgen der Bäcker und so manch kleiner Lebensgeschichte. Die Hall of Fame ist auch super gut. Ja, die haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Ich glaube, die haben wir noch nicht gesehen. Meine einzige Befürchtung war immer, dass ich wie bei Shenmue 1 einfach von Landi abgemurkst werde, wenn ich zu viel rumtrödele. Das konnte tatsächlich passieren, ja, in 1. Ja, aber sehr, sehr lange. Musste sehr lang warten. Aber bisher lebte Ryo noch, Ryo noch, obwohl ich bestimmt 40 Stunden nur mit Kung-Fu-Training, Fischen und Kapselspielzeugen verbracht habe. Ja, 40 Stunden klingt aber eigentlich ganz gut dann. Ja. Da bestimmt alles erreicht. Das heißt, dann sind wir ja auch wieder auf Kurs. Ach, ne? Da sind die 1000 Fische wieder, genau, deswegen also Fischen. Ich bin vollends zufrieden. Die 20-jährige Wartezeit hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, auch wenn ich vermutlich noch nicht mal annähernd durch bin. Allein schon die Liebe zum Detail ist trotz stellenweise grausiger Grafik den Kauf wert. Und wenn man sich heimlich in Shenhua verknallt hat, kommt man um das Spiel sowieso nicht rum. Die abendlichen Gespräche mit ihr sind trotz abweisendem Rüpel-Ryo echt herzerwärmend. Sehr schönes Kurzreview, danke. Das ist doch schön. Ryo Do. Guck mal, das ist doch ein Buddha-Laden hier. Wobei, das waren alles nur Holzstatuen. Aber der Junge, oh, der hat er aufs Gesicht bekommen oder trägt man das so? Der hat ein Pflaster da drauf. Ja. Oh ja? Are you from this shop? Yup. Hat der einen Knopf da oben? This is the shop in this picture, right? Yeah. Why? Do you know the person in it? Nope. My dad comes here at 8. You should ask him. 8 o'clock. Thank you. Ich weiß was. Das ist der Reserveknopf, den man manchmal hat bei Pullis und so. Ja. Der ist dann auch immer in so einem Stoff, so an den Stoff dran genäht. Oh ja. Damit er den nicht verliert, weil er immer seine Sachen verliert. Haben ihm die Eltern das einfach an den Kopf genäht. Ist dann praktisch. Reserveknopf. Ne? Ja, deswegen Reserveknopf kommt an den Reservekopf. Ich springe gleich zu der Uhrzeit. Ich wollte mal kurz gucken, weil wir hier unten sind. Guck mal, wir sind direkt am Wasser dann, ne? Können wir hier auch weitergehen? Sanary Road, Liu Yoshan. Das ist ein relativ großes Areal, muss man sagen. Ist einigermaßen umfangreich. Nicht ganz jetzt Hongkong-Größe, aber schon einiges. Doesn't look like there's anything ahead. Da darf ich noch nicht hin. Und da sind Tempel. Oh, ich kann schon hier, der einzige Ort, wo es Pflanzen gibt. Nämlich eine Pilz. Der gehört doch bestimmt jemandem. Jetzt gehört er mir. Ich habe mein Recht auf diesen Pilz gemeldet. Doesn't look like there's anything ahead. Okay, hier darf ich noch nicht. Dann springe ich mal zur Uhrzeit gleich. Kiko Jiro schreibt, spiele seit Dienstag und finde es recht gut, bis auf das Essen müssen. Es ist einfach 1:1 das Feeling von früher. Ich glaube, das haben wir auch schon bestätigt. Genauso ist es auch. IGN Japan hat eine 90er-Wertung gegeben. Ich würde ohne Nostalgiefaktor eine Wertung um die 70 geben. Da muss ich sagen, ich bin noch nicht so weit, eine Wertung abzugeben. Und ich würde auch keine Wertung abgeben mehr. Okay, Gregor will keine Wertung abgeben. Nee, ich gebe keine Prozente mehr, das ist ja irrelevant. Also ja, ich gebe nur die 10er-Skala. Ich finde die so am sinnvollsten. Ja, es ist sehr schwierig, finde ich hier auch. Ich finde jetzt sehr schwierig, eine objektive Wertung zu geben. Das kannst du eigentlich nicht machen. Ne? Wenn du wirklich pur objektiv sein willst, was sowieso nie zu 100% möglich ist, wirst du hier eh sehr viel zum Mäkeln finden. Ne? Ist ja klar. Das auf jeden Fall. Genauso wie Shenhua viel zum Häkeln findet. Weil die nachts immer, ne? Hat sie nämlich. So. Ich guck noch mal, was da noch so geht. So, ich spreng mal. Zum Buddhistenladen. Nee, ich muss sagen, erstaunlich wenige Menschen, die das Spiel haben und sich dazu äußern. Es ist ja auch nicht so eine große Menge an Leuten, die... Ja, es ist nicht der große Hype, das ist wahr. Ja. Da ist der Vater. Excuse me. Hilf mir, Vater. Yes. Take a look at this photo. Das bin ich. That's my shop in the background. What is this? Do you recall seeing this man? Yeah, he was with some thugs. What thugs? Tell me what you know about these thugs. I don't know if it's these thugs or not, but they're extorting shops on the promenade. Seriously? They shake down women and meek shopkeepers for money. So they're on the promenade. Thank you very much. Perhaps I should return to the hotel. Also du hast mich jetzt hier nach den zum Abend springen lassen, weil der Vater erst ab 9 Uhr, ab 8 Uhr da ist, damit ich dieses eine Gespräch haben kann, damit er wieder zurückgehen kann ins Hotel, damit ich nochmal Holz hacken darf gleich. Am Ende führt alles zum Holzhacken. Alle Wege führen zum Hack. Hexe Holzplanet. Alles wird mit Hack bezahlt.
Alles wird, ja. Someone in Vinder Avenue saw Mr. Yuan. Ah, das ist ja wirklich ein Hin und Her. He was being taken somewhere by thugs. Where to? I don't know yet. Okay. Tell me, have you got anything, Shenhua? Not a single clue. That's a shame. Let's continue asking around tomorrow. We're bound to find something. Yes. Leo, I'm going to go back to the room. Okay. Shenhua eigentlich nicht Holz hacken, weil die hat ja ein extra Zimmer. Oder zahle ich für uns beide? Das ist eine gute Frage. Lässt sie sich da aushalten von uns? Will sie einfach mal einen schönen Urlaub haben vielleicht? So ein bisschen, ja, hack doch für uns mal ein paar Scheite mit. Tja. Das geht ja nicht anders. Genau, sie hackt selbst. Die Frau von heute hackt selbst für sich. Ja, ja, du gehst gleich schlafen, du brauchst nichts essen. So, das Allabendliche. Wir müssen mal gucken, wie Shenhua jetzt liegt. Ah, nee, da steht. Oh, jetzt können sie auch mal reden. Schön. I met a nice woman in the city. Oh, das ist dieselbe. She helped point me in the right direction a few times. That was nice. She came over on the same boat we did. Was she the one staring off into the distance when we got to the harbor? Wow, you have a great memory. Bei Frauen schon. I do. I mean, I guess. She remembered you too. She did? Really? Yes, she did. Huh? Diese Art der Dialoge. Did she? Did she? Yes, she did. Aha. Alles klar. Okay. Oh, jetzt mal so rum. Immerhin, sie lebt noch, sie bewegt sich. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir in ihr Schlafzimmerfenster gucken. Das ist einfach nur, wir wollen prüfen. Wir hatten Sorgen, dass du nicht mehr atmest. Deshalb haben wir 3 Stunden vor deinem Fenster gestanden. Und mitgeschrieben. Ach ja. Wir haben, glaube ich, noch nichts gemacht jetzt. Wir spielen eine Weile schon, nichts gemacht. Ja, storymäßig sind wir bestimmt schon 15%, die wir heute erledigt haben. Irgendwie. Wir mussten die Stadt ja auch ein bisschen angucken. Ja, ja, völlig in Ordnung. Sidequest schauen. Ich bin nur immer, man kann hier einfach sehr viel Zeit verdödeln. Das stimmt, ja. Dafür ist das Spiel eigentlich gemacht. Eigentlich ist es eine einzige Ablenkung. So ist es leider. Da, weiter rumfragen. Weiter rumfragen, das war das Ergebnis. Looks good. Guess I'll take it. Guess I'll take it. Nein, nimm nicht alle Äpfel gleichzeitig, bitte. Zweite Hand vielleicht. Mit seiner Kranhand, ey. So free wie das alles war, hat es aber nicht für ein hoch aufgelöstes Schild gereicht. Vielleicht ist das Schild kostenlos. Ja, stand free drauf. Jetzt habe ich eine ganze Sammlung an kostenlos Schildern. Oder der Teller oder der Tisch oder vielleicht sogar der Raum. Ey, boom, ja, boom, eigentlich, frei auf. Eigentlich schon. Ich müsste das Free dann nehmen und zeigen, das habe ich gefunden. Ja. Und dann stellst du es irgendwo drauf und nimmst es. Ja. Das ist gut. Das finde ich wirklich sehr gut. Zahl dein Geld. Hack den Holzscheit kaputt. Holzscheit. Scheit das Holz. Wrong. Just like that. That's the way. Good. Better. 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 What was that? Better. You did it. Da sagt jemand was Schönes, Marco Czinski. Shenmue ist das Death Stranding der 90er Jahre. That's the way. Da sehe ich eine, also ist das asiatische Death Stranding der 90er Jahre? Da müsste Norman Reedus mehr IC sagen, habe ich das Gefühl. Bullseye. Ja, naja, aber ich meine so dieses ruhige, ne? Das ruhige schon, ja. That's the das way. Fast schon,
Also Ruhe bis hin fast schon an die Grenze zur Langeweile. Und es regnet auch noch. Mann, 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 wir sind harte Arbeiter. Im Regen stehen wir da mit der Lederjacke. That's the way. Die Lederjacke hält es aus. Außerdem haben wir noch ein 7 Cent Polyester-Shirt. Das wir zur Not nicht anziehen können. Nice shot. What a combo. That's the way. Yeah. Good. That's the way. Yeah. That's the way. Good. Ich dachte beim Spielen von Shenmue, dass ich langsam innerlich sterbe. Ganz langsam. Ganz, ja. Ja, ach, es ist schwierig, ne? Es ist auch, man muss auch die Ruhe einfach mal schätzen. Man muss auch mal sich mit Unterhaltungsmedien abgeben, wo du den Verfall spüren kannst. Ja? Einfach, wo man merkt, damit man da, dass die eigene Lebenszeit verringert. Was hast du aus diesem, aus dieser Spielstation mitgenommen? Zellteilung. Ja, das habe ich mitgenommen. Ja, und Holzteilung. Nimm das Geld. Ein einziger Betrug. Kann man es nicht anschreiben? Good morning. Ach, ja. Sie sagt dann wieder das Gleiche. Hey, Shenhua. Yes? Let me know if you find anything. I'll do the same for you. Yes, of course. So, den Weg überspringen kann man hier nicht, ne? Da zur Promenade, oder? Er mich durch. Dann können sie auch reingucken. Ich werde mich nach der Bauern leider kurz mal aufmachen müssen, weil ich habe noch kurz ein Meeting, wo ich dazu muss. Aber ich guck mal, dass ich danach wieder dazu stoßen kann. Du bist ja hier noch ein bisschen, ne, oder? Wie meinst du das? Ja, du spielst ja, glaube ich, noch. Ah ja, ich habe ja vergessen. Stimmt, dass du ja für Game 2 jetzt gleich den Shenmue gibst. Ja, ja, ich muss mit den Leuten mich mal kurz unterhalten. Ja, das ist okay. Schauen. Alles easy. Willst du denn noch die 7 Minuten Werbung abwarten? Ja, das mache ich. Okay. Genau, das mache ich jetzt noch. Also, danach spiele ich kurz. Ich werde sicherlich nicht viel mehr erreichen als du. Gäbe es sowas wie eine Aufgabe, wo du sagst, ey, mach das. Also, soll ich die Story versuchen voranzubringen? Oder soll ich lieber grinden? Mach ruhig die Story. Also, ich glaube, das Grinden, da werden wir... Und so viel wird wahrscheinlich nicht passieren in der Story. Lass uns lieber grinden, da investieren, wenn wir mal tatsächlich Stapler fahren oder was effektiv machen können. Weil so viel Kleinkram grinden, habe ich jetzt auch nicht so die Böcke. Nee, so? Da hast du recht. Pardon me. Das bringt uns ja nicht so viel. Hi there. Have a look around. Have you seen any thugs around here? They don't come around here, but I hear it gets pretty dicey in the promenade. Supposedly, they'll use any excuse to harass women running stalls all by themselves. I see. Das ist nicht die Promenade. Also Frauen, die Stände ganz alleine. Was steht denn auf der Karte? Was war denn die Promenade? Did you see a plant you liked? Oh nein, ich wollte die... Nein, ich wollte nichts glauben. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. It's not the right season, though, so that's all I have. Na gut, wirst du belästigt wenigstens? Immerhin. You're a tourist, right? Have a look around. I've got lots of rare plants. Actually, I just have a question. Have you seen any thugs around here? I wouldn't talk like that around here if I were you. Okay, thanks. Have you seen any thugs around here? Also jetzt darf ich nicht mal so mehr mit dir sprechen, ne? Red bloß nicht laut. Aber das heißt, wir kommen noch näher. Ja, eigentlich schon. Da, hier müssen wir hin. Zum Kung-Fu-Tempel. Oh ja. Geben Sie mir ihr längstes Schwert. Alter, aber bei der Handlotterie hat er gewonnen, oder? Schau dir das mal an, das sind Pranken. Oder? Ja. Oder er trägt einfach ein sehr großes Shirt und das wirkt so... Ja, aber der kann auf jeden Fall mit einer Hand kann der die Double-Face-Palm machen. Ja. Wenn er uns beim Spielen sieht. Der braucht ein Hand, zwei Gesichter. Pardon me. Huh? Sorry, I thought you were a fellow martial artist. Ach, nee. Might I ask what your name is? You can call me Hazuki. All right then, Mr. Hazuki. Sorry for not introducing myself sooner. Call me Shang,
owner of Kung Fu Tussle. Kung Fu Kungelei ist es hier. Mr. Xiang, it is then. Pleased to meet you. The pleasure is all mine. Excuse me. What can I do for you? Have you seen any thugs around here? Meine Kunden. I hear rumors about them every now and again, but I haven't seen them myself. Suspicious types don't come poking around shops like mine. Mhm. I see. Dann mache ich mich hier auch weg. Also eine Promenade. Was ist das, die Promenade? Hier oben. Also Stände von Frauen. Eine Frau? Das weiß ich nicht. Das ist eine, das sehe ich doch. M'lady? Sie werden doch bestimmt belästigt hier. Wenn nicht sogar von mir gerade. Can you help me? Hello there. Reasonably priced and refreshing fruit for sale. Preiswertes Obst zu verkaufen. Ist auf jeden Fall gut. Actually, I just have a question. What? Can't you see I'm busy? Well, make it quick. I'd like to ask you about some thugs. Some thugs, huh? Mhm. No clue. I try to avoid people like that. Okay. Thanks anyway. Don't go sticking your nose where it doesn't belong. Okay. Thanks. Wie schnell die patzig werden, sobald man dann patzig nichts kaufen will. Patzig sind sie alle, ne? Sie sehen alle sehr hübsch aus, aber sie sind patzig. Ist das die Käsefrau hier? Nein, das ist die Käselady. Nicht Käse, Magic? Die ist auch süß. Aber die ist vielleicht, wie alt ist die? Die ist sicher voll hier. Aber die sieht süß aus. Can you help me? Well, hi there. Für Rio passt. How about some piping hot buns? Aber sie spricht wie eine Frau mit Erfahrung. Wirklich, ja, wirklich. Sie spricht wie eine 40-jährige Mutter. Actually, I just have a question. Goodness, what about? I'd like to ask you about some thugs. You had best avoid danger, young man. You know about them? I sure don't. Nein. If you even look at them the wrong way, it's all over. It's over. No, please, no more questions. Okay. Thanks anyway. So, welche sexy ladies belästigen die denn? Bist du eine sexy lady? Nein. Er hat Style, aber keine. Warte mal, ist das die Mona Lisa da gerade? Ja. Es ist die Manga. Geil! Die Manga, oh, ist das geil! Die Frau mit dem Perlenohrring. Das ist ja super geil! Kannst du hier den Van Gogh haben? Ja. Das ist ja wieder mal näher der ran. Hammer. Das ist ja unfassbar geil! Den hätte ich gerne hängen! Alter, das ist hier. Wie in den Simpsons. Ist das der aus den Rugrats? Oder? Ja, oder ist es. Man weiß nicht, ne? Ist es der Schulhausmeister von Simpsons? Und das könnte dann einfach direkt bei Peter Griffin im Wohnzimmer hängen. Das ist ja der Hammer, ich liebe es. Vor allem die Frage, ne? Lächelt sie oder nicht, wurde hier halt einfach beantwortet. Ja, klar, lächelt sie, Alter. Ja, verschmitzte Schmunzeln. Scarlett Johansson hier nochmal. Alter, das liebe ich. Das ist zu gut. Um es einfach nur hier auf so einem billigen. Das ist das Beste am Spiel bisher. Tut mir leid, aber das ist ja großartig. Also ich muss auch sagen, ich bin positiv beeindruckt. Ich finde das sehr gut. Ich gebe all mein Geld aus. Please peruse my selection, which exclusively contains works by known artists. Ausschließlich bekannte Künstler. Okay, bitte lass mich es kaufen können. Ich kann's kaufen. Geil. Du musst Gemälde eines rotbärtigen Mannes mit einem Strohhut. Mit einem Strohhut. Alter, wie geil. Hier hinten noch was? So, warte mal. Wir haben Gemälde einer lächelnden Frau, das Porträt einer sanft lächelnden Frau. Sie hat ähnlich wie die Mona Lisa ihre Hände vor der Brust gefaltet. Genau, Copyright. Das ist ja saugeil. Den Japaner. Er hier auch, er ist der Lustmolch. Ja, das ist, wenn du am Fenster stehst, machen deine Hände genau das. Wenn Rio am Fenster steht. Ja, ja. Method Acting. So. Ach, schön. Aber dafür ja haben wir auch noch die das Kind mit der Buddel. Jungli mit dem Strauch, ein Tiger, okay, die ja kämpfen und Shenhua, Bild eines hübschen Mädchens mit Artwork aus Teil 1. Ja, also ich will Mona Lisa und ich will den Van Gogh. Das sind wirklich die zwei Sachen, die ich... Okay, also ich kaufe die einfach beide. Aber da fehlt da nicht noch... Ach, das Mädel mit dem Perlenohrring kann man irgendwie hier nicht kaufen anscheinend. Ich nehme das beides. Hammer. Thank you. Do come again. Ach, ich glaube, das ist ja hier, die Sonnenblumen sind sogar da. Alles ist da. Wo ist es denn? Hammer. Da. Wusstest du, dass Van Gogh eine Phase hatte, wo er japanische oder chinesische, diese Zeichnung, du kennst die,
Ja, die sehen so aus, als wenn sie an so spanischen Wänden würden. Ja, weißt du, ja, ich meine, diese Wandzeichnung, ja, diese langen Wände, die hat er kopiert früher. Ja. Er hat eine Phase gehabt, hat er wo er Geld verdient hat einfach damit, indem er das kopiert hat, weil das gerade ein bekannter Stil war in Asien. Gepaust. Und da hat er es gepaust. Ne? Das ist eigentlich saulustig. Man denkt immer so Van Gogh und so und alles so krasse Künstler. Aber wenn du mal beim Van Gogh Museum in Amsterdam, wenn du dir anguckst, wie viel die auch gemacht haben. Der meint, das ist halt so das Best-of ihres Lebens sozusagen, die paar Bilder, die man da meistens noch kennt. Ne? Die Sonnenblumen und das Selbstbildnis und so. Schon interessant. Ich freue mich auf Van Gogh-Ku. Van Gogh-Ku. Ja, in Dragon Ball, wenn die endlich so weit sind mit der Geschichte. Wenn die mal so weit sind, ja, wo ihm das Ohr abfällt und so. Nee, das war, glaube ich, auch One Piece. Der hat ja die Gum-Gum-Zeichenfrucht gegessen. Und er kann Dinge zeichnen, die dann passieren. Er hat immer mit der Gummihand, kann er mit dem Pinsel ganz weit die Gemälde hinten anmalen. Oder er malt dir was an und dann passiert das. Der malt den Schnurrbart, dann hast du einen. Oh ja, das ist deine Teufelsfrucht. Das ist ja unangenehm. Eindeutig. Ich mache mich kurz auf, wir gehen kurz in die Werbung und ich schaue mal, dass ich hier noch dazu stoßen kann, wenn ich fertig bin. Genau, ja. Du kommst auf jeden Fall noch mal. Es geht aber hier auch noch weiter. Bleibt dran, heute Rocket Beans großer Shenmue-Tag. Kurz noch, bevor es gleich weitergeht, muss ich kurz dem Krogi schreiben, dass ich bei Spiele mit Schmerz natürlich dabei bin. Damit das sicher ist. Denn das würde ich auf gar keinen Fall verpassen wollen, diese geilen Foltermethoden, mit denen wir uns heute mit Evil Jared austoben. Hui, hab ich da Bock drauf. Geil. Herzlich willkommen. Wir machen weiter mit was eigentlich? Shenmue 3. Heute haben wir schon viel gemacht. Wir haben Holz gehackt. Zweimal. Wir haben uns hingelegt. Auch zweimal. Wir haben insgesamt 6 Äpfel eingesteckt. Und wir haben uns herumgefragt. Und wir haben vor allen Dingen 2 wunderschöne Bilder gekauft. Das ist wirklich, das ist zu geil. Also ihn hier, den hätte ich gerne in echt, sie auch, aber ihn hier halt auch. Die Hände und der Blick und die Nase, das ist einfach, da muss man doch noch mal, ich kaufe noch eins. Excuse me. Greetings. Please peruse. Kann ich das noch kaufen? Zu teuer? Ich kann's genau kaufen! Jetzt bin ich bettelarm, aber ich bin reich an Kunst. Geil. So, nach dieser völlig nutzlosen Aktion suchen wir natürlich immer noch, ihr erinnert euch an die Thugs. Wir suchen Bösewichte, Leute, die Stress machen. Und angeblich belästigen die besonders gerne gut aussehende Damen. Deswegen muss ich hier mal einfach gucken. Ne? Sie sieht aus wie eine gut aussehende, attraktive Dame, die häufig angequatscht wird. Was, du? Get something to eat. Die habe ich nicht mal gesprochen. Don't worry, I sell cheap. Everybody's gotta eat, don't they? Niemand möchte billiges Essen. Er hier. Oder sie? Wo kommt sie denn her? Aus Bayern. Auf dem Weg zum Oktoberfest. Da guckt sie auch schon skeptisch in die Kamera. Merkt ihr, sie hat die Fourth Wall gebreakt. Sie hat gesehen, dass ich sie angucke. Sie hat mich als Spieler angeguckt. Furchtbar. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder. Ach, warte mal, hier war ja das Gespräch. Ich frage trotzdem noch mal. Ich muss einfach kurz wissen, wo ich als nächstes hin muss. Hi. Welcome to the home of the best Buddhist fittings in Niau. Have you seen any thugs around here? I've heard rumors of trouble, but thankfully it hasn't come this way yet. This shop is protected by the Buddha's blessings. Our statues ward off all sorts of trouble. I see. Hilft leider alles nicht. So, ich suche Frauen, die belästigungswürdig sein könnten. Vielleicht hier. Ich möchte helfen. Help me? Ich möchte helfen. I've got all the spices you can't live without. Come now, buy some. Actually, I just have a question. What is it? I'd like to ask you about some thugs. Oh, you mean the red snakes, right? Jawohl, man, die Tunnel Snakes. They're gangsters causing problems in the promenade. We've always had bad apples. But these days, they're rotten to the core. So anyway, where can I find these red snakes? Promenade! I don't know. I haven't seen them around here.
They probably think the strip isn't worth their time. I see. Jemand hat im Chat gesagt, die große Treppe hinauf. Das müsste doch eigentlich diese, ich meine, das ist ja die große Treppe, die ich schon hinaufgegangen bin, dachte ich. Kurz mal vielleicht, kann ich da lang? Mal so ein paar kleine geheime Ecken. Oh nein, da haben sie abgezäunt. Dabei hätte ich so gern diese Kabeltrommel mitgenommen. Sie ist noch zu jung, um von den Schlägern belästigt zu werden. Ah, da ist sie wieder. Vielleicht hilft sie mir ein bisschen. Excuse me. Oh, it's you. What is it? Can I ask you a question? I wonder if I can help. I'm looking for some thugs. Thugs? They're threatening the shops around here. Have you seen them? Thugs. What about that guy over there? Huh? Aha! Der sieht thuggish aus. Der wird direkt mal angehauen. Mit angehauen meine ich meine Faust. Hallo, bist du zufällig ein dreckiger Gangster? Take out your money. Do it now! Hey! Stop fumbling and just do it! Show me the money! Please, please spare me just this once! What did you say to me? Stop it. Who the hell are you? I Raya said Tuki. Stop it. Oh, you must really want a whooping. Dann muss ich halt wohl mal wieder eins auf die Fresse geben. Na gut. Der kann ja null. Der kann ja null. Warum sollte ich ihm helfen? Das habe ich extra gemacht. Was? Echt? Ach komm, Leute, lass ihn doch mal da reinfallen. Das wäre doch lustig. Nicht in die Töpfe. Sag mal ernsthaft. Komm noch mal, sag mal, ist es hier ein Jackie Chan Film oder was? Hau ihn doch mal in die andere Richtung. Er ist der allerbeste. Einmal mit dem Signature Move. Ach. Damn it. You're not getting away with this. Thank you. You saved me. Ja, der wird wieder zu dir kommen, nicht zu mir. Who was that? One of the thugs terrorizing this area. He mentioned something about being a part of the Red Snakes. Red Snakes. They pick fights and then try to extort money from us shop owners. They threaten to thrash our shops if we don't comply. So all of us here really don't have a choice. That's outrageous. But you provided a new dawn of light. Where can I find them? They are usually loitering around the bustling diner. And where's this diner? Go straight up that way. It's on Blossom Road. Got it. Thank you. Das ist so ein bisschen die Hoffnung jedes jungen Mannes, irgendwann mal so easy Leute verprügeln zu können, wie es hier der Fall war. Einfach pam, 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 knacktot. Ja, tut mir leid, bist selbst schuld. Hättest mich ja nicht angreifen müssen. Ich bin halt Meister. So wünscht sich das jeder. Smart und lucky. Ich würde sagen, wer da reingeht und denkt, er hat Glück, ist nicht sehr smart. Nein, meine Kleine. So, ich suche jetzt diesen Crazy Dim Sum. Du weißt nie, was drin ist. Vielleicht ist es Hack, vielleicht Gift. Okay, hier ist alles mit Bällen. Das ist ja verdammt groß alles hier.
Soll das Boxing sein? Bowling oder Bowling oder Boing? Ich weiß nicht, wofür der Buchstabe da stehen soll. Aber wir suchen ja die billige Kaschemme. Was hier sieht nach Kaschemme aus? Das da ist auch nur Glücksspiel, Glücksspiel, überall nur Glücksspiel. Mel's Café. Ups. Da wollte ich lang, genau. Ah, ein echter Tomato. Das ist ja interessant. Die kennen wir natürlich noch aus dem ersten Burger Shop. Soll ich das denn lesen? Da steht was. Nee, eine Pharmacy. Das hier ist irgendein Restaurant ohne Name. Ohne Namen, den ich lesen kann. Hey, Xinhua, was geht denn ab? Hey, Xinhua. Leo, have you found out anything? Ja, voll. Yeah, I figured out where the red snakes like to go. Oh? Apparently, they like to drink over at the bustling diner. So that's where you're headed. I'm coming with... Ja? Ach. You should investigate somewhere else. Komm doch mal einfach mit. Why? We don't know if they're still there, which means we don't know how dangerous it is. I'm going to go check it out. Ey, die ist so viel krasser als du. Okay. Du raffst es einfach nur nicht. Ey, Rio, die ist garantiert krasser als du. Die kann alles weghauen. Die ist nur besonnener als du. Das musst du mal checken, du Depp. Du Depp, du Depp, du Depp, du Depp, du Depp, du. Du Depp, du Depp, du Depp, du. Schau sie doch an. Die kann kämpfen, Mann. Guck sie doch mal, wo ist sie weg? Schließlich ist sie verschwunden, weil sie Ninja ist. Alles muss man selbst erklären. Warum kannst du das jetzt nicht nehmen? Ach so, ich muss sie angucken. Na gut. What's this? Guess I'll take it. Immer weiter nach oben. Ganz nach oben. Die 85 Treppen der Shaolin. Das ist ja wirklich ein riesiges Gebiet. Hammer! Das ist ja das Dreifache von einem, von dem Tutorial-Dorf. Is this it? Okay, ich kann hier rechts, mache ich auch gleich, aber vorher will ich noch einmal hier hochgehen. Das ist doch sicher ein Dojo. Leo irgendwas Hall. Ruhig mal wieder ein bisschen was pflücken. I'll talk to the folks around here a little more. Ich war doch gerade erst. Blossom Direct. Alles keine spannenden Dinge. Specialty Goods. Naja, ich denke, ich muss da runter. Da ist dann wahrscheinlich ganz am Ende die Bar. Die roten Schnecken. Na, komm mal her. Tagsüber trinken. Aha. Mal gucken, was dein Bewährungshelfer dafür sagt. Whoops. Bro, that's him. That's the jerk who got in my way. Looks like I have you to thank for hassling one of my men. Let me repay you tenfold. I've got business with you too. Like I care. Das wird jetzt kein QTE, da bin ich sicher, denn der ist ein bisschen stärker. Aber den werde ich sowas von weglümmeln. Papa, Mann, fliegende Fäuste in dein Gesicht. Das ist das Einzige, was dir heute ins Gesicht gehen wird. Pam, mein Knie, Alter, kriegst du Kopf ab. Zack.
Alter, ich habe selbst noch nie so gehauen. Ich wusste gar nicht, dass ich zu solchen unfassbaren menschlichen Todesqualen fähig bin. Ich bin ja wie eine Maschine, ich bin ein Bagger. Bagger der Herzen. Ich bin die Faust Gottes. Jetzt komm, Alter, der Finger Buddhas. Komm jetzt, verrecke, du dreckiger rote Tunnelschnecke. Nein, nein! Das muss so sein. Das muss bestimmt so sein. Das muss so sein. Es waren ja auch zwei. Jetzt kommt das kleine Mädchen und hilft. Someone as weak as you is no match for the boss. Go practice Kung Fu with some wooden dummies or something. Jetzt helfen die mir auch noch. Wie demütigend. Tja, da hätte ja Simon ein bisschen speichern müssen, ne? Da hätte ja Simon echt mal speichern sollen vorher. Hat er nicht gemacht. Weil der ja nicht wusste, dass direkt ein Kampf kommt. Weil Rio natürlich sofort immer in die Vollen geht. Kämpfen, kämpfen jetzt. Dabei hätte er auch vorher noch speichern müssen. Ach, er ist ein Anfänger im Prügelbusiness. Oh. Immerhin habt ihr Spaß. Das ist ja immerhin der einzige Grund, warum wir das hier machen. Echt, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder laufen? Nee, da vorne sind die da. Gut, gut, da kann ich vorher noch schön Knoblauch schnabulieren. So, und speichern werde ich auch noch. Okay. Jetzt versuchen wir mal was ein bisschen mit mehr Deckung. Ah, kaum hast du einen, kommt der andere. Ich versuch die jetzt mal zusammenzuhauen. Gar nicht so einfach. Komm, ey, die dritte, ne? Er macht sie halt einfach nicht. Ja, endlich mal. Nein! Mann, Rio, steh doch mal! Was ist denn mit dir? Du kannst doch nicht so kämpfen, nicht den Rücken! Okay. What's with this guy? Wie viel habe ich noch? Nicht mehr so viel. Nein, Mann, doch nicht den! Den anderen! Kannst du mal richtig hauen? Ja! Weg ist er. Okay. Der ist ja immer noch da. Der hat null. Okay, so. Okay, jetzt kommt. Kreuz, Kasten, Kasten, Kreuz. Kreuz, Kasten, Kasten, Kreuz! Ja! Nein, ich hab doch... Mann, das war eine Katze, du warst schon am Boden. Du Flasche. Bah!
damn it! Oh. Come on, let's get out of here! Rennen, rennen, hinterher rennen! Wait right there! Es wird auch noch gerannt, da wird aber alles... Da wird jetzt aber alles wirklich hinterher geschmissen hier, was man an Skill haben kann. Da wird der komplette Simon-Skill abgefragt. Okay. Ich hab's gedrückt, Leute. Lauf halt drumherum. Echt? Rio ist wirklich ein Vollaschi. Damn. Damn. Oh Mann, er kann halt echt nix. Reiß ihn doch um! Jetzt datscht er ihn auch noch an. Tanzen, jetzt tanzt er noch zwischendurch. Der dümmste Trick. Alter, was für böse Wer... Halt, nein! Ah, er kann sie nicht! Das war ja fantastisch! Das ist ja wahrscheinlich das Lustigste, was ich je gesehen habe. Ich muss sagen, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Schön die 3-Punkte-Landung. So, was passiert denn jetzt, wenn ich ihr helfe? 3-Punkte-Landung im Arm. Sie hätte es auch so geschafft, du Lappen. Du musst nicht alles verbessern, ne? Mit deinem Helfersyndrom. Habe heute schon mal einen Feuerlöscher in die Fresse bekommen. Are you okay? Los jetzt! Was mache ich da? Ich hab. So, kann ja gar nicht so schwer sein. X. Der Kreis! Es war Kreis! Es war Kreis! Wie sie verhöhnend ihre blöden Cutters noch macht. So. Unten. Kreis. Ja, ja. Ich weiß, Kreis. Okay, so ein Scheiß. Weiter. Pass auf den Reis auf. Was war's nochmal? X, Kreis. Links. Was ist jetzt? Was kommt? Ja! Wirf deinen kleinen Feuerlöscher! I lost sight of him. Du bist so ein Du bist wirklich ein Loser, Alter. Du bist einfach der Mega-Loser. Der Loser aus Lampedusa. Vier Äpfel und es bringt halt einfach nichts, ne? Es ist einfach, kann ich das auch noch essen? Den Tausendfüßlerpilz. So. Lasst mich stehen. Ich muss atmen. Das hat uns jetzt natürlich nichts gebracht, aber das kennen wir eigentlich auch nicht anders. Häufig so, dass man denen im Shenmue hinterher rennt und dann entkommen sie irgendwie doch noch.
Ach nee, hier war ich ja schon. Hm. Ja, jetzt könnte ich natürlich wieder zurücklaufen, nochmal zu der Bar, aber die werden ja sicher nicht nochmal in der Bar rumhängen, oder? Eh schon wieder drei. Eigentlich kann ich bald anfangen, mich wieder auf den Rückweg zu machen, solange wie das dauert. Ich habe auch das Gefühl, das war jetzt schon eine ziemlich coole Aktion hier mit dem Rennen. Mal gucken, was Shenhua dazu sagt. Oder soll ich Leute fragen? Ihr sagt Leute fragen. Weiß ich nicht. I don't think they came this way. Let's head back and keep. Ach, ich soll die jetzt doch suchen. Ja, aber Rio. Okay, dann muss ich wohl echt nochmal drumherum, ne? Ich bin sehr stolz auf Rio, wie er es schafft. Die Wut, die sicherlich auch in ihm glüht, zu bändigen. Das würde ich gerne einmal lernen von ihm. Weiß nicht, wie er es macht, aber er schafft es. Er wurde schon so oft von irgendwelchen Volldeppen verprügelt. Er ist so oft irgendwelchen Leuten hinterhergerannt. Hat Dinge in den Weg geschoben bekommen. Musste sich ganz schnell entscheiden. Dreieck, Kreis, Quadrat oder X. Und jetzt will er eigentlich nur noch... Ja, wohin? Er will seinen Vater nur noch kennenlernen, ne? Nee, der ist tot. Er will... Was will er eigentlich? Bringt doch eh alles nichts mehr. Er will seinen Vater rächen. Ach komm, lass doch fünfe gerade sein. So. Wo war der denn? Hier war er, hier sind sie nicht. Looks like I can't get through here. Naja. Kreis X. Kreis X. Ja, ich... Ah, hier weiter. Das ist natürlich jetzt bescheuert. Jetzt muss ich hier rumfragen, ob die jemand... Ja, aber hier, warte mal. Weil hier war die Dame mit dem, die kleine Mädel mit der Leiter, ne? Nee, da waren wir schon. Dann gehe ich hier nochmal runter. Und frag hier gleich mal nach. Hat sie vielleicht was gesehen? Was ist das eigentlich? Smash, Smart Ball. Godzilla. Hier, Lang Bao Dong. Can I ask you a quick question? Helfen. Hey, how about some Smart Ball? Something has been bothering me for a while now. Something wrong? Sometimes this creepy old man shows up and just stares at me. Das war Gregor. Ich kann nichts dafür. Tut mir leid, ich sorge dafür, dass er dich nicht weiter behelligen wird. So, gehen wir wieder zum Buddha-Markt. Dass das keinem aufgefallen ist, dass es ein ganz natürlicher Hindernislauf ist, wenn ihr hier den ganzen Kram aufstellt. Ich wette, der ist auch nur damit geladen werden kann. Jetzt frage ich mal den Chef, wo die Alkoholiker hier sind. Excuse me. Yeah? Have the red snakes come by here? You're the guy who drove them off, huh? Thank you so much. You really helped us out. No problem. Ja, und jetzt helfen? Can you go ahead? Mind if I... You've... Right. Aber ich hab doch Fragen, so viele Fragen. Naja, okay, wir rekapitulieren das alles. Wir sind hier hochgerannt, da... Hey, das ist da, wo ich vorhin schon war. Aber da lief niemand rum, mit dem man hätte reden können. So. So, hier sind wir dann rund. Oh, da sind wir hier lang.
Nee, das sieht mir doch falsch aus. Ja, gehen wir mal weiter. Hier kann man nicht lange. Nein, kein Herumlungern. Ich frag dich mal. Excuse me. Hello there. Have the red snakes come by here? Well, I don't know who it was, but someone ran by earlier. Okay, thanks. Keine Hilfe. Das ist ein sehr kleiner Mann oder nee, ist ein junger Mensch. Okay. Ja. Nicht? Hallo, lass dich doch mal anquatschen mit dem Onkel. Dann will nicht. Hier war's. Ne? Hier war's irgendwo. Wie sie mir aus dem Weg gehen. Du. Excuse me. Welcome. Fresh hot food here. Come and get it. Have you seen any of the red snakes around? You mean the guys from before? Huh? They were nasty and causing a scene on Vendor Avenue. They were complaining about all the shops. I'm relieved they didn't make it here. Okay, thanks. Das würde jetzt bedeuten, hier sind sie gar nicht gewesen. Also darunter ist dann falsch, okay. Aber dann würde ich doch lieber zur Sicherheit ihn nochmal fragen. Ja, doch guten Blick hier auf die Treppe. In. Yes, I run a pawn shop, but I'm fair. You won't find better rates. You can exchange full sets of items too. Ich guck mal, aber ich habe ja nichts. These are the items I'm willing to buy. Glaube, ich habe keine Sets. Das ist ja lustig. Du kannst halt echt alle Feuerlöscher plus die Feueraxt. Was kriegst du denn dafür? 900 für das Feuerwehrset. Respekt. Respekt. Nee, hier habe ich nichts. Vielleicht den Wein. Naja. Wollen Sie vielleicht dieses kleine Poloshirt? Nein, die gebe ich nicht her. Die kann ich nicht hergeben. Upset about the price, are you? That is most unfortunate. Come back anytime you have something to sell. Nicht zu diesen Preisen. Excuse me. Hello. How about some electronics to remember Niaowu by? This extension cord right here is genuine Japanese quality. Yours free with a purchase. Have you seen any of the red snakes around? Red snakes? Was that them a minute ago? Some guys like that just went off toward Vendor Avenue. Okay. Aber ich komme doch nicht von hier. Was ist denn jetzt wieder die Händlerstraße? Ich weiß, das ist die Straße, wo die ja vorher schon waren. Aber ohne Karte ist das halt auch... Okay, wir klicken mal auf Karten, ne? Karten, da. Händlerstraße, okay. Haben wir vielleicht auch noch für mich so einen kleinen Pfeil, wo ich bin? Ich glaube, dass ich da im unteren Drittel bin. Über dem Rosengarten, unter der Promenade. Und dann muss ich... Warte mal. Hier. Das ist eine... Da ist diese... Genau, da ist diese Geschichte. Das ist... Genau, also geradeaus, hoch rechts. Ach, verdammt. Ach ja, hier links. Stimmt, letztes Mal bin ich nur rechts und dachte, da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. So, da haben wir's doch. Is that really all I get? Is nee! Mercer? Ja, wie geil! Das ist ein Buddy von uns. Das freut mich aber. I want this much. Ja, Mann! I might as well just do it myself. Please, sir.
Give me a break. I've got a business to run. I can't believe how stingy you people are. Ren? Huh? Jeez. Ren! Oh, for crying out loud. What are you doing here? Can't you tell? I'm buying some chow mein. This is no time for jokes. There you go with that scary face again. What the hell are you doing in Niaowu? Der kennt mich, der hat Respekt. You remember hearing Zhu Yuan Da's story back in Kowloon? About what? Treasure, I'm talking about treasure. The scent is so strong, I can practically smell it. Das liegt eher daran, dass du seit 19 Jahren dasselbe Bandana trägst. I'm gonna walk around some more. See ya. Mann, wir haben uns gerade erst getroffen. Warum hast du immer noch kein Unterhemd an? Easily pass for a red snake. Guess it's back to the bustling diner I go. Jetzt muss ich echt wieder da vorne hin, wo ich eben schon war. Irgendjemand versucht mich doch hier zu trollen. Da war der fucking Ren. Den kennen wir doch. Einer der wenigen, naja, nicht netten Menschen, aber mit ihm hatten wir eine Menge Spaß in diesem Hochhaus in Kowloon in Shenmue 2. Ach, toll. Wie toll das aussieht. Ja, hier waren wir ja schon. Es ist wirklich ein verdammt großes Gebiet hier. Aber auch spaßig. Wir gucken uns kurz mal ein bisschen um. Doesn't look like there's anything ahead. Gut, scheint, als hätten wir hier genug gesehen. Ja, wusste ich doch. Das habe ich gerochen, dass die Entwickler hier noch was hingedödelt haben. Das ist was Neues. Das ist neu. Was ist das? Eine dreizählige Paniele. Na gut. I won't be worth anything if I don't eat. Ach. Komm, gib mir einfach einen Fisch. Excuse me. Welcome. Looking good again, I see. So young. Ach, ihn kennen wir. Energy. I wish I could say the same for me. Na, er sieht zumindest aus wie einer, den wir kannten. I've dried up a bit over the years, but I've still got a little pep left. That's because I eat my fish. It's the best food in Niaowu. Fish, fish, I say. I see. So what will it be? Will you buy one? Maybe next time. Sorry, I was just asking. That's okay then. Sehr nettes Gespräch, aber eigentlich wollte ich wirklich was kaufen. Aber nein, diesmal entscheidet sich Ryo, dass ich nichts kaufe. Na, vielen Dank. Wann kann ich denn mal entscheiden, was ich gerne mache? You need to eat your vegetables. And fresh ones at that. Ich kaufe. Knoblauch! Oh nein, ich habe null Geld. Natürlich. If it's vegetables you're after, I've got the cream. Ich kann mir nicht mal Knoblauch leisten. So weit ist es echt schon gekommen. I better eat something before I fall over. Nein, du hast doch nichts. Du bist ein armer Mensch. Ryo, der arme Dorfproll von nebenan. Knoblauch kann ich mir nicht leisten. Auch keine Möhre. Und die Dimsum bleiben fest beim Koch. Auch keine Nudeln. Und den Buddha, den kann ich nicht haben. Bananen auch nicht. Ach, dieses Spiel. Es ist ja geil, aber es frisst einem Lebenszeit. Es macht's absichtlich. Das macht das absichtlich. Oh, geh jetzt von A nach B. Jetzt musst du zu C. Ess doch ein bisschen was bei D. Er sagt es, ich muss endlich Gabelstapler fahren. Nur das ist leider noch nicht freigeschaltet. Bisher können wir wirklich nur Holz hacken. Und ich finde es verwunderlich, dass früher konnte man nämlich hier, konnte ich sogar in so einem Laden einfach arbeiten. Kann ich das jetzt vielleicht? Interested in the prizes? You're quite the connoisseur for your age. Ich will nicht spielen, ich will Geld verdienen. Maybe some other time. That's so. Well, come again. Ja, das kann ich hier leider einfach nicht. I better eat something before I fall over. Ah, nee, da nicht.
Dann gehe ich jetzt echt wieder zurück zu diesem Laden. Wird das noch zeitlich hinkriegen vor 7 Uhr? Ich kann übrigens nicht rennen, weil ich so wenig Energie habe. Jetzt kann ich wieder ein bisschen rennen, aber gleich ist wieder weg. Ach. I won't be worth anything if I don't eat. Excuse me. Huh? I'm trying to track down the red snakes. Could you tell me what you know about them? They never pay for anything. They just eat for free and call it a protection fee. They do this often? Yeah, whenever and wherever they feel like it. They're as vile as they come. I heard they got revenge on the priest of Hua Shao Temple when he spoke out against them. Hua Shao Temple, huh? Gut, wo ist denn dieser Hua Shao Tempel? How do I get to Hua Shao Temple? It's just up ahead. Ach, ich glaube, das wäre, wo wir vorhin schon waren. Thanks for the tip. Dran vorbeigelaufen sind. I better eat something. Das ist natürlich schon irgendwo ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht meckern, aber es ist ein bisschen repetitiv und einfach, weil in jedem Dorf bisher, in dem man war, gibt's immer die Schläger, die einem das Leben schwer machen, die man dann verprügeln muss, damit sie die anderen Leute in Frieden lassen. Save Shenmue. Und das ist halt wirklich immer. Dasselbe Trope wird einfach in allen drei Teilen benutzt. Finde ich ein bisschen lame, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen gibt's denn keine Polizei. Es sind die 80er. Ruf doch mal jemanden an, den das interessiert. Excuse me. Hello there. Is everything okay? Actually, I'm here for something else. Do you know the way to Hua Shao Temple? A kid like you visiting some old temple? That's a new one. Actually, I... That's all right. Sometimes it's good to clear your mind before you sow your wild oats. It's off that way. Du kennst ihn wirklich nicht, ne? Du hast keine Ahnung, was das hier für ein Typ ist, mit dem du da gerade redest. Der... Da ist Hopfen und Malz verloren. Der weiß nicht mal, was Malz ist. So, ich dachte, hier wären geile Pflanzen, aber nein. Ich will natürlich hier hoch in das Shenmue-Gebäude. Das kann doch nur interessant und wichtig sein. Boah! Das ist ja ein ganzes Gebäude, nur für mich! Da bin ja ich in dem Gabelstapler! Viermal! Ja, wie geil! Das gucken wir uns gleich an. Nach der Werbung gucken wir uns das Ryo Hazukui Shenmue Museum an, von dem er nichts wusste und auch keine Tantiemen kriegt. Bis gleich. Da bin ich wieder und da seid ihr wieder und da sind wir alle zusammen im Shenmue Museum. Shenmue Museum. Ja, brillant. Die sind sogar ein Genie, dieser Yu Suzuki. Guckt euch das doch mal bitte an. Ich meine, gibt's irgendwas Süßeres als das? Jetzt mal ernsthaft. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? So viel Liebe habt ihr noch nicht gesehen. Die Nummer 31, das ist genau mein alter Gabelstapler, mit dem ich immer die Frauen aufgegabelt habe, als Hochstapler damals, in meiner Hochstaplerzeit. Keine Sorge, ich wurde von allen verklagt. Keine Sorge. So, hier steht er. Bin ich das oder? Das ist doch hier. Das ist doch niemals. Das bin doch nicht ich. Das ist Yu Suzuki in der Shenmue, in meiner Jacke. Warum ist da Yu Suzuki in meiner. Warum trägt er meine alten Jacken auf? Ist auch schon dekadent, ne? Hier unten wäre noch Platz gewesen für die Grafiker, Entwickler, für die Storywriter. Nein, 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 nein. Nur der Yu. Ganz oben. Angestrahlt von zwei großartigen Leuchten. Größere Leuchten, als ich es je zu sein vermag. So, und das hier sind, nehme ich mal an, die Bäcker.
Also die Leute, die, all diese Menschen haben offensichtlich ein klein wenig zu viel Geld. Vor allen Dingen dieser Hund hier. Wie ist er zu seinem Geld gekommen? Wir wissen es nicht. Ist schon toll. Ich meine, es ist auf jeden Fall cool, dass man das, dachte gerade für eine Sekunde, es wäre Gronkh, dass man das machen kann. Und dass es überall solche Verewigungen gibt. Finde ich sehr, sehr cool. Kann man sich auch angucken. Man kriegt schon mit, die Leute, die Shenmue geil finden, die, das sind echte Menschen. Hier, er hier zum Beispiel. Er hier rechts. Er hat das Smarteste gemacht. Hier ist mein T-Shirt. Der hättest auch gar kein Bild schicken können. Ja. Kann man sich ruhig mal anschauen. Das hat schon was verdient. Ich frage mich immer, warum wir bei sowas nicht einfach mal 100 Euro investieren, um hier so eine fette Bohne mit Rocket Beans Logo. Hier zum Beispiel, das könnt ihr doch einfach da, dieses Ding mit dieser Melone, könnte doch einfach Rocket Beans Bohne sein jetzt. No Photo Opt Out, da ist jemand noch kurz vorher ausgestiegen. Ah ja, Shenhua direkt unterm Baum. Hey, hey! It's really late. I think I'll head back to the hotel. Ich bin doch noch gar nicht fertig mit dem Museum und ich wollte doch noch in den blöden Tempel. Hey, Shenhua. Hi, Dio. Have you found anything? Nothing new. Okay. I met someone unexpected, though. Oh, who? A man I met in Hong Kong named Ren. Ren, huh? Is he a friend of yours? Not exactly. I keep my guard up when he's around. So, he's a bad guy? Yeah. Actually, he is. But we can trust him? Well, yeah. We just have to watch our backs, is all. Okay. Leo, I'm going to go back to the room. Okay. You again. Good timing. Will you do me a favor? Really? We had a skipper. Ah! Klar, den verprügel ich. Willst du sein linkes oder dein rechtes Ohr? The employees are searching, but could you help too? Ja, klar. Could you find him and get him to pay up? Natürlich. I'll help. Thanks. I had a feeling you would. If only all of our customers were more like you. Thanks. You're looking for a seedy guy named Baitung Zhou. He stuffed himself with so much food and drink before running out. Bestimmt auch wieder eine von den roten Schnecken. He's skinny and has white hair. Got it? Got it. He can't have gone far. Comb the area around here. Understood. Oh, one more thing. Since you're here anyway, do you want to buy a telephone card? It's 5 yuan for one telephone card. Ah, das ist fünfmal mehr als ich hab. If you make more than one call, you should buy a bunch of cards. 5 yuan a pop, huh? Hey, it's not up to me. If you don't like it, take it up with whoever set the price. So, how many do you want? Also, auf der Karte ist dein Gesicht. Deins. I think I'm going to pass. What? You're not gonna buy any? Jetzt sei doch nicht so enttäuscht, dass dein Scam-Telefon-Business nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. It's already late. Ach ja, es ist ja, stimmt, es ist ja abends. Wir müssen ja
schön ins Bettchen. Nochmal kacken und dann ins Bett. Ich weiß doch nicht mal meine Zimmernummer. Ich glaube, es war das hier. Tut mir leid, Gregor, wir sind durch. Gibt nichts mehr. Alles fertig. Es kommt der Moment, wo ich dir eigentlich erzählen müsste, was passiert ist, aber weiß ich irgendwie nicht, ob da überhaupt. Du hast mir gerade erzählt, was passiert ist, oder? Ich glaube schon. Ja. Doch, ich habe ein paar von den Fliesenschlangen, von den Schlangenschlägern habe ich gefunden. Wo haben und hab die First Try habe ich dir gelegt und verprügelt. First Try. First Try bin ich denen hinterhergelaufen. Alles gut gelaufen, dann sind die trotzdem entkommen und jetzt muss ich irgendwie sie wiederfinden. Aber natürlich erst am nächsten Tag, weil es ist ja schon spät, man muss ins Hotel zurück. Und ich habe Ren getroffen, das war interessant. Oh, Ren hast du getroffen? Ja, okay. Stand da einfach so an irgendeinem Shop und hat sich wegen Essen beschwert und dann ist er aber direkt gegangen. Also er hatte nicht so viel Bock auf uns, er ist da aber da wegen diesem Schatz. Den er in Shenmue 2 irgendwie. Ah, ja, der hat da ja war immer, was, ne? Du erinnerst dich. Da war irgendwas, der hat sich an uns eh nur dran geklemmt, damit er in Richtung Schatzarmesen hinkommt. Dass er nicht mal ein Hallo oder zumindest. Ja, wir haben Hallo gesagt, aber viel mehr war nicht. Er hat nicht dasselbe gefühlt wie wir. Hat man ziemlich schnell gemerkt. Auf dem Foto haben wir ihn hier nirgendwo drauf, ne? Das ist wahrscheinlich auch deshalb haben wir ihn noch nicht angerufen. Ja, stimmt, genau. Deswegen ist er wahrscheinlich. Aber welche Zimmernummer hatten wir? 201. 201? Ja, oder 202, eins von beiden. Ist ja wie in einem echten Hotel, dass ich rumeiere. So, auf jeden Fall, wenn du die Treppe hochgehst, links irgendwo. Da, die beiden. Aber das kommt jetzt zu deiner Rechten. Zu deiner Rechten. Zeig mal. Moment, 208. Das ist eine seltsame Bezimmerung. Es fängt, 204 ist ganz da drüben und dann geht's wie so ein U, sind die Räume hier. Anstatt, dass du gegenüber die Namen hast. Oh. Schau mal, jetzt können wir mal nach außen spannen. Ja, jetzt singt sie wieder. Und wir waren im Shen-Museum. Da waren ganz viele Gabelstapler-Rios und Bilder und Bilder der Bäcker. War alles zum Thema Ryo, was du schon immer wissen wolltest und nie getraut hast zu fragen. Ja, sie hatten sie in Bailu, auch. Right. Why do you ask? I found a rather strange shop today. Strange how? It's a cafe where you can have tea with wooden dummies. Oh, okay. Ist das nicht wie mit Rio-Tee trinken gehen? You can order something to drink and then practice. Da kann Rio ein bisschen üben. Ja. Kann aber flirten üben. Odd combination. That's weird. There are some strange things in this city. Gespräche werden nicht weniger awkward als mit seinen Telefonate. Das ist hier mal hier kurz ein Blast from the Past aus dem Comments-Bereich. Simon, was wurde eigentlich aus Beamon.net? Krass, dass du das noch kennst, Alter. Beamon.net. Beamon.net war damals, als deine Seite auch noch groß war, hier als meine noch, RPG Heaven. Mhm. Also die ist ja heute immer noch. Existiert die noch? Ja, ne? Die leitet auf YouTube um alles mittlerweile. Ah, gut gemacht. Früher war Gregor nämlich mega fame und hatte RPG Heaven und war der Rollenspiel, ganz anders als heute, der Rollenspiel-Spezialist, der Gaming-Nerd schlechthin. Und dann und jeder hatte damals, das war die Zeit der Internetseite. Jeder hatte eine Webseite. Natürlich hatte ich auch eine, beamon.net. Da waren tolle Sachen drauf. Das war die Vor-Game-On.de-Zeit. Das war quasi die Anlaufstelle, bevor man überhaupt... Das war die Anlaufstelle sogar vor Budimon. Also beamon.net, dann kam simonkretschmer.de, dann kam das war, simonkretschmer.de war cool. Das ist cool. Ich habe das alles selbst gemacht, muss ich dazu sagen. Ja. Ne? Beamon.net war geil, das war so eine Bananenstaude und wenn du da mit der Maus drüber gegangen bist, haben sich Buttons gezeigt und da konntest du auf die Buttons. Mit Hotspots? Mit Hotspots. Geil. Alles extra mit Hotspots, super, war mega aufwendig. Und dann kamst du immer auf, ich habe da schlechte E-Mails von Leuten gezeigt, die mich beleidigen, schlechte SMS vor betrunkenen Freunden. Ich habe im Grunde all das, was heute ganze Plattformen entstanden sind, habe ich alles auf meiner schon gehabt. Ne? Also, ich schwör's dir, ich hatte Memes. Ich hatte Memes, bevor es Memes gab. Linkeriche hießen die bei mir. Ja, die waren fürs Maniac-Forum. Das war dann sowas wie, wenn dich was nicht interessiert hat, konntest du bei mir den Link und dann hast du ein Bild bekommen mit John Wayne, mich interessiert's, zum Beispiel. Unglaublich. Memes, oder? Bottom Text, Bild. Jahre bevor es rauskam. Hättest du es Nine-Gag oder so genannt, ne? Dann würden die Leute heute alle bei dir vorbeilaufen. Das ist das Ding. Linkerich funktioniert nicht.
Linke Riche ist einfach Quatsch. Es muss nur etabliert werden. Das ist das Gronkh-Phänomen. Ne? Der macht seine Sache gut, aber der war auch als erster da. Ne? Das heißt, vielleicht würden wir heute nicht Meme surfen, sondern linke Riche. Das ist so. Und ich weiß noch, wie damals alle immer gefragt haben, was sind denn diese linke Riche? Und ich meine, ja, die brauchst du für Foren. Wenn du jemanden auf den Sack gehen willst und willst ihm nur noch ein Bild posten, dann nimmst du die Bilder von mir. Ich habe sogar die Links abgekürzt, damit man nicht am Link schon erkannte, was es ist. Du kennst es, ne? Ja, mit bit.ly und wie sie alle heißen. Alter, Gregor, du verstehst mich. Das war bimon.net. Das war großartig. Und ich habe letztens wieder alte Daten gefunden. Hast du noch ein Backup von dir auf der Festplatte? Ja, du weißt, wie es ist, ne? Oh, jetzt ist hier. Komm. Ja, ist auch egal. Jetzt nicht mal reden. Wir haben einfach nur zusammengestellt. Standen. Aber ja, so ist es halt. So ist es halt. Also es war echt, das waren Zeiten noch. Da war die Welt noch in Ordnung. Da war noch alles offen, Gregor. Wir konnten noch alles werden. Ja. Und jetzt sind wir geworden. Jetzt sind wir geworden. Wir können, also den Pfad, den sind wir gegangen, auf den wir uns damals begeben haben. Es ist mir, wir haben ja einfach, also für mich war das so, ich habe einfach gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Ich mache eine Website, ich schreibe über Videospiele, bisschen was über das Profi-Catchen, Anime, den ich geschaut habe. Auf einmal sind da Leute und du hast ein Forum und ist doch geil. Ist doch geil. Was ist denn hier passiert? So war das, ne? Du konntest echt deine eigene Seite noch machen. Sowas hat man heute nicht mehr, Mann. So, krass, krass, krass. Ja, wir gehen demnächst in den Laden und kaufen eine Packung Netscape Navigator oder so. Ne? Die CDs, genau. Ey, du musstest Browser früher wirklich als CD oder als Diskette kaufen. Ne? Ey, das kann man sich nicht vorstellen. Mit einer Anleitung, wie das Internet funktioniert. Und man hatte so viele von diesen Gratis-CDs, dass kein Mensch mehr wirklich ein Abo gemacht hat. Das ist so, ja, stimmt. Ne? Also manche Leute haben später von den AOL-CDs ja auch einfach dann irgendwie irgendwelche Sitzgelegenheiten gebaut, weil so viele dann irgendwie rumgeworfen wurden. Ist eine gewisse Art von Nostalgie, wenn man diese Mid-End-90er-Internet-Ära nicht mitgemacht hat. Bis in die 2000er, bevor alle angefangen haben, Webdesign zu lernen oder du dann irgendwelche Blogs hattest, die das automatisch für dich gemacht haben. Ich habe mir auch noch hingesetzt und ein bisschen HTML geübt und dann What You See is What You Get. Man hat sich's beigebracht, ja, genau, allein das. Mit dem Netscape Composer dann gebaut und oh, ich kann Frames machen. Wäre es nicht geil, wenn man noch eine MIDI-Datei abspielen kann, während man dann surft, damit noch ein bisschen Musik dabei ist? Und dann hatte man meistens, also ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber man hatte so Editor. Die hatten dann alle ihren eigenen Shit. Die waren alle mit Coding, aber jeder hatte dann eigenen Kram. Mhm. Das heißt, nichts von dem, was ich für bimon.net gelernt habe, konnte ich für simonkretschmer.de oder für Budimon benutzen. Ja, ich war irgendwann nicht mehr so hardcore, wo ich mich dann komplett in HTML da reinversetzt habe. Ich habe gedacht, du schreibst die Seite und guckst nicht, musst du schon sehen, was da entsteht. Ich glaube, ich habe viel mit dem Netscape Composer dann gemacht und später beim Relaunch mit dem Dreamweaver. Dreamweaver kenne ich noch, aber das war dann schon skillig. Das war schon Adobe Software. Es ging irgendwann mal, aber es ist eben die Zeit, wenn man noch mit so Hotspots und Frames und anderen Sachen gearbeitet hat. Von CSS hatte ich keine Ahnung von Tuten und Blasen. Da bin ich froh, dass dir das heutzutage auch alles abgenommen wird. Oder PHP-Skripte. Ein PHP-Skript habe ich einmal geschrieben. Das kenne ich auch noch. Um rotierende Bilder bei mir in der Seite zu haben. Ich hatte genau sowas, ich habe es mir schreiben lassen, von jemandem aus dem Maniac-Forum. Ja, ich choppe some wood. Aber ich kann ja währenddessen ein bisschen erzählen. Ja, hast du bezahlt mit ein bisschen Holzhacken im Maniac-Forum? Ich habe dem gar nichts gegeben, fällt mir gerade ein. Das ist gut. Aber ich hatte so einen Randomizer. Und zwar war das so ein Button. Wenn du da drauf gedrückt hast, kam immer ein anderes Bild. Weil ich quasi, dann habe ich so einen Ordner gehabt, wo ich immer neue Bilder reingehauen habe, lustige. Das ist so hart, ne? Man hat diesen Shit einfach gemacht. That's the way. Man muss nur einen finden, der ein Startup draus macht, ne? Und schon wirst du heute der Linkerich-Millionär. Ja, ich meine, Kenai Has Cheeseburgers hat aus einem Gag eine Plattform gemacht, ne? Oh, meine Katze hat so ein bisschen zusammengezogene Augenbrauen. Milliardär. Genau, Schnittmilliardär. Grumpy Cat Schnittmilliardär. Was ist denn los mit der Welt? Habt ihr denn gar keine Ansprüche mehr? Oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr Absätze von Grumpy Cat Merch. Sie ist gestorben. Oh, in Gedenken an Grumpy Cat, neue Collection. Aber sie hatte vorher noch 12 Kinder. Ja, mindestens, ne? Und dann schlecht, mit schlecht angeklebten Augenbrauen. Das ist ein originales Grumpy Cat. Das Geile ist auch Simon's Cat, finde ich auch super. Aber der hat jetzt auch gemerkt, okay, wir haben jetzt 4 Bücher über Katzen. So interessant, so viel machen Katzen nicht. Mhm. Also hat er jetzt Simon's Dog alle angefangen. Ich meine, es ist total logisch. Aber dann denk doch mal weiter. Was ist in den 10 Jahren? Ja. Simon's Rat. Es gibt dann irgendwie, du hast nicht das Äquivalent zwischen Katze und Hund. Ne? Wenn du die einmal durch hast, dann hast du den Großteil der Haustiere weg. Ab da kannst du eigentlich nur noch Top 3, 4 Haustiere nehmen. Die sind nicht mehr, die verkaufen sich nicht mehr so gut. Oder du musst Simons wechseln, ne? Dann ist es Richards Cat oder Richards Dog. Vielleicht ist das. Vielleicht stinkt der Fischer am Kopf. Man weiß ja nicht. Yeah.
That's the way. That's the way. Bullseye. Das ist echt wenig. Das ist echt wenig. Ja, irgendwie klappt das auf einmal dann nicht mehr so richtig oder so. Es wird nicht besser, das Minigame. It's tough, isn't it? Und der Chat ist am Puls der Zeit. Grumpy Cat ist out. Pushing Cat ist in. Yes. Das kenne ich noch nicht. Darf man das über? Ich hoffe, dass man das googeln darf. Ach, du meinst, dass das vielleicht was Sexuelles ist? Ich was google es mal. Ist? Nein, das ist, ja klar, die kenne ich doch auch. Das habe ich doch auch mal. Die kennen wir auch. Ja. Hier, Pushing Cat. Okay. Könnt ihr kurz mal zeigen. It's all here. Don't forget your daily payments from now on. Genauso spricht die Pushing Cat. Ja, nee. Ey, sowas kann ich auch mal. Geh mal rauf, ja, genau sowas. Aber du musst. Ich könnte das nicht machen. Das kann ich auch malen, Gregor. Malen kann ich nicht. Die ganze Zeit denke ich, ich kann kein Geld mit sowas verdienen, weil ich nicht malen kann. Aber das ist doch auch kein Malen. Ich hatte mir auch mal eine Adresse für einen potenziellen Wettcomic gesichert, aber es hat davon abgehangen, dass ich jemanden finde, der zeichnen kann. Weil den Inhalt kann ich schon füllen, nur zeichnen kann ich nicht. Das ist wie mit App-Entwicklern. Zeichner denken auch, Text schreiben kann ich selbst. Genau, es ist voll easy. Ja. Dann mach's doch. Yeah. I should be asking. I'm getting used. Yeah. Good. I'll head out then. Okay, be careful. Ja, die Kids heute mit ihren Memes und allem. Und die ist von 2010. Ja, die Young Cat. Einige mal vielleicht wieder frisch. Das gibt's ja natürlich auch. Zyklische Memes. Zyklische Memes. Da hoffe ich immer noch drauf, dass Rocket Beans irgendwann auch nochmal. Oh. Gibt ihr den Job? Nein, ne? Aber ich guck gerade. Draußen raucht. Der sieht nicht aus wie jemand. Ja, ich kann. Alter. Okay. Vielleicht können wir jetzt arbeiten. What do you want? Are you Bai Tong Joe? I am. What's it to you? Job. I'm helping out at Hotel Niawu. Ach nee, er ist der Nichtzahler. You've got the wrong guy. Ah, okay. There's no mistake. Come with me. No way. Ja, du hast doch keine Staatsgewalt hier, Rio. I'm a truly free man. I refuse to be held down by things like money or society. Das habe ich auch schon mal gesagt. If you want me to go, you'll have to drag me there by force. Okay, prügel ihn rüber ins Hotel. Halt. Kein Problem. Musst du ihn jetzt immer so schlagen, bis er immer so ein paar Zentimeter weiter Richtung Hotel ist? Genau, wir kicken ihn einfach. Alter, kann denn hier jeder Karate oder was? Und gleich der Nächste. Shit. What was that? Boah, minz sein Gesicht. Okay, drei hat er noch. Den hast du gleich. Bam, 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 bam. Und zwei, einer. Okay. Immer denselben Button. Ein Treffer wahrscheinlich, da hast du ihn. Da hast du ihn, gerade noch den alten Opa auf den Boden gepackt. Da war auch vorhin so ein Mädel, war echt lustig. Mädel auf einer Leiter und die roten Schlangen haben die Leiter, weil sie wollten nicht gleich hinterherlaufen, die Leiter umgeworfen. Und das kleine Mädel wäre dann halt beinahe auf die Steine gefallen aus 4 Meter. Und wenn du es schaffst, dann fängst du sie. Was glaubst du passiert, wenn du sie nicht fängst? Schnitt auf Rio und du hörst da Platsch. Schnitt 3-Punkt-Landung, Alter. Ja? Die landet saucool. Mega besser, als er jemals irgendwo gelandet ist. Mit einer 3-Punkt-Landung direkt neben ihm. Guckt ihn nur doof an. Eine 3-Punkt-Landung? Es war schon echt gut. Shit. Ich glaube, dass die... Geht er jetzt denn manuell da hoch? Also statt Kinderlähmung gab's Morpheus oder was soll das? Sie hat auf jeden Fall unsere Hilfe nicht gebraucht. Aber er mit seinem Helfersyndrom... Ja, trotzdem, ne? Er hat natürlich trotzdem geholfen. Ich will gar nicht über die Straße. Lassen Sie mich. Wer sind Sie überhaupt? Warte, Oma, ich helfe dir. Oh, da ist er ja! Ren. Läuft er einfach da rum. Rennt der einfach so? Ja, der rennt einfach und so mit seinem Schlagstock. Hey. Huh? Oh, it's you again. Kein Interesse an mir. Wirklich. Wir haben so viel durchgemacht. Kettensägenmann war hinter uns her. Ja. I refuse. At least listen to me. There's a life on the line here. Let's hear it. This is a real tearjerker. I met this old geezer. His grandkid is getting married, but the geezer is dying. He doesn't have much time left. Oh nein. He wants to make it to his grandkid's wedding. Ain't it sad? And then what happened? Ever hear of the almond mushroom? They call it the mushroom of life. Huh? It's a medicinal mushroom. If he had it, he could live longer. But it's crazy rare. It'd take forever for me to find it. And you want help finding it? You got it. Come on.
Can't you help a pitiful old man? Das ist nicht die Geschichte, die ich erwartet hätte. Nee, es ist eine schöne. Natürlich helfen. Natürlich. I suppose it wouldn't hurt. In Pilzi. Now we're talking. I knew you were the one to ask. And? I found out that you can get them at pharmacies and Chinese medicine shops. Pharmacies and Chinese medicine shops. There's not much time. Let's split up. Okay. I'll take care of the area from the harbor up to Vendor Avenue. You get the area from Vendor Avenue to Blossom Road. That's fine. I'm counting on you, man. Das ist bestimmt sowas. Oh, Sie haben diesen Pilz, der kostet auch nur 34.000. I've got to eat something. Okay, gut, jetzt wäre ich beinahe wieder dahin, aber da ist ja nichts. Du wolltest im Hotel gucken, ob der Opa wieder zurück ist. Ja, oder? Das, ich nehme an, dass ich da einfach einmal. Einmal mit ihm reden, einmal mit der Frau da reden, ne? Ja, ja, aber dass ich dann einfach einmal umsonst da schlafen kann. Also. Ja, oder für immer umsonst da schlafen. Das wäre aber ganz schön ein dummer Deal von ihr. Das wäre ein ziemlich dummer für Deal. Einmal einen Zechbreller ranschleppen. Ups. So. Can you help me? What do you want? Where is Blossom Road? Blossom Road, huh? That's a ways up from here. Sorry. I'm terrible at giving directions, so you better ask someone else. Die wollten nicht so viel Text aufnehmen. Mm-hmm. It'll be a lot easier. Uh-huh. Okay. Thanks. So, wir machen das jetzt nochmal. Excuse me. Oh, it's you. You find Joe? Yes. And we made him cough up what he owed, too. I never doubted you. I never misjudge a man. Thanks. Außer Joe. Here's a token of thanks for your troubles. It's a limited edition T-shirt made by none other than myself. Thank you. Ein Hotel-Shirt haben wir gekriegt. Help out if anything else comes up. Anyway, while you're here, want to buy a telephone card? Nein. Nein. It's 5 yuan for one telephone card. If I think. So, ziehst du das Shirt an? Nein. vielleicht zahle ich weniger, wenn ich das habe. Ah, du sagst, du machst auch Werbung für uns, ne? Also kostet ein paar Yuan weniger. I'll do the same for you. Yes, of course. Okay, I'll see you later. Ja, sie hat echt nichts zu sagen. Guckst du denn überhaupt draußen nach, Shenhua? Das ist ganz in einem Hotel hier in der Lobby. Ich sehe sie, wenn in der Lobby. Ich habe sie auch mal draußen gesehen, da stand sie an einem Shop. Mhm. Ich habe das Gefühl, für sie ist das einfach nur ein großer Urlaub. Moment, wo geht es hier? Geht's weiter, ne? I won't be worth anything if I don't eat. La, la, la. La, ich kann nur laufen. La, 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 la. Hier, ne? Ja. Ja, genau. Also diese Schläger, die müssen wir natürlich weiter auswendig machen, weil die wissen, wo der Vater von Shenhua ist. Fahren Sie hier entlang. In dieser Stadt auch Linksverkehr gilt für die Treppen? Wahrscheinlich. Kannst ja alle mit dem QTE ausweichen. Ja. Ist noch eine Treppenstufe. Dick, 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 dick. I've got to eat something. Nein. Wir brauchen mehr Ausdauer. Ich habe Äpfel, stimmt. Also Äpfel. Ist ein paar Äpfel. Cool, immer noch rot. Ja. Das bringt ja gar nichts. Die vier Äpfel schon, haben nichts gebracht. Schon ist weg, ja. Das, lächerlich, dass vier Äpfel nicht so viel bringen wie eine Zehe Knoblauch. Moment, hier noch hoch. Weiter hoch, genau. Es ist in Sachen Effektivität. Der Knoblauch ist einfach dicht. Steht da Capcom? Nee, hier steht Game. Rosenblut, die Promenade, Xiao Tempel. Rosengarten. Also müssen wir da so drumrum, ne? Bei der Händlerstraße rechts runter. Nee, Rosengarten ist diese, du weißt das Geschlängel, bitte nicht laufen. Das ist, glaube ich, der Rosengarten. Das ist da, wo du kämpfen kannst mit den Minigames. Das ist Rosengarten. Aber da soll ich doch hin. Da sollst du hin? Nee, er hat danach gefragt. Okay, das war für den Sidequest natürlich. Da weiß man natürlich nicht, ob das überhaupt irgendwie machbar ist. Also da ist noch eine Spielhalle hier anscheinend.
noch mehr Läden. Das sieht jetzt schon sehr aus wie Hongkong eben, ne? Von den verschlungenen Straßen. Ein bisschen größer. Also bisschen die Straßen sind breiter auch. Ja. Ja. So, natürlich gehen wir zum Tempel, Leute, denn wir sind da letztes Mal nicht mehr hingekommen. Ja, so ähnlich, genau. Manmo Tempel. So ähnlich. Burger Shop. Take it. Oh, Tomato Store gibt's hier. Der Hammer. Please go to the Burger Shop. Please don't laufe hier. Oh, okay, das sieht sehr nach QTE-Ecke aus, oder? Ja, das hatten wir schon. Ist auch zum Laden, glaube ich. Ist auch zum Laden, ja. Du musst Schlangenweg, ne? Du musst schlängeln, weil da lädst du länger. I've got to eat something. Boah, so ein schöner Tempel. Diese Schläge waren auch mal herzensgut, aber auch die sind vom Weg abgekommen. Sie sind auf jeden Fall abgekommen. Irgendwann hatten sie auch mal einen Meister, der ihnen das versucht hat beizubringen. Der kleine Schier. Was ist mit dir passiert, Schier? Oh, Moment. Das hier ist doch sicher interessant. Oh. Sowas gibt's doch nicht ohne Grund, so kleine Ecken. Was, echt? Ein ganzer Pfahl? Das ist einfach nur der Pfahl. Da ist einfach nur ein Pfahl drin. Ist hinter dem Pfahl irgendwas? Eine Blume? Nein. Nee. Das ist einfach nur ein Pfahl. Unangenehm. War einfach nur ein Pfahl. So, das würden wir aufs YouTube-Thumbnail ganz groß draufpacken. Meet the Pfahl. Kannst du dich noch erinnern an die Shenmue 3-Folge mit dem Pfahl? Ich frage mich gerade. Rio links, Pfahl rechts. Wer hat mehr Persönlichkeit? Ja. Es ist immer der Pfahl. Ist von Pfahl zu Pfahl unterschiedlich. Boah, hier ging es ja richtig ab. Da gab's Ärger, das sehe ich doch schon. Da sehe ich alles voller Terror und Zores. Mhm. Aber Buddha ist doch Friede. Hat er ein Hühnchen in der Hand? Nein, ne? Hey, Hühnchenschenkel. So ein Hühnchenschenkel, ne? KFIC. I can't believe there are people doing such terrible things. I'm guessing this is the Red Snakes. Your guess is correct. They threaten and extort money from shop owners, get drunk by noon and cause trouble. Oh, wo melde ich mich an? Wo melde ich mich an für die Red Snakes? Ja, was hat er denn? Na, siehst du schon, sie haben bei ihm halt randaliert, weil er gegen sie ein bisschen gewütet hat. Also die haben da keinen Bock drauf, dass er da... Ja. Keiner traut sich, ne? Keiner traut. Yeah. Speaking of, where can I find these red snakes? I haven't the slightest idea. However... Yes? There was a bit of a scuffle on Sonari Road some time back. Sonari Road? If you ask around there, you might find something out. While you're here, why don't you go take a look at the main hall? Hmm? Fortunately, the Red Snakes didn't make it that far, so it remains unscathed. Die kannst du auch noch kaputt machen. Sind das die, was waren das, die vier Wude, die man im zweiten Teil von der Wand... Ach, die Wut, ja, genau, die man da putzen musste, ja. Der ganze Sud. Das ist so ein schöner Manga hier auf den Türen. Ja, ein sehr früher Manga. Ah, oder sind das die Bäcker hier wieder, ne? Wenn du da drauf guckst. This is... Nee, ist das ein Rätsel? Da stehen Namen, ne? Ich glaube, es sind auch wieder Namen. Ja, doch, ich glaube, N. Beierle, das sind wahrscheinlich Bäcker, ja. Eine Menge Bäcker. Also an allen Ecken und Enden findest du Verweise. Aber es ist lustig, dass es nicht nur eine Geldgeber. Sache gibt, sondern manche Messages, manche haben hier irgendwie so Schilder, wo sie ihren Namen hängen haben, manche haben was anderes. Das ist doch nice. Ich frage mich gerade, ob man irgendwie so kleine Bilder von euch einblenden könnte. So. Die folgenden 5 Minuten werden euch präsentiert und einfach immer dann die nächsten 5 Minuten. Ja. Von Klaus Karbowski. Cool, Klaus. Jeder hat ein Foto eingeschickt, das wird dann auf irgendeinen NPC, bestimmten NPC immer wieder draufgepackt. Ne? Das gefällt mir. Take this with you. Why me? Broschüre. You look like you're from Japan.
And your appearance suggests that you're a martial artist. A martial artist once visited this temple a long time ago. Mein Vater. What? This is something that martial artists dedicated to the temple. It can only serve its purpose if you possess it. Steht ja Vaters Name drauf. Take it, and may safety accompany you in your travels. Hm. I better eat something before I fall over. Immerhin können wir einen neuen Move lernen jetzt, ne? Ja, stimmt, das war ein Move, eine Move-Scroll, ja? Ja, würde ich sagen. Ey, es sieht so schön aus. Es ist einfach schön. Wenn die Animationen nicht wären, wäre es richtig top-notch eigentlich. Er macht daraus ein Ego-Perspektiven-Spiel und die anderen Figuren sind nur Geister. Ja, einfach so, läuft hier so rum. Ja, machst du einen richtigen Walking Simulator draus, ne? Wo du dann einfach nur, ja. du hörst in deinem Kopf dass die Gespräche von damals und siehst keine anderen Figuren. Ach, man könnte schon viel damit machen. Es ist nun mal einfach 1A nachgebaut. Glaubst du denn, die Dörfer, ich meine, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, sind 1:1? Also, wie hier meinst du? Gibt es eventuell ein Dorf, was so ähnlich aufgebaut ist wie hier und man hat sich daran bedient, was so in den Berg gehauen wurde? Also ich frage mich schon. So wie die anderen aufgestellt waren, ich habe natürlich jetzt nicht den Vergleich mit dem 80er Jahre Hongkong, was die da nachgestellt haben, ob das so entspricht. In Yokosuka war es zumindest, du hast ein bisschen erkannt, die Straßen, aber sie waren schon anders als in den 80ern. Ja, ja gut. Yeah, it seems the Red Snakes didn't take too kindly to the priests of Washiao Temple criticizing them. I can imagine. I still don't know where they are, though. How about you? Have you learned anything? I have. Apparently they've been targeting shops run by women and older residents. Ah. They're disgusting criminals. If I can just figure out where they hang out. Sonari Road. What? Das hast du eben doch schon erfahren. Along Sonari Road. Is that so? Der ist wie dieser Simon von Rocket Beans, der sich nie was merken kann. Das geht mir aber auf den Zeiger. Szenariusstraße. Ja, eigentlich wollte ich sie fragen, ob sie, sagen kann, wo die ist, ne? So, wo sind denn die Shopbesitzer, wenn mal einer braucht? Oh, jetzt muss ich hier in ihren blöden Porzellanladen. Das ist der beste Porzellanladen der Stadt. Excuse me. Come on in and have a look. There's something I want to ask. Do you know the way to Sonari Road? It's near the river. Just go down the steps. Got it. Thanks a lot. Das ist nicht schwer, das kriegst du gleich hin. Da, wo wir ja genau erstmal zum Grün gekommen sind, ne? Warst du denn im Supermarkt da drüben? Vielleicht wieder die süße Kleine aus Hongkong da, die mit uns angebandelt hat. Schau mal, das könnte auch hier links lang gehen. Szenariostraße, Promenade, Vendor. Can I ask you something? What? Wann hast du Schluss? Which way is Sonari Road? It'd be fastest to head through Vendor Avenue. Okay, great. Thanks. Und einfach nur die Treppen runter. Treppe rauf, Treppe runter. Sie steht so nicht, ich dachte, sie steht so nicht auf der Karte. Sie habe ich eben nicht gesehen. Aber nee, sie stand da auch nicht wirklich, leider. Ja. So, wer ist denn der Nächste, den ich frage? Das musst du irgendwann mal auswendig kennen. Excuse me. Hello there. Do you know the way to Sonari Road? It's on the riverside. Fastest way there is to go through Vendor Avenue and come out along the river. Got it. Thanks for the tip. I better eat something before I fall over. So, Vendor, ist das links oder ist das rechts gleich? Na, Ufer müsste dann ja links sein. Ne? Aha, Touris.
Unser liebster Laden. Das Geld habe ich nicht bereut, was wir für das den Van Gogh ausgegeben haben. Ey, das ist auch, ich würde es immer wieder tun. Hello. Reasonably priced and refreshing fruit for sale. Do you know where Sonari Road is? Sonari Road, huh? Go down through Vendor Avenue and you'll hit Sonari Road. Head that way. Okay, thanks. Das ist so toll, wie die Kamera. Sie zeigt nirgendwo dahin. Warum dreht sie sich nicht einmal in die Richtung? Weil das ganze Zeigen ist damit quasi für den Arsch. Ja. Was immerhin, nee, hier, genau, hier nach rechts. Was immerhin besser ist, was mich an Teil 2 genervt hat. Kannst du mir kurz sagen, wo ich hingehe? Ich wollte da zufällig hin. Willst du nicht lauf mit? Mir doch hinterher. Eigentlich nein, sag nicht. Mir einfach, wo es ist. Ich will nicht der alten Dame hinterher stochern. Ich will einfach nur wo wollt in ich eine Richtung. Hin? Ich gehe jetzt mal. Oh, sind das Terrarien? Ja. Oh ja. Schildkrötis, oder? Ach, das ist ja langweilig. Try a turtle race. Ach. Actually, I have a question. How do I get to Sonari Road? Look, I'm not a tour guide. Talk to me if you want to race turtles. I'll, keep that in mind. Alles nur aggressive Verkäufer. You don't need to ask me, there's a sign over there. Okay, great. Ja, da unten ist wahrscheinlich die Sonari Road. Eins von beiden. I won't be worth anything if I don't eat. Da ist sie, ne? Ja. Na, endlich. Da wollte er vorhin nicht lang gehen, als ich hier unten war. Aber jetzt traut er sich. Ach, manchmal sieht das wirklich echt schön aus, ey. Schau dir das mal hier an. Ist auch wunderbar. Ist toll. Ach, diese majestätischen Fahrten auch immer. Das ist toll. Das ist schon gut gemacht. Ach, ist alles so sauber. Deshalb ist es auch ein Videospiel. Ich habe in China leider nur den Flughafen kennengelernt. Nicht die Gegend selber. Der sah aus wie alle anderen Flughäfen. Hm? What's this? Bootsrennen. A pair of red snakes. Could they have brought Mr. Yuan here? I should go talk to someone at that shrine. Mache er das, Rio. Kann man nicht einfach von hier schreien? I've got to eat something. Wenn sie was schreien kann, ist, ich brauche noch mal eine Zwiebel. Ja, bitte, die sollten uns einfach, wenn uns einfach jeder. Du siehst aber müde aus, hier eine Knoblauchzehe. Ja. Und du würdest einfach, statt mit guten Ratschlägen, einfach mal mit ein bisschen essen. Das wäre echt geil. Ich bräuchte gute Bratschläge von denen. Das wäre schön, wenn die Schläge so hart sind, dass du damit jemanden braten kannst. Also, wenn dein Steak einfach haust du das Steak. Du müsstest, das ist so, das ist die Reibung, ne? Du hast ja so viel Reibungsgeschwindigkeit, das ist quasi. Aber du musst auch trainieren. Ich will ja medium und nicht gut durch. Dann halt, nein, du musst dann natürlich der Meister an der Brathand sein. Du musst erst nach 800 Backpfeifen hast, kannst du medium rare braten. Ich mag die Idee. Ich finde die super. Oha. Ist sie der Boss? Sie denkt, wir sind die Snakes. Und haut uns mit dem Besen. Ich weiche bei Frauen nicht aus. Nochmal, oder? Frauen dürfen mich hauen. Ein Großteil der Silben ist ja das Gleiche. Aber weißt du, was ich komisch finde? Dass die QTEs früher führten die ja dann einfach weiter. Und jetzt ist immer sofort Ende. Yes. Was ein bisschen die Dynamik, ach, auch aus diesen QTEs und der Idee dahinter rausnimmt. Weil gedacht war es ja als Film, wo man mal was richtig, mal was falsch macht. Genau, und ab und zu mal dann einfach, ja, da musst du einen alternativen Weg dir suchen und fertig war's. Ich bin nicht begeistert mit der Geschwindigkeit, in der die QTEs kommen und verschwinden, weil es sorgt irgendwie echt dazu. Komm, ich hab sogar zweimal eben gedrückt. Wirklich, ich hab wirklich zweimal. Einmal zu früh, einmal zu spät. Also es sorgt halt dafür, dass man irgendwie so diese Szene nicht wirklich genießen kann. Yeah. Ne? Das ist schon komisch. QTEs waren früher besser, aber da haben die Geräusche genervt. Man kann original am Anfang nicht drücken. Kein Witz. Das erste Viertel funktioniert nicht. Ich habe eben gedrückt, es funktioniert. Du kannst nicht drücken im ersten Viertel. You got the wrong guy. Lies! I know you're with the red snakes. Red snakes? Hold on. I'm looking for those guys. Du hast doch rot an.
Can you tell me what happened here? I'm sorry. I've made a grave mistake. Wer bringt dir denn auf Barbara zuerst zu hauen mit dem Besen? The red snakes. They came here and barged into Liu Zhao's shrine. And then they stole the shrine's treasure. They don't know when to stop. It's a treasure that has been kept at this shrine for many, many years. I'd like to ask you about the boat, the one at the pier over there. The red snakes came here on that boat a while back. Voll das Crab-Boot, ey. Da, wo wir auch vorbeigelaufen sind gerade. Did you see them? Yes, I did. Einfach das Boot abfackeln und dann werden die schon kommen. Dragging two men along with them. I knew it. Mr. Yun was here. Darf jetzt Shen Hua von der was wissen? No? Und auch von der sexy Lady, die wir auch vom Boot her kennen. Er sagt dann eh, someone told me. And if you've got time, please have a look at the shrine in the back. Schau dir bitte von hinten meinen Schrein an. Absolutely beautiful shrine. Ja. Schön, mein wunderschön, der letzte Schrein. Der letzte Schrein finde ich fantastisch. The red snakes haven't managed to tear up the inside. Feel free to have a look. Na dann. Es ist alles doppeldeutig, jeder Satz, den sie sagt. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, du weißt ganz genau. Es ist alles mit Absicht so geschrieben, ey. Oh ja, ist alles. Ah ja, guck auch mal hin, noch mehr Backer. Da, Colin Cable. Sehe ich doch. Colin Cable! Da ist er. Ja, lustig. Epon. Das sind schon eine Menge. Die mussten ja fast neue Räume bauen, nur um die ganzen Bäcker zu kriegen. Und jeder sagt einem, guck noch mal nach hinten, da ist nichts anderes außer Namen von den Bäckern. Frage ist, ob du dann nur wirklich die beschissenen Necken bekommst, wenn du nicht so viel gezahlt hast, ne? Also du musst natürlich genug gezahlt haben, damit dein Name drin ist. Ja, auftaucht. Ja, klar, sonst bist du unten auf dem Meeresgrund mit deinem Name aufgeschrieben. Den Part, den ich gezahlt habe, ich glaube, da tauche ich nicht mal auf im Spiel. Mehr schreien als sein. Ja. das ist korrekt. It's okay. Mit meinen Händen bin ich gut, kann ich dir. Take this as an apology. Einzahlen? Ein buntes Steinchen. Okay. Thank you. I'm Shirling. Ling Shirling. Gesundheit. I'm Dio. Dio Hazuki. It's nice to meet you, Shirling. When you decide to deal with those red snakes. The Shrining. Please let Wir müssen me know. Aufhören. I'd rather not get you involved. But I cannot forgive them for what they did. I want to give them a taste of their own medicine. Yeah. I know how you must feel. Jetzt haben wir ein Amulett. Das ist ja fantastisch. Ja, was sagen, mindestens die Hälfte des Spiels ist das doch jetzt schon, ne? Doch, definitiv. Wir sind diesmal ganz gut durchgekommen. Good River Fish. Ja. Jetzt, ich habe gerade, also wir suchen immer noch die Schlangen. Ich habe aber keine richtige Mission mehr jetzt. Ja. Ich zeig dir noch was, bevor zeig wir. Zeig mir doch mal bitte was. Moment, genau. Ist das? Wir haben gesagt, das, was wir heute gemacht haben, das ist ja eine extra Session. Das hat sich zum Glück gut ergeben, ne? Nachdem wir heute noch mal mehr spielen können mit der Zeit. Wir werden mal gucken, wann wir dann zeitig nächste Sessions machen können, weil das haben wir jetzt natürlich noch nicht geplant. Genau. Und ich werde in der Zwischenzeit, ich werde hier die Story nicht weitermachen, aber ich werde mal gucken, ob ich ein bisschen grinden kann und einfach, damit wir flotter hier. Also du bist herzlich eingeladen, wenn du das willst, natürlich machen. Ich würde es dir nicht aufzwängen, weil ich denke, das ist halt auch echt viel Arbeit. Ja, ich will es ein bisschen ausloten natürlich und vielleicht probiere ich nochmal aus, kannst du was anderes machen außer dem Holzhacken? Wie funktioniert das eigentlich mit dem Glücksspiel hier? Weil dann ist das so ein Nervkram, der uns einfach nicht aufhält. Ja, was alle sagen ist, wenn ich das mal zusammenfassen kann, ist, lerne einfach die Ausdauer hoch zu pushen, dann brauchst du kein Essen mehr, dann hast du das schon mal weg. Mhm. Und dann muss man wahrscheinlich mit dem für mich ist es bescheißen, cheaten, mit dem Safe-Cheat halt einfach dafür sorgen. Kann man das jetzt irgendwie kaputt machen? Nein. Nein, nicht mal das. Muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass wir genug Geld haben. Das Glück bei dir. Genau, das Glück auf unserer Seite landet.
Und dann haben wir genug Kohle. Und dann ist ja eigentlich, weil es kommen wohl später viele, viele Dinge noch, wo man Tickets braucht und richtig Geld. Okay, sag mal, Leute im Chat, ohne storymäßig darauf einzugehen, was für eine gute Summe, die man haben sollte, worauf sollte man hinarbeiten? Na, wenn man Spiel, sagt, okay, nicht im Real Life. Genau, im Spiel. Im Real Life ist sowieso alles Arsch. Ja. Worauf sollte man im Spiel darauf hinarbeiten, wenn man sagt, okay, hab 100.000 Tickets in der Hand und hab 20.000 Yuan irgendwie bei dir auf Tasche? Ich sag mal 50.000. Ja? Keine Ahnung. Es hört sich aber realistischer an. Ne? Hört sich fast schon realistischer an, ne? Ja, du kannst das Ticket haben, um zum nächsten Ort zu kommen. Doch, ich habe nur noch eins und ich will 20.000. 20.000 schon bitte mal. Ja, und du hättest einfach vorbeigehen können an dem Ticket. Und dann einfach hauen. I see. Kann man das sehr gut vorstellen, alles. Guck mal hier, das ist so ein Schilfloos. Oh ja, das sehe auch aus wie ein Minigame, ne? Kannst du rüberlaufen? Nee, leider nicht. Leider nicht. Boing, 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 boing. Ja, das hätte ich gern gesehen. Boing, boing, boing. Ich mach nicht die 1000 Fische. No, das ist klar. Na, nee. Here to see the cormorant fishing. Ja. Sorry, but I don't. Was hattest du berechnet? 33 Stunden nur fischen? Na, also die Person meinte dann, es wären nur 4 Stunden gewesen, aber rein rechnerisch, ich glaube das nicht. Also wenn du gleich 10 Fische auf einmal fängst, ja, glaube ich nicht sonst. 1000 Fische, ich würde sagen mindestens 1000 Minuten. Und da sind wir dann doch schon in einer Zeit, die keinen Spaß mehr macht. Da sind wir dann bei 15 Stunden oder so. Nö, danke. Das muss man nicht unbedingt. Das sieht schon toll aus. Könnte ich mir eigentlich den ganzen Tag mal angucken. Angeblich kommen wir hier auch hin, Gregor. Auf diese Seite des Wassers. Ja, mit diesen letzten Bildern, wir haben noch eine Minute, werden wir jetzt mal Schluss machen. Alle gucken uns komisch an, fragen sich, warum ist der Typ immer noch hier? Was können wir denn noch tun, um ihn wegzukriegen? Die Antwort ist, wir brauchen Geld und eine Aufgabe. Und vor allen Dingen müssen wir die blöden hier, die Tunnel Snakes müssen wir finden. Die guten Tunnel Snakes, ja. Das können wir aber nur nächstes Mal machen. Wenn wir wieder hier sind bei einem Knack durchgenommen, Spiele mit Bart, Shenmue 3 mit Gregor und mir. Wann es wieder dazu kommt, ich sag's mal so, wir geben jetzt gar keine feste Zeit. Wir sagen nicht, wann wir es weiter spielen. Gregor will es ein bisschen zu Hause grinden. Genau, kommt sehr mir zugute. Ich will zumindest mich noch mal ein bisschen da reinarbeiten und vielleicht ergibt sich das eine oder das andere. Aber die Story mache ich nicht weiter. Also mich interessiert die Story ganz enorm, aber ich sag mal so, das Geldverdienen ist schon immer der Part gewesen. Ich meine, dafür arbeite ich nicht. Dafür kaufe ich mir ein Spiel mit dem Geld, was ich verdient habe, damit ich, ihr versteht schon. Ja, mir ist das zu blöd. Aber ich finde es gut, wenn wir es machen. Und natürlich geht es dann also irgendwann noch weiter. Aber wir können noch nicht sagen, wann. Genau, wir können keine Versprechungen machen. Es wird jetzt nicht direkt morgen sein. Wir reden noch mal mit den Sendechefs hier und gucken, wie das binnen unserer Zeit ausschaut. Und wir machen, wenn die mal gerne Zeit für uns haben. Die verdammten weiter. Bohnen. Aber auch, es war wirklich ein großer Spaß, einfach jetzt hier die volle Pulle Shenmue 3 sich zu geben. Bis hierhin. 20 Stunden in 3 Tagen finde ich wirklich angenehm. Ist schon angenehm. Ja. Halt. Ab heute kommen die VODs übrigens auch. Also wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, ihr habt hier, ihr spoilert euch nicht, weil das zwei völlig unterschiedliche Gegenden sind, in denen wir uns ausgetobt haben. Ja, es gibt vielleicht keine großen Story-Spoiler für euch, aber zumindest haben wir viel, also ist viel gemacht worden. Mhm. Wir haben viel stimmt. Spaß gehabt, wir haben viel verprügelt, viel gekauft, viel gehackt, viel gekämpft, viel trainiert. Der Pferdestand. Was ihr alles verpasst habt, was ihr euch jetzt nachholen könnt, ne, wenn ihr auf unseren Kanal geht. Und da müsst ihr bitte mal Daumen hoch, Kommentare, gerne auch schreiben, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ein bisschen Glocken, gucken wir uns Likes. Natürlich auch gerne alles an und auch die Klicks. Gucken mal so, wie das wirkt. Dementsprechend werden wir dann hier auch die Zeit für den Sender natürlich frei machen. In diesem Sinne, das war's. Schönen Nachmittag noch. Heute Abend gibt's noch jetzt, ja genau, heute gibt's noch hier Jugendzimmer, ne? Mit Jugendzimmer. Jared heute Abend. Ist es live? Das wird live sein, ja. Okay. Und das lohnt sich. Ich kann euch jetzt schon sagen, ich kann leider nicht, hab noch abgesagt, aber es wird geil. Nils wird da sein, Krugi, Evil Jared, noch ein paar andere wahrscheinlich. Und es wird sehr spektakulär, glaube ich. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Chase Lane auch dabei. Und dann Spiele mit Schmerz auch, es wird nicht live, oder? Spiele mit Schmerz. Ich habe keine Ahnung. Ich frag mich da nicht mal da rein. Da bin ich auf jeden Fall jetzt ich gleich. Vielleicht ist es live, dann sehen wir uns. Ansonsten seht ihr das dann irgendwann. Danke, Gregor, wieder mal. Danke dir, Simon. Und danke an euch. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.